Kipppunkt. Die Gletscher schmelzen im Rekordtempo und werden immer instabiler. Wie gefährlich das ist, fragen wir die Gletscherforscherin Andrea Fischer. 3 Tage Nationalrat. Parteiengesetz, Pflegepaket, rot-weiß-rote Karte. Ab morgen finden die letzten Nationalratssitzungen vor der Sommerpause statt. Dazu heute die Plenarvorschauen aller Parlamentsparteien. Gasreserven. Die Gasspeicher füllen sich nur langsam. Heute findet dazu eine weitere Krisensitzung der Regierung statt. Und Anpfiff. Die Frauenfußball-EM beginnt morgen mit dem Spiel Österreich gegen England. Wie stehen die Chancen der Österreicherinnen? Wir sprechen mit der stellvertretenden Chefredakteurin des Fußballmagazins Ballesterer. Heute ist Dienstag, der 5. Juli. Schönen guten Tag und herzlich willkommen bei dieser Ausgabe von ORF 3 aktuell. Ein neues Parteiengesetz sieht mehr Kontrollrechte für den Rechnungshof vor. Das soll mehr Transparenz in die Parteienfinanzierung bringen. Dieses neue Gesetz hat jetzt eine wichtige Hürde im zuständigen Parlamentsausschuss genommen. Dort hat eine breite Mehrheit für die Novelle gestimmt. Damit dürfte das Gesetz noch diese Woche im Nationalrat beschlossen werden. Mit ihrer Forderung hat die SPÖ für viel Unmut gesorgt. Nun rudert sie zurück und wird der ÖVP und den Grünen am Donnerstag im Nationalrat zu einer Zweidrittelmehrheit verhelfen. Wir werden uns aber wirklich bemühen, jeden Tag, jede Stunde jetzt noch Verbesserungen zu erreichen. Haben Sie ein Gegengeschäft dafür bekommen, dass Sie jetzt sozusagen dann ÖVP und Grünen zu einer Zweidrittelmehrheit verhelfen? Mit dieser Regierung gibt es keine Geschäfte. Wir stimmen für das, was wir für gut halten. Und dennoch ortet die SPÖ nach wie vor Lücken. So seien der Missbrauch von Steuergeld oder die Überschreitung von Wahlkampfkosten nach wie vor möglich. Sichtlich erleichtert sind hingegen die Regierungsparteien. Es ist vollbracht. Wir haben die gläsernen Parteikassen heute im Ausschuss beschlossen, mit einer Zweidrittelmehrheit. Und ich denke, das, was wir hier hoffentlich am Donnerstag mit dieser breiten Mehrheit beschließen können, ist ein wichtiger Schritt eben für fairen Wettbewerb, für mehr Transparenz. Keine Zustimmung wird es von der FPÖ geben. Was hilft denn erhöhte Transparenz, wenn dadurch Geldflüsse wieder möglich sind, nur wenn sie dann gesetzlich legitimiert sind? Wie gesagt, das ist, wie wenn man beim Stehlen erwischt wird und das Ganze dann rechtlich auf saubere Beine stellt. Wie die NIOS abstimmen werden, lassen sie noch offen. Ich stelle mir es einigermaßen schwierig vor, wenn man diese Umgehungskonstruktionen über Vereine nicht gänzlich ausschließen kann, dass wir dann am Schluss zustimmen. ÖVP und Grüne kündigen auch in diesem Bereich, also bei parteinahen Vereinen, Verbesserungen an. Jedoch sei die Materie rechtlich komplex. Bald könnte das Gas in Österreich knapp werden. Zwar sind die heimischen Speicher zu rund 45% gefüllt, aber anders als von der Regierung oft suggeriert, ist nur ein kleiner Teil dieses Gases wirklich für Österreich bestimmt. 3/4 sind im Besitz von anderen Ländern und Unternehmen. Das österreichische Ziel, die Gasspeicher bis zu 80% anzufüllen, könnte also schwerer zu erreichen sein als gedacht. Die Gaseinspeicherung schwankt und damit steigt die Angst vor Versorgungsengpässen. Zum einen wird weniger Gas aus Russland geliefert. Zum anderen werden heimische Gasspeicher auch von Unternehmen aus anderen Ländern genützt. Anscheinend wird von diesen Unternehmen im Moment Gas entnommen und vor allem nach Italien exportiert. Vielleicht auch, weil in Italien eine gewisse rechtliche Verpflichtung für ein mindeststrategisches Speicherniveau besteht. Nur etwas mehr als ein Viertel der bei uns eingespeicherten Gasmenge, schätzt der Experte, sei sofort für den heimischen Markt verfügbar. Sind die Angaben über Speicherstände vor diesem Hintergrund also Augenauswischerei? Die Speicher in Österreich sind zu 45% derzeit gefüllt. Unser Ziel ist 80% vor der Heizsaison. Die Energielenkung bietet im Notfall Zugriff auf die gesamten Speichermengen, weil sie ein sehr weitreichendes Instrument für den Notfall ist. Etwa wenn Haushalte nicht mehr mit Gas versorgt werden können. Während Deutschland bereits verschärfte Notfallpläne ausgepackt hat, wird die Regierung bei uns über die aktuelle Lage beraten. Sollte das Speicherziel von insgesamt 80% in Gefahr sein, müsste auch bei uns die zweite Stufe des Gasnotfallplans, die Alarmstufe, ausgerufen werden. In den kommenden 3 Tagen wird der Nationalrat wieder im Parlament tagen. Die Parteien werden uns heute ihre Pläne für die Sitzungen vorstellen und den Anfang machen dabei die ÖVP und die Grünen. Da schauen wir jetzt gleich mal rein. Ja, einen schönen guten Morgen. Danke fürs Kommen.
Die Klubobfrau Maurer und ich dürfen Sie informieren über drei bevorstehende sehr intensive Plenartage. Wir haben insgesamt ein sehr intensives halbes Jahr 2022 hinter uns, aber wir haben noch drei vollgefüllte Plenartage vor uns mit rund 40 Beschlüssen in rund 40 Stunden. Wir haben knapp 30 Stunden Redezeit für die Abgeordneten. Und wenn man Sonderaktionen dazu rechnet und die Regierungsmitglieder, dann werden wir wohl auf rund 40 Stunden bis am Freitag in die Abendstunden kommen. Wir werden uns das jetzt aufteilen und werden die drei Tage kurz durchgehen mit den wesentlichsten Punkten, die wir noch einmal auch gerne erläutern möchten. Morgen werden wir als Volkspartei die Aktuelle Stunde noch einmal wählen mit dem Thema rasche und wirkungsvolle Entlastung für die Menschen in schwierigen Zeiten. Wir werden das Entlastungsthema noch einmal in den Vordergrund rücken, weil wir Pakete beschlossen haben, alleine im heurigen Jahr mit über 50 Milliarden Euro, wenn man im Jänner die Steuerentlastung dazu rechnet, wenn man die drei Pakete gegen die Teuerung, gegen die hohe Inflation dazu nimmt und erst vor wenigen Tagen in der Sondersitzung das große Paket verabschiedet wurde, wo wir den Menschen rasch helfen. Ich darf auch darauf hinweisen, dass bereits seit Jänner eigentlich bei den Gehältern der Steuersatz gesenkt wurde, was Mitte des Jahres in Kraft tritt, ist ja bereits möglich mit Jänner abzuziehen, nämlich der Steuersatz, der von 35 auf 30% gesenkt wurde, ist ja eigentlich bei dem Großteil der Gehälter bereits mit Jänner auf 32,5% gesetzt worden. Wir reden hier von einem Jahresbetrag von bis zu 650 Euro. Im heurigen Jahr sind es also die Hälfte des Jahres oder der Hälftebetrag sind 325 Euro und wiederum die Hälfte davon ist bereits auf den Konten der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Und natürlich all die Maßnahmen, die wir in dem großen Paket jetzt auch verabschiedet haben, mit der zusätzlichen Familienbeihilfe im August, mit dem Antiteuerungs- und Klimabonus. Eine vierköpfige Familie wird Anfang Oktober 1.500 Euro ausbezahlt bekommen. Das heißt, das wollen wir morgen ganz stark noch einmal in den Vordergrund stellen. Inhaltlich darf ich einen Punkt noch herausgreifen. Die Reform der Rot-Weiß-Rot-Karte ist morgen auch auf der Tagesordnung, wo es darum geht, dass die Mindestbruttoentlohnung auf 50% der Höchstbeitragsgrundlage gesenkt wird. Weiters erhält man mehr Punkte für Berufserfahrung, Qualifikation und Englischkenntnisse. Und Stammsaisonist bekommen die Rot-Weiß-Rot-Card und Spezialisten erhalten eine 6 Monate befristete Bewilligung. Also auch um dem Arbeitskräftemangel entgegenzuwirken. Ja, herzlichen guten Morgen auch von meiner Seite. Kollege Wöginger hat es schon gesagt, es stehen uns... Sehr gerne. Einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite, jetzt mit niedrigem Mikro. Ja, Kollege Wöginger hat es gerade gesagt, es stehen uns drei extrem intensive Plenartage mit 40 Gesetzesbeschlüssen bevor. Und Sie kennen meine Einstellung, Sie kennen meine Haltung. Wir als Regierung, als Regierungsparteien sind dazu da, die Probleme der Menschen im Land zu lösen und zu arbeiten. Und auch diese proppevollen drei Plenartage zeigen, dass wir das tun. Wir haben sehr, sehr viele Gesetzesbeschlüsse, die hier zu beschließen sind, morgen eine Aktuelle Stunde, weil natürlich das Thema, das die Menschen in Österreich nach wie vor am allermeisten bewegt, derzeit ist selbstverständlich die Teuerung. Und dieses riesige Paket von 28 Milliarden, das wir hier auf den Weg bringen, das dient dazu, dass die Menschen schnell entlastet werden, dass schnell das Geld auf ihren Konten landet, bereits im August die 180 Euro zusätzliche Familienbeihilfe, die 300 Euro für die besonders betroffenen Menschen, die Mindestsicherung beziehen, die arbeitslos sind, die Studienbeihilfe beziehen, die alleinerziehend sind und dann im Oktober, ab Oktober die 500 Euro Klimabonus. Ich glaube, jede Familie in dem Land wird das Geld gut brauchen können und es ist unser großes Anliegen gewesen, das bei der Ausgestaltung dieses Pakets so zu machen, dass es schnell spürbar ist. Ein weiterer Teil aber aus diesem Krisenpaket, das wir hier zum Teil schon beschlossen haben, zum Teil beschließen, ist selbstverständlich auch, die Ursachen des Übels zu bekämpfen. Wir haben eine Teuerungssituation, die getrieben ist durch Energiekosten, die wiederum getrieben sind durch den Krieg in der Ukraine, wo Putin skrupellos einen Angriffskrieg führt, auch gegen die europäischen Werte auf europäischem Boden. Und auch hier wird es einen Punkt, also wir haben das Erneuerbaren-Wärmegesetz in Begutachtung geschickt. Ab 1.1.2023 soll keine einzige Gasheizung mehr wo eingebaut werden.
Warum ist das so wichtig? Also es kann einem im Jahr 2023 doch bitte niemand mehr erklären, einer Familie, die ein Haus baut, dass es eine gute Idee wäre, eine Gasheizung einzubauen. Damit machen wir Schluss. Ebenso soll das Gesetz dann den Weg vorzeichnen, wie wir insgesamt den Ausstieg aus dem Gas schaffen können. Ein weiterer Teil sind selbstverständlich andere Maßnahmen, um die Abhängigkeit vom russischen Gas zu vermindern. Und am morgigen Plenartag ist dementsprechend auch ein Punkt, bei der die finanziellen Mittel zum Ausstieg aus russischem Gas bereitstellt, auf der Plenartagesordnung. Außerdem haben wir Hochwasserschutz auf der Tagesordnung und viele andere Punkte mehr. Ich glaube, wir wechseln zum Donnerstag. Tag 2 beginnt mit der Fragestunde an den Sozial- und Gesundheitsminister und dann kommt das große Pflegepaket, das wir gestern auch noch erweitert haben, wir beide gemeinsam. Nämlich, Sie wissen ja, das ist über 1 Milliarde Euro, die wir hier in die Hand nehmen, um zum einen dem Personal die notwendige Wertschätzung auch in finanzieller Natur, nämlich beim Gehalt, entgegenzubringen. Wir haben die 520 Millionen für heuer und nächstes Jahr noch um 50 Millionen aufgestockt und erweitert auf die Heimhilfen und auf das Behindertenbetreuungspersonal. Das war auch ein Wunsch im Rahmen der Begutachtung, dem wir hier nachgekommen sind, dass auch diese beiden Gruppen mit umfasst sind. Wir haben bereits im Ausschuss auch noch einige Klarstellungen getroffen, zum Beispiel überall dort, wo in den Sozialbetreuungsberufen auch die Pflegeassistenzausbildung mit inkludiert ist. Wir haben das vielfach in den Bundesländern. Dort kommt auch der Ausbildungsbonus zum Tragen. Und wir haben auch Steuer- und Sozialversicherungsfrei gestellt, wenn die Länder selber hier auch unterstützen wollen mit Beiträgen, was ja jetzt der Fall ist und was hoffentlich auch in Zukunft sein wird, dass wir hier genügend Personal für die Pflegeberufe insgesamt haben. Es ist gelobt worden, auch von den Organisationen. Morgen wird der Großteil beschlossen. Ich darf nur den Rotkreuz-Generalsekretär Obriesnik zitieren, der gesagt hat, ein erfreulicher Schritt in die richtige Richtung. Oder den Caritas-Präsidenten Michael Landau, der gesagt hat, das Aufatmen der Branche ist hörbar. Die angekündigten Schritte sind definitiv ein Beitrag, um uns vor der drohenden Pflegekatastrophe zu bewahren. Das heißt, das wird auch von den Organisationen mit unterstützt. Wir haben zum einen das Gehalt, zum zweiten die Ausbildungsschiene, zum dritten auch die Verbesserungen im Bereich Bundespflegegeldgesetz. Und wir sind natürlich auch bemüht, arbeitsrechtliche Rahmenbedingungen für die Pflegekräfte zu verbessern. Das ist ein großer Tagesordnungspunkt. Und am Abend darf ich noch einen Punkt herausgreifen, als langjähriger Sozialsprecher und auch ich war Freiwilligensprecher einige Jahre lang und ich bin eng verbunden mit der Feuerwehr und dem Roten Kreuz. Wir haben die 20 Millionen für die Feuerwehren, wo sozusagen die Höhe des Mehrwertsteuerbetrages zum Beispiel bei einem Tanklöschfahrzeug oder bei einem Einsatzfahrzeug hier rückerstattet wird. Diese 20 Millionen, die sind ja schon für heuer auch in Kraft und das wird auch am Donnerstag beschlossen. Und auch das Zweckzuschussgesetz für die Länder, das ist aus dem Recovery-Fonds, das ist überhaupt irgendwie untergegangen in der Fülle der Themen, die wir abzuarbeiten haben. 500 Millionen für die Bundesländer aus dem Recovery-Fonds bedeutet für mein Bundesland Oberösterreich 82,3 Millionen. Ja, der Donnerstag ist auch eben sehr dicht. Ich möchte, was das Pflegepaket betrifft, noch einmal herausgreifen. Also die verschiedenen Säulen. Einerseits die Unterstützung der Pflegekräfte. Ich war vor kurzem in einem Pflegeheim in Alberschwende und habe mich selber vor Ort überzeugen können von der unglaublichen Arbeit, die die Pflegekräfte machen. Und diese Arbeit hat nicht nur unsere Anerkennung und den Applaus verdient, sondern auch die finanzielle Vergütung, die wir mit diesem Paket massiv verbessern. In Summe nehmen wir jetzt 570 Millionen in die Hand, weil wir eben noch einmal um 50 Millionen aufstocken, um auch, was von den Pflegeorganisationen eingebracht wurde, zu Recht eingebracht wurde, dass wir auch die Behindertenbegleiterinnen bzw. die Heimhilfen mitnehmen können in diesem Paket, dass auch die in den Genuss von diesem Gehaltsbonus kommen. Also da haben wir jetzt noch einmal nachverhandelt mit dem Finanzminister und haben noch einmal 50 Millionen herausgeschlagen für diese Gruppen. Es geht bei dem Pflegepaket, wie gesagt, einerseits darum, die Gehälter aufzustocken, andererseits, und das ist aber die große Herausforderung für die nächsten Jahre, zu schauen, dass wir das notwendige Personal haben. Es fehlen bis zu 100.000 Pflegekräfte und mit dem Ausbildungsbonus, mit dem Stipendium von 1.400 Euro für Quereinsteigerinnen,
schaffen wir es, dass die Lebenserhaltungskosten für jemanden, der sich später im Leben dazu entscheidet, umzusteigen und sich für diesen schönen, aber auch herausfordernden Beruf ausbilden lassen möchte, die bekommen 1.400 Euro Stipendium. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Schritt, denn wir kennen viele Leute, die sagen, ja, es würde mich schon interessieren, aber wie soll ich mir das leisten können, diese Ausbildung? Das schaffen wir damit. Ebenso am Donnerstag beschlossen wird ein weiterer Meilenstein von Grünen, also wenn man davon spricht, was sagt die Zivilgesellschaft zu diesen Punkten, die wir hier vorbringen. Es wurde bereits zitiert, also das Pflegepaket ist so positiv aufgenommen worden von NGOs, von Gewerkschaft, von den Pflegeeinrichtungen, wie selten ein Paket jemals zuvor. Man muss auch sagen, es ist das größte Pflegepaket seit Jahrzehnten, das wir hier beschließen. Und dementsprechend positiv und freuen uns natürlich auch, dass die Rückmeldungen derart positiv sind. Das ist ja jetzt nicht unbedingt üblich, dass eine Gesetzesvorlage so unumwunden viel Zuspruch erhält wie dieses Pflegepaket. Und es ist auch dem Engagement der Zivilgesellschaft, der Organisationen und so weiter zu danken, dass sie auch da immer den Finger in die Wunde gelegt haben, dass das jetzt auch gelungen ist. Dasselbe gilt, der Dank an die Zivilgesellschaft gilt für ein weiteres Gesetz, das wir am Donnerstag beschließen werden, nämlich die Änderungen im Tierschutzgesetz, wo wir nach ebenfalls jahrzehntelanger Arbeit von verschiedenen NGOs, auch der Grünen, erreicht haben, dass es endlich ein Enddatum gibt für Vollspaltenböden. Die werden ab 2023 nicht mehr eingebaut werden dürfen und in weiterer Folge wird ein neuer Standard erarbeitet und 2039 ist dann wirklich Schluss. Es gibt den Einwand, das ist eine lange Übergangsfrist. Ja, dieser Einwand ist richtig, aber es hat ein solches Enddatum bisher nicht gegeben und das ist auch der Grund, warum sogar eine NGO wie der VGT den beiden zuständigen Ministern zu ihrem Mut gratuliert, also dem Minister Totschnig und dem Minister Rauch, dass das jetzt endlich geschafft wurde. Es ist ein sehr, sehr wichtiger Schritt, der bis jetzt gefehlt hat, den wir hier jetzt setzen, ebenso wie andere Maßnahmen, beispielsweise das Ende von Küchenschreddern etc. Das ist der Donnerstag. Willst du dann am Freitag weitermachen? Gerne, wenn ich geblättert habe, was genau am Freitag denn dran ist. Am Freitag ist auf der Tagesordnung sind Änderungen im pädagogischen Bereich, nämlich da geht es um die grundsätzliche, also worum geht es grundsätzlich? Wir wollen, dass die Kinder und die Schülerinnen und Schüler in Österreich die bestmögliche Unterstützung haben, insbesondere auch nach diesen sehr belastenden Corona-Jahren. Und wir haben ja in diesen Corona-Jahren die Sommerschule eingeführt, eine von den Grünen seit vielen, vielen Jahren geforderte Maßnahme, um Schülerinnen und Schüler, die sich in manchen Bereichen schwer tun, die zu Hause nicht die Unterstützung bekommen können, die sie brauchen, nicht weil die Eltern das nicht wollen, sondern weil sie es einfach nicht können. Wir wissen, wir haben sehr hohe Nachhilfestundenkosten etc. Die Sommerschule ist eine sehr gute Maßnahme, die wir eingeführt haben, die jetzt auch ins Dauerrecht übergegangen ist. Und wir beschließen am Freitag Maßnahmen, die den Einstieg in den Lehrberuf erleichtern. Also einerseits das Personal für die Sommerschulen sicherstellen und die Nachmittagsbetreuung, aber auch die den Quereinstieg von Lehrerinnen und Lehrern aus anderen Berufen erleichtern. Warum ist das so wichtig? Also wir haben auch in diesem Bereich, also nicht nur in der Pflege, sondern auch bei den Lehrerinnen und Lehrern, eine Situation, die durchaus herausfordernd werden wird. Und es ist auch hier in diesem Bereich sehr wichtig, dass wir zusätzliche Lehrerinnen und Lehrer oder Menschen überzeugen, in den Lehrberuf einzusteigen. Und da wird es Erleichterungen geben, insbesondere beispielsweise, was die Anrechnung von Vordienstzeiten betrifft, sodass das auch attraktiver wird. Soll ich noch weitermachen oder machst du? Ich schaue jetzt gerade. Wie du willst. Mir fällt jetzt natürlich ein, dass ich am Donnerstag das fast Wichtigste vergessen habe. Ja, wir beschließen am Donnerstag natürlich auch das Parteiengesetz. Ein kleiner Punkt, also ein sehr, sehr, sehr großer Punkt auf der Tagesordnung. Es freut mich sehr, dass das gestern gelungen ist. Es ist vollbracht. Die Sozialdemokratie hat nach einem kleinen Irrweg am Wochenende den Weg zur politischen Vernunft wieder gefunden.
Sie haben gestern im Verfassungsausschuss dem neuen Parteiengesetz zugestimmt. Mit diesem Parteiengesetz setzen wir einen Meilenstein, der seit vielen, vielen Jahren gefordert wird von Expertinnen, von NGOs, auch von uns Grünen, von den NEOS, von Beobachterinnen, von Journalistinnen und Journalisten, nämlich gläserne Parteikassen. Es soll transparent sein, woher Parteien ihr Geld bekommen, wer für sie spendet, und es muss transparent sein, wie viel Geld sie für Wahlkämpfe ausgeben, und es muss auch der Wettbewerb so gestaltet sein, dass er fair ist, also dass sich nicht Parteien über Spenden einen Vorteil erkaufen können, quasi bei einer Wahl. Damit muss Schluss sein. Wir erinnern uns alle an Ibiza, wo gesagt wurde, man kann einfach am Rechnungshof vorbeispenden, da macht man einfach einen Verein und dann geht es schon. Diese Worte hat ausgesprochen Heinz-Christian Strache damals. Leider ist die Freiheitliche Partei die einzige Partei, die bei diesem Gesetz bis jetzt immer ablehnend reagiert hat und kein Interesse an dieser Transparenz hat. Man fragt sich ein bisschen, warum, aber dann erinnert man sich an die Geschichte und dann fragt man sich doch wieder nicht mehr, warum. Einerseits, das Gesetz bringt gläserne Parteikassen direkte Einschaurechte des Rechnungshofs. Das ist ein Meilenstein. Bis jetzt kann der Rechnungshof nur an Wirtschaftsprüfer beauftragen und schicken. In Zukunft kann er selber Einschau halten. Das ist eine ganz zentrale Forderung seit vielen, vielen Jahren von Expertinnen, die wir jetzt erfüllen. Zweitens verschärfen wir die Sanktionen bei beispielsweise der Überschreitung der Wahlkampfkostenobergrenze. Aber es gibt viele weitere Sanktionen, die wir in diesem Gesetz drinnen haben. Wir haben jetzt noch einmal verschärft, beispielsweise, wenn man den Rechenschaftsbericht nicht abgibt, dann bekommt man auch keine Parteienförderung mehr. Wir haben die Verwaltungsstrafdelikte noch einmal weiter verschärft. Und wir haben auch die Strafen bei Überschreitung der Wahlkampfkostenobergrenze noch einmal erhöht. Es sind ganz viele Änderungen in diesem Gesetz drinnen, die den Wettbewerb zwischen den Parteien bei Wahlen auf ganz neue Beine stellen werden. Wir haben bei den nahestehenden Organisationen, also eine nahestehende Organisation, der Begriff wird erweitert, da fallen in Zukunft auch Vereine darunter, die in der Vergangenheit gegründet wurden, um genau die Transparenzbestimmungen zu umgehen, also indem man dann einen Verein der Freunde da Organisation macht und dann war man plötzlich nicht mehr drinnen in den Transparenzverpflichtungen. Damit ist jetzt Schluss. Diese Organisationen sind alle mit enthalten und die müssen sehr strenge Auflagen erfüllen, müssen quartalsmäßig die Spenden an die Partei weitermelden. Diese Spenden müssen eingerechnet werden etc. Also ich glaube, es ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Auch hier gilt der Dank der Zivilgesellschaft, die sich da auch sehr massiv eingebracht hat in den letzten Jahren und immer eingefordert hat, dass das passiert. Auch hier liefern wir jetzt, indem die Regeln massiv verschärft werden. Und ich bin sehr froh, dass die Sozialdemokratie jetzt mitstimmt. Wir haben damit eine Zweidrittelmehrheit, mit der wir auch noch weitere Verbesserungen machen können. Beispielsweise werden Studien und Umfragen, die von Ministerien in Auftrag oder Gemeinden in Auftrag oder von den Ländern in Auftrag gegeben werden, in Zukunft zu veröffentlichen sein. Beispielsweise weiten wir das Recht der Fraktionen im Parlament auf, beim Rechnungshof Prüfungen in Auftrag zu geben. Und das war eine Forderung der Sozialdemokratie, dass die Präsidentin des Rechnungshofs oder der Präsident des Rechnungshofs mit Zweidrittelmehrheit gewählt wird. Auch das ist alles in diesem Paket enthalten. Ich bin froh darüber, dass es eine breite Mehrheit gibt, denn es ist ein Parteiengesetz und es ist immer besser, wenn es mehr Parteien beschließen. Ja, damit machst du den Freitag fertig und ich schaue, was am Freitag sonst noch ist. Ja, okay. Ja, ich hoffe auch auf die späte Einsicht der SPÖ beim Pflegepaket, das darf ich noch ergänzen. Ja. Es ist eigentlich unverständlich, dass die Sozialdemokratie da nicht mitstimmt. Bei den Freiheitlichen sind wir es mittlerweile gewöhnt, dass sie generell fast nirgendwo zustimmen. Aber dass die SPÖ bei diesem wirklich großen Unterstützungspaket für das Pflegepersonal nicht mitgeht, ist für mich unverständlich. Ja, der dritte Tag, ich darf noch zwei Punkte herausgreifen. Zum einen das Gründungsgesetz der Technischen Universität in Linz für Digitalisierung und digitale Transformation in Oberösterreich. Das ist jetzt fertig ausverhandelt und liegt am Freitag zur Beschlussfassung vor.
Als Oberösterreicher freut mich das natürlich ganz besonders, dass hier der Universitätsstandort in Linz dementsprechend auch aufgewertet wird und dass das ein Signal ist, gerade auch in Richtung Digitalisierung, was sehr wichtig ist. Und zum Zweiten, wir wählen dann am Schluss der Tagesordnung oder am Ende der Tagesordnung eine neue Volksanwältin, die wir einstimmig im Club nominiert haben, nämlich die Gabriele Schwarz. Das ist bekannt, aber am Donnerstag in der Früh wird es einen Hauptausschuss dazu geben, damit die Vorlage dann auch in das Plenum kommen kann. Das ist akkordiert innerhalb der Fraktionen. Und am Freitagabend wird dann die Gabi Schwarz zur Volksanwältin gewählt werden, als Nachfolgerin von Werner Amon in dieser wichtigen Funktion. Ja, das wäre es gewesen. Genau, neben vielen anderen Punkten, die wir jetzt nicht im Detail aufgelistet haben, aber die Sie ja in den nächsten Plenartagen auch noch verfolgen können. So, ich frage zu den Verbesserungen beim Thema Pflege und hätte mehrere Fragen an euch. Und zwar die Sozialbetreuungsberufe, nur dort, das habe ich nicht ganz verstanden, wo die Pflegeassistenz dabei ist, wie viel Prozent der Sozialbetreuungsberufe, dass ich es ausbringe, sind das, weil die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber in dem Bereich haben ja gefordert, dass alle dabei sind. Also wie viele sind das jetzt, die da dabei sind? Vielleicht kann man das irgendwie noch spezifizieren. Dann bei der letzten Pressekonferenz zum Thema Pflege von Ihnen beiden war das so, dass Sie gesagt haben, Sie wollen schauen, dass das Stipendium nicht erst im Herbst 2023 kommt, damit nicht zu viele Leute warten, sondern dass vielleicht schon mit Beginn nächsten Jahres umgesetzt wird. Ist das gelungen oder ist man da noch dabei? Wie sieht es da aus? Dritte Frage, was ist mit dem Angehörigenbonus? Auch da gab es viel Kritik in der Begutachtung, nämlich, dass er erst, man will ja pflegende Angehörige unterstützen, das wurde von den Regierungsparteien auch immer gesagt. Tatsächlich ist es aber so, dass es erst ab Stufe 4 geht, das betrifft viel weniger Leute als das Gros, also Stufe 3, eines weiter drunter, würde viel mehr Leute betreffen und dann eben auch nur Menschen, die pensionsversichert sind. Das heißt, die vielen Frauen, die gerade mal in Pension sind und ihre Männer pflegen, sind davon ausgenommen, obwohl sie sehr viel Pflegeleistung leisten und mit das Rückgrat sind, von dem Sie immer sprechen. Was ist mit denen? Und last but not least, was ist mit den 24-Stunden-Kräften? Auch da wurde in der Begutachtung gesagt, auf die wurde sozusagen vergessen. Was ist jetzt mit Verbesserungen für die 24-Stunden-Kräfte? Die kommen offenbar in dem Paket nicht. Aber wann kommen sie dann? Danke für die Frage. Ich werde versuchen, das in kurzen Antworten zu beantworten. Sozialbetreuungsberufe, wir haben das mit Abänderungsanträgen im Ausschuss schon abgeändert, nämlich dass überall dort, wo ein Jahr Pflegeassistenzausbildung ist, das ist zum Beispiel bei der FSBA-Ausbildung in Oberösterreich der Fall, dort wird dieses gesamte Jahr mit dem Ausbildungsbonus gefördert werden können, ja? Also mit diesen 600 Euro. Das ist bereits im Gesetz jetzt verankert. Das ist unterschiedlich, wie viele Prozente das sind in den Bundesländern. Je nachdem, Sie wissen, Pflege ist großteils in der Kompetenz der Bundesländer und das ist unterschiedlich geregelt. Manche Bundesländer gehen schon ausschließlich über das GOKG-System, also Pflegeassistenz, Pflegefachassistenz, und in einigen Bundesländern ist noch ein großer Anteil eben über die Sozialbetreuungsberufe geregelt. Ja, natürlich, den hätten Sie sowieso gehabt. Ja. Gehaltsbonus ist über alle, die in der Pflege tätig sind. Ja. Wir haben jetzt ergänzt um die Heimhilfe und um das Behindertenbetreuungspersonal, aber alle Menschen, die in der Pflege grundsätzlich tätig sind, erhalten diesen Gehaltsbonus, und erweitert wurde es jetzt um die Heimhelferinnen und um das Behindertenbetreuungspersonal. Ja. Diese 50 Millionen wurden hier aufgestockt. Beim Stipendium, wir bemühen uns. Ja. Wir bemühen uns, das vorzuziehen und dass das mit Anfang des Jahres möglich ist. Der Angehörigenbonus, da sind wir zur Stunde noch in Gesprächen. Wir sind auf die Stellungnahme der Begutachtung, wir haben uns das auch genau angesehen. Bei der Viererstufe werden wir bleiben. Warum? Weil dort die Betreuungsintensität natürlich am größten ist. Ja? Und weil wir mal beginnen wollen, hier auch die pflegenden Angehörigen zu unterstützen, die es wirklich auch, wo der Aufwand sozusagen, auch der Betreuungsaufwand am größten ist. Aber da sind wir zur Stunde noch in Gesprächen. Und die 24-Stunden-Betreuung, das haben wir beide schon einmal erörtert. Da geht es uns darum, dass die Sozialpartnerschaft hier erstens einmal mit ins Boot geholt wird. Weil es geht um viele arbeitszeitrechtliche Fragen, die im Vorfeld zu klären
sind. 16 Millionen sind einmal veranschlagt für diesen Bereich, um hier auch aufstocken zu können im Bereich von Angestelltenverhältnissen. Und dann können wir sozusagen, wenn die arbeitszeitrechtlichen Fragen mit der Sozialpartnerschaft geklärt sind, dann können wir auch den zweiten Schritt setzen. Den Bezieherkreis, ja. Es wird gesprochen darüber, wir haben derzeit, wie Sie richtig sagen, es angeknüpft an die Weiterversicherung aufgrund einer Reduktion im Beschäftigungsverhältnis. Und wir sind gerade dabei zu schauen, ob wir das auch auf andere Gruppen noch ausweiten können. Guten Morgen, gerne Vorrufer, Zeit im Bild. Ich hätte eine kurze Frage, und zwar eben bei diesem Pflegepaket. Diese Behindertenhelferinnen und Helfer und die Heimhelferinnen und Heimhelfer, die gibt es ja nicht erst seit gestern, wenn Sie heute sozusagen sagen, man nimmt die hinein. Ist jetzt der Druck zu groß geworden? Am Wochenende hat sich die niederösterreichische Landeshauptfrau hier in der Kronenzeitung geäußert. Was ist da passiert? Die hätte man ja von Beginn an sozusagen einbinden können. Und die zweite Frage geht in Richtung Parteiengesetz. Und zwar haben Sie sicher mitbekommen, was der Herr Schnedlitz gestern gesagt hat. Das ist wie wenn man stiehlt und das im Nachhinein legitimiert. Können Sie mit dieser Kritik etwas anfangen? Also als Innviertler reagiere ich auf Druck eigentlich nicht, sondern mir geht es darum, den Menschen auch wirklich zu helfen. Das hat schon einen Grund gehabt, warum diese Gruppen nicht dabei waren. Weil wir als Bundesgesetzgeber schon auch die Verpflichtung und die Verantwortung haben, an Bundesgesetzen anzuhängen. Ja? Und wir haben das GOKG, also das Gesundheits- und Krankenpflegegesetz hergenommen. Dort ist der Pflegeassistenz und der Pflegefachassistenz geregelt. Und dort haben wir gesagt, dort geben wir auch die Gehaltserhöhungen hin, weil dort auch eine Grundlage auf der bundesgesetzlichen Ebene da ist. Ja? Wir haben jetzt, uns war das schon bewusst, dass es natürlich diese Frage geben wird. Und wir haben jetzt nach Anknüpfungspunkten noch gesucht. Die gibt es, weil wir müssen ja auch rechtfertigen, wo wir letzten Endes die Millionen auch hingeben, nämlich über 15a-Vereinbarungen, zum Beispiel bei den Heimhelferinnen. Das sind rund 12.000 Vollzeit-äquivalente, vor allem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Heimhilfe. Und deshalb haben wir jetzt das noch ergänzt. Und natürlich mussten wir auch das Gespräch mit dem Finanzministerium führen. Wir reden ja immerhin auch von zusätzlich 50 Millionen Euro für heuer und nächstes Jahr. Ja, also nein. Die FPÖ, die Freiheitlichen, haben sich in der gesamten Verhandlungssituation und auch im Ausschuss gestern vor allem dadurch hervorgetan, dass sie den Text nicht einmal gescheit gelesen haben. Und dementsprechend kann ich diese Kritik nicht ernst nehmen. Sie haben die Statements gehört, die beispielsweise Niki Scherak dazu gemacht hat, der stellvertretende Clubobmann der NEOS, die Kommentare, die ein Hubert Sickinger zu diesem Gesetz abgegeben hat und die Leute, die dazu informiert sind. Ich kann diese Kritik nicht ernst nehmen. Ausgerechnet die Partei, die wiederholt in der Vergangenheit durch zahlreiche UBTS-Verurteilungen und auch strafrechtliche Verurteilungen sich hervorgetan hat. Manche Prozesse laufen ja jetzt gerade, die Goldbahn in irgendwelchen Hütten aufbewahrt hat, die von denen deren Parteichef auf einer Insel in einer Finca gesagt hat, man kann am Rechnungshof vorbeischummeln, dass diese Partei jetzt diejenige sein soll, die die legitime Kritik an unserem Gesetz formuliert. Also da richtet sich quasi der witzige Spruch von Herrn Schnedlitz doch gegen ihn selbst. Es ist auch von den Freiheitlichen, ja, es sind ein paar Anmerkungen gekommen. Wir haben auch von den Freiheitlichen Dinge berücksichtigt. So ist es nicht. Wir haben wirklich, darauf möchte ich auch verweisen, wir haben diesen Gesetzesentwurf seit Februar mit allen Fraktionen besprochen. Februar, Juli, das ist ein sehr langer Zeitraum. Wir haben uns ein sehr gutes parlamentarisches Prozedere vorgenommen. Jetzt ist der Herr Lausch gestern im Ausschuss sehr panisch gewesen und hat gemeint, es sei ein Schnellschuss und man soll das bitte alles vertagen. Hat auch einen Vertagungsantrag für alle 10 Punkte gestellt. Also ich glaube, die Motivation der Freiheitlichen, gegen dieses Gesetz zu agitieren, ist ein anderer als der Wille zur Transparenz, sondern eher die Panik davor, was das für sie alles heißen wird. Denn die Auswirkungen, die rechtlichen Auswirkungen, die da jetzt alle vorgesehen sind, insbesondere was die ganzen parteinahen Organisationen etc. betrifft, die sorgen offensichtlich auch bei den Freiheitlichen für Angst und Schrecken. Das ist auch gut so. Wir wollen eine transparente Parteienlandschaft, wir wollen gläserne Parteikassen.
und auch, dass sich auch die Freiheitlichen in Zukunft nicht mehr über dubiose Spenden, Mandatskäufe und sonstige Dinge, die hier in Diskussion sind seit Ibiza, aus dieser demokratischen Verantwortung herausstellen können. Eine kleine Nachfrage noch zu der Aufstockung des Pflegezuschusses. Das geht für die Gehaltserhöhung. Das geht in diesem Plenum noch mit Per-Abänderungsantrag, oder? Ja, das ist korrekt. Das wird noch abgeändert. Dieses Zweckzuschussgesetz für die Entgelte wird also, das wird also um diese Summe von 50 Millionen erhöht und die Berufsgruppen werden zusätzlich aufgenommen. Der ist ja zu dem einen Teil im Gesetz verankert, eben ab der Stufe 4, dort, wo sozusagen auch Arbeitszeiten reduziert werden und ein Versicherungsverhältnis gegeben ist. Und wir sind da in Gesprächen, weil wir da schon auch beim Sichten der Begutachtungsrückmeldungen, wir bemühen uns, ja. Paul Mayer von ATV, ich habe noch zwei andere Fragen. Sie haben jetzt vorher wieder erwähnt, das Antiteuerungspaket. Jetzt wollte ich fragen, gerade mit den aktuellen Unsicherheiten, was das Thema Gas betrifft, kann es ja sein, dass die Preissteigerungen am Gasmarkt im Herbst und Winter noch viel drastischer ausfallen, als wir jetzt wissen. Jetzt wollte ich fragen, können Sie sich als Regierung generell vorstellen, künftig, wenn es notwendig wird, auch in den Markt selber einzugreifen, also zu intervenieren mit zum Beispiel Preisdeckeln oder anderen Dingen? Oder wird es immer nur bei diesen Einmalzahlungen bleiben? Und meine zweite Frage, weil es da einen aktuellen Aufhänger aus den USA gibt, das Abtreibungsrecht ist in Österreich, da hat sich schon lange nichts mehr geändert und Abtreibungen sind ja in Österreich auch nicht wirklich legal. Jetzt vor allem meine Frage an Sie, Frau Maurer, gibt es da auch Bestrebungen, dass man dieses Abtreibungsrecht von Frauen stärkt? Ist das ein Thema auch in der Regierung? Also zum Ersten, zu der Frage Energiepreise, Gaspreise, also zum Gas vielleicht generell. Die Versorgung ist derzeit stabil. Die Einspeicherung läuft weiter, aber in abgeschwächter Form, weil wir weniger bekommen. Aber die Regierung arbeitet auch da auf Hochdruck. Wenn Sie ansprechen, Einmalzahlungen versus Preisdeckel. Ich möchte schon noch einmal in Erinnerung rufen, die Größe dieser Einmalzahlungen. Ja? Wenn man eine Pensionistin hernimmt, die 1.800 Euro Bruttopension hat, dann lese ich Ihnen jetzt vor, was die im heurigen Jahr bekommt. Über die Einkommensteuer 241 Euro. Die Einmalzahlung, die mit Anfang September ausbezahlt wird, der erhöhte Absatzbetrag 500 Euro. Der Klimabonus und der Antiteuerungsbonus 500 Euro. Ökostromförderung, das ist bereits umgesetzt, 110 Euro. Den Energiekostenausgleich mit dem Gutschein, der keine Raketenwissenschaft ist, auszufüllen, 150 Euro. Erdgasabgabe 80 Euro und die Elektrizitätsabgabe 30 Euro. Ich habe es jetzt nicht zusammengerechnet, aber es sind ungefähr 1.400, 1.500 Euro. Das bekommt diese Pensionistin im heurigen Jahr. Das heißt, damit kann man jedenfalls einmal Kosten abfedern. Ja? Wir können wahrscheinlich nicht immer das Gesamte ausgleichen, das ist richtig, aber damit helfen wir rasch und wir helfen zielgerichtet. Und alles andere wird man sich anschauen müssen. Wir wissen auch nicht, wie sich die Situation weiterentwickelt. Und die Regierung, glaube ich, hat jetzt dreimal gezeigt, in drei Paketen, dass wir in der Lage sind, rasch zu handeln, die Pakete in kürzester Zeit im Parlament auf den Weg zu bringen. Und wenn das notwendig sein soll, dann werden wir das wieder tun. Ja, ich kann das nur bestätigen. Also das Paket, diese Soforthilfen, unser Ziel war ja, dass das Geld jetzt so schnell wie möglich am Konto landet und in der 2023 ausbezahlt wird, weil die Menschen brauchen es jetzt. Und es ist ein riesiges Paket. Ich möchte auch an dieser Stelle, das haben wir heute noch gar nicht zugesagt, dazu sagen, dass dieses große Paket ja auch noch andere Maßnahmen umfasst, die seit vielen Jahren gefordert werden, beispielsweise die Valorisierung der Sozialleistungen und die Abschaffung der kalten Progression, wo wir zu zwei Drittel direkt verteilen und ein Drittel zielgerichtet einsetzen können für Menschen, die mit niedrigen Einkommen, besonders betroffene Gruppen etc. Und das sind Maßnahmen, die strukturell und langfristig wirken, die wir das sind jetzt Begutachtungen, die wir im Herbst beschließen werden. Aber natürlich ist es so, dass wir, und ich glaube, diese Regierung hat in den vergangenen 2,5 Jahren beweisen müssen und auch sehr gut bewiesen, mit so vielen multiplen Krisen umgehen zu können und auch schnell Beschlüsse herbeizuführen.
bringen, wenn sie notwendig sind. Und selbstverständlich gilt das auch für eine Situation, falls im Herbst weitere Maßnahmen notwendig sind, dann werden wir die natürlich auch setzen. Es ist allen bewusst, dass die Teuerung die größte Herausforderung ist in der jetzigen Situation. Sie ist massiv, sie belastet die Familien, sie belastet die Alleinerziehenden, sie belastet alle Menschen in Österreich. Und zwar nicht nur diejenigen mit dem niedrigen Einkommen, sondern auch Familien, Mittelstandsfamilien sind davon massiv betroffen. Und es ist unsere Verantwortung als Republik, als Regierung dafür zu sorgen, dass die Entlastungen ankommen. Klar ist auch, es wird nicht alles so bleiben können, wie es ist. Wir müssen raus aus Öl und Gas. Wir müssen die Energiewende schaffen. Wir haben gestern auch die Forderungen oder die Präsentation des Klimarats, was Maßnahmen betrifft, in diesem Feld bekommen. Also das ist eine Aufgabe, die wir insgesamt, das ist ein nationaler Kraftakt, den wir gemeinsam meistern müssen. Und es sind zwei Schienen. Das eine ist die direkte Entlastung. Das andere ist natürlich die Abhängigkeit von russischem Gas, die Abhängigkeit von Putin zu durchbrechen. Zu Ihrer zweiten Frage. Ich glaube, es sind sich im österreichischen Parlament fast alle Parteien einig, dass die bestehende Regelung, die Fristenregelung, ein funktionierendes Instrument ist. Und dabei werden wir es auch belassen. Das, was in den USA hier passiert, ist erschreckend. Also, dass Frauen keinen Zugang mehr zu Schwangerschaftsabbrüchen haben sollen, das ist unvorstellbar, das löst große Angst aus. Ich kann das sehr gut nachvollziehen und mir tun die vielen Frauen leid, die jetzt in dieser Situation sind, tatsächlich Angst haben zu müssen um ihr Leben. Wir wissen, die Illegalisierung, das Verbot von Abtreibungen führt nicht zu weniger Abtreibungen, sondern führt zu gefährlichen Abtreibungen und Lebensgefahr für die betroffenen Frauen. Und dementsprechend, also ist aber, glaube ich, auch von allen Seiten hier klar positioniert worden, auch von der Frauenministerin, der Staatssekretärin, seitens des Koalitionspartners, von uns Grünen sowieso, wo wir in dieser Frage stehen. Aber aus unserer Sicht gibt es keinen Bedarf, an dieser bestehenden Regelung zu rütteln. Ich habe mittlerweile die Pensionistin ausgerechnet, 1611 Euro sind es. Soweit also die Pläne der Regierung für die kommende Nationalratssitzung. Was uns da alles erwartet, darüber spreche ich heute mit Helma Poschner, unserer Expertin, die uns mit politischen Analysen durch den Tag begleitet. Einen schönen Vormittag. Hallo. Ja, die Tage sind proppevoll, sagt Sigrid Maurer von den Grünen. Das Thema, das die Menschen am meisten bewegt, meint sie, wäre die Teuerung. Da hat sie wahrscheinlich auch recht. Die Regierung wird da ja ein Anti-Teuerungspaket schnüren. Aber wie viel kann das wirklich bringen angesichts der anhaltenden Teuerung, der anhaltenden Inflation und einer Gaskrise, die immer schlimmer zu drohen wird? Ja, dieses Teuerungspaket wurde von der Regierung fixiert, wird diese Woche im Parlament in den letzten Plenartagen vor der Sommerpause beschlossen. Es umfasst insgesamt 28 Milliarden Euro, ist eigentlich ein ziemlich großer Brocken. 6 Milliarden sind quasi mehr oder weniger Sofortmaßnahmen. Da drinnen sind Einmalzahlungen, also 2 × 300 Euro für ärmere Personen, zum Beispiel für Arbeitslose, für Mindestsicherungsbezieher. Es ist drinnen der Klimabonus, der betrifft aber wiederum alle. Ja, 500 Euro sind das. Sozialhilfen werden aber erst ab nächstem Jahr angepasst an die Inflation. Das kommt ab 1.1.23. Na, es kommt schon einiges zusammen. Der Clubobmann der ÖVP hat da ein Beispiel genannt von einer Pensionistin, die dann 1.600 Euro mehr bekommt im Jahr. Aber es stimmt natürlich auch, wenn jetzt die Teuerung so voranschreitet und man sieht es ja jetzt schon bei den Gaspreisen, das geht mal 4, mal 5, also da wird auch das nicht ausreichen, aber trotzdem ist es eine erhebliche Summe, die jetzt mal ausgeschüttet wird. Auch ein Pflegepaket und ein neues Tierschutzmaßnahmenpaket werden morgen im Nationalrat beschlossen werden, zwei Bereiche, in denen lange nichts weitergegangen ist. Wie groß sind denn die Schritte, die da gemacht werden?
Ja, bei der Pflege geht es darum, dass eine bessere Bezahlung in Zukunft stattfinden soll, was auch schon dringend notwendig ist, dass der Beruf insgesamt attraktiver wird und dass auch bei der Ausbildung zugezahlt wird. Man muss sich ja Teile der Ausbildung selber finanzieren und wir wissen, dass bei den Pflegekräften so ein gravierender Mangel ist und dass dieser Beruf in den letzten Jahren wirklich unattraktiver geworden ist, auch in der Pandemiezeit durch die vielen Ausfälle. Die Leute sind erschöpft, mussten viel einspringen. Also der Beruf ist wichtig, wird wichtiger noch in den nächsten Jahren. Man braucht viel mehr Pflegekräfte, weil auch diese ganze Boomer-Generation geht in Pension. Also das ist sicher so, dass es dann mehr ältere Leute gibt, die gepflegt werden müssen. Da versucht man halt einige Schritte jetzt mal zu setzen. Aber ob das ausreichen wird, das wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Die zweite Frage ist das Tierschutzgesetz. Da geht es auch um eine langjährige Forderung. Tierschützer setzen sich seit Jahren dafür ein, dass diese Vollspaltenböden für Schweine, dass das endlich einmal sozusagen, dass das geändert wird. Sie sagen, das ist halt für die Tiere eine Qual. Es wird jetzt geändert. Ab 2023 dürfen keine neuen Ställe mit diesem Vollspaltenboden mehr ausgestattet werden. Das ist im Prinzip so ein Betonboden mit Spalten drinnen. Also das soll ab 2023 sollen die nicht mehr gebaut werden dürfen. Aber bis das dann tatsächlich, bis es die überhaupt nicht mehr geben darf, da sind wir schon bei 2040. Und da sagen alle Tierschützer, das ist, und auch andere, denen das Tierwohl am Herzen liegt, das ist eine viel zu lange Übergangszeit. Da malen die Mühlen langsam. Vergleichsweise schnell geht es beim Parteiengesetz. Auch ein großes Thema, über das wohl heute auch die Oppositionsparteien alle noch sprechen werden. Wie viel Transparenz bringt denn dieses Gesetz wirklich? Dieses Gesetz bringt auf jeden Fall einen erheblichen Fortschritt. Denn bis jetzt konnte zum Beispiel der Rechnungshof den Parteien nicht so in die Bücher schauen. Da gibt es auf jeden Fall einen großen Fortschritt. Und es kann der Rechnungshof auch Dinge, die in der Vergangenheit liegen, überprüfen. Das war jetzt nicht möglich. Ich sage jetzt ein Beispiel, diese sogenannte Beinschrab-Tool, da ging es um Inserate, die aus Steuergeld offenbar finanziert wurden, um den Aufstieg von Ex-Kanzler Kurz zu finanzieren. Also wenn das erst jetzt aufgedeckt worden wäre in ein, zwei Jahren, hätte der Rechnungshof zum Beispiel keine Möglichkeit gehabt, das tatsächlich zu überprüfen. Aber das neue Gesetz sieht vor, dass solche Dinge, die zum Beispiel auch in der Vergangenheit passiert sind, dass die sehr wohl überprüft werden können. Das erwähnte Beinschab-Tool ist eine Affäre, die der ÖVP zuzurechnen ist. Wir berichten beinahe wöchentlich über neue Unklarheiten, Fragwürdigkeiten im Zusammenhang mit Parteienfinanzierung, Wahlkampffinanzierung, eben im Bereich der ÖVP. Wie kommt es denn, dass gerade diese Partei jetzt offenbar federführend ist bei einem Gesetz, das da genauer hinschauen möchte? Da war der Druck erheblich groß und nicht erst seit heute, sondern eigentlich in den letzten 5 Jahren schon. Es war 2017 schon, da ging es um die Wahlkampfkosten der ÖVP, die sehr hoch waren. Und da haben die anderen Parteien schon Druck gemacht, dass einmal die Wahlkampfkosten genauer angeschaut werden und die Spenden genauer angeschaut werden. Also da hat sich über die Jahre sicher ein großer Druck aufgebaut. Dann erst natürlich mit den größeren Affären noch, wie eben Ibiza, wie diese Inseratenaffäre rund um Ex-Kanzler Kurz. Also da konnte die Kanzlerpartei sich dem auch sicher nicht entziehen. Und noch dazu hat sie einen Koalitionspartner, nämlich die Grünen, denen es auch extrem wichtig war. Es war nicht einfach für die Regierung, eine Mehrheit für dieses Parteiengesetz zu finden. Wie die anderen Parteien darüber denken, darüber wollen wir in der Sendung noch genau sprechen. Für diese Analyse vielen Dank, Helmer Poschner. Gerne. Eine zentrale Rolle bei der Verteidigung der Ukraine gegen den russischen Angriff spielt der Landkreis Dnipropetrovsk. In den dortigen Spitälern werden viele verwundete Soldaten versorgt und auch wirtschaftlich zählt der Landkreis zu den wichtigsten in der Ukraine. Unser Korrespondent Christian Werschütz ist dieser Tage in der Nähe der Front gewesen, wo die Führung der Region eine Territorialverteidigung organisiert hat. Der Krieg in der Ostukraine ist ein Abnutzungskrieg, in dem sich die Ukraine dank großer Tapferkeit und massiver westlicher Unterstützung bisher gut gehalten hat. Doch wegen ihrer massiven Artillerieüberlegenheit rücken russische Truppen langsam im Donezk-Becken weiter vor.
Neue Stellungen zur Verteidigung werden daher bereits vorbereitet. Sie liegen derzeit noch etwa 70 Kilometer hinter der Front. Eine nicht nur geografisch zentrale Rolle bei der Verteidigung spielt der Landkreis von Dnipropetrovsk. Er grenzt an alle drei Frontabschnitte im Süden, im Osten und im Norden. Die ukrainischen Truppen halten die Positionen im Süden bei Saporischje und im Norden bei Charkiw. Im Donetsk-Becken gibt es einen Vormarsch der Russen, weil sie dort ihre Kräfte konzentriert haben. Doch das Tempo des Vormarsches der russischen Armee ist sehr langsam und mit sehr großen Verlusten verbunden. An allen Fronten im Einsatz sind auch Einheiten der Territorialverteidigung. Diese Ausbildung konnte im Raum Odessa gefilmt werden, während andere Landkreise weit restriktiver bei Drehgenehmigungen sind. Dazu zählt Dnipropetrovsk. Wie steht es um die Ausbildung dieser Einheiten? Unsere Territorialverteidigung ist bereits ziemlich gut ausgestattet. Ihre Verteidigungsfähigkeit haben wir ständig verbessert, wobei wir leider vom Staat und vom Verteidigungsministerium nichts bekommen haben. Daher fehlt es an Helmen, Schutzwesten, Medikamenten, Transportmitteln und an ausreichend Lebensmitteln. Uns ist es gelungen, die Territorialverteidigung entsprechend auszustatten. Sie war nie an Straßensperren im Einsatz, sondern wurde sofort auf Truppenübungsplätzen ausgebildet. Daher sind diese Einheiten im Vergleich mit anderen Landkreisen besser organisiert. Auch die vielen Flüchtlinge waren eine große Herausforderung für den Landkreis von Dnipropetrovsk. Wegen seiner zentralen Lage ist er auch in dieser Hinsicht das zentrale Auffangbecken. Wir liegen heute als Landkreis an der Spitze bei der Aufnahme von Flüchtlingen. Derzeit befinden sich bei uns etwa 300.000 Binnenflüchtlinge, davon offiziell 120.000 in der Stadt Dnipro. In Kryvyi Rih sind es etwa 45.000. Die grundlegende Belastung liegt bei den Städten. Wir schätzen aber, dass sich bis zu 30% der Flüchtlinge nicht registriert haben. Dazu zählen Männer, die damit der Einberufung zur Armee entgehen wollen. Aber auch Personen, die nicht auf Sozialhilfe angewiesen sind. Alles in allem schätzen wir, dass im Landkreis etwa 400.000 Binnenflüchtlinge leben. Das sind etwa 10% der Einwohner. Zum Vergleich: Am Höhepunkt der Flucht verzeichnet der Landkreis von Lemberg 200.000 Flüchtlinge. Dort sind jetzt noch 80.000, bei uns aber 400.000. Damit Sie den Unterschied verstehen, der nun bei uns herrscht. Ohne Frieden werden diese Flüchtlinge kaum zurückkehren können. Sehen Sie Chancen für Verhandlungen zwischen Kiew und Moskau? Derzeit ist es sehr schwer, darüber zu sprechen, ob Verhandlungen überhaupt möglich sind, weil die Positionen von Russland und der Ukraine völlig unterschiedlich sind. Auf jeden Fall gilt, dass je größer die russischen Verluste insgesamt sind, von militärischen über menschlichen Verlusten bis hin zu den Folgen der Sanktionen, umso geringer sind die Chancen, Russland seine Ziele in der Ukraine zu erreichen. Und umso größer sind die Chancen der Ukraine. Eine Entscheidung am Schlachtfeld ist derzeit nicht in Sicht und auch wirtschaftlich hat sich die Ukraine bisher besser gehalten als befürchtet. Ein großes Problem ist weiter die Landwirtschaft. Die neue Ernte hat bereits begonnen, doch noch immer sind die Häfen durch Russland blockiert und Exporte im kleineren Umfang nur am Landweg möglich. In Lugano in der Schweiz findet heute der Abschlusstag der internationalen Geberkonferenz statt. Thema ist ein Wiederaufbauplan für die Ukraine. In einem ersten Abschlussstatement hat sich auch EU-Ministerin Caroline Edtstadler zu Wort gemeldet. Sie spricht von einer hohen österreichischen Solidarität für die Ukraine. Hier könnte man das tägliche Sterben in der Ukraine leicht vergessen, vor der malerischen Kulisse des Luganosees. Und doch ist es sehr präsent, auch in der Person des ukrainischen Regierungschefs Denis Schmyhal. Diese Wiederaufbaukonferenz soll aber keine Geberkonferenz sein. Es soll eine Art Leitfaden für die Zukunft erarbeitet werden. Die staatliche Existenz der Ukraine steht auf dem Spiel, sagt die EU-Kommissionspräsidentin. Der Kreml will die Ukraine militärisch, politisch, ökonomisch zerstören. Das werden wir niemals zulassen.
Der zugeschaltete ukrainische Präsident spielt gewohnt gekonnt auf der emotionalen Klaviatur, wenn er betont, der Wiederaufbau ist eine Aufgabe für die gesamte demokratische Welt, die von sich sagt, wir sind zivilisiert. Dafür wird man viel Geld brauchen, hunderte Milliarden Euro. Noch aber tobt der Krieg in der Ostukraine. Vor allem der Raum Slowjansk-Kramatorsk, ein wichtiger Stützpunkt für die ukrainische Armee im Donbass, wird von der russischen Artillerie unter Feuer genommen, nachdem die Region Luhansk erobert wurde. Der russische Präsident gratuliert seiner Armee zur Befreiung von Luhansk bei einem Treffen mit dem Verteidigungsminister. Die militärische Spezialoperation im Donbass geht weiter, betonen beide. Das ist in Lugano weit weg und doch so nah. Was unvorstellbar war, ist wahr geworden. 4 Monate Krieg in der Ukraine. Österreich steht solidarisch zur Ukraine. Wir helfen, wo wir können. Österreich unterstützt die Ukraine und besonders betroffene Länder mit mehr als 80 Millionen Euro. Österreich unterstützt auch die Lieferung von nicht tödlichem militärischen Equipment durch die EU und hat mittels konstruktiver Enthaltung auch die Lieferung von tödlichem Equipment durch die EU ermöglicht. Derzeit sind über 78.000 Flüchtlinge aus der Ukraine in Österreich registriert. Was die Nahrungsmittelsicherheit anbelangt, haben die österreichischen Bundesbahnen den Transport landwirtschaftlicher Güter aus der Ukraine seit Kriegsbeginn ausgeweitet. Bis jetzt sind mehr als 130.000 Tonnen Getreide nach Zentraleuropa transportiert worden. Es gibt eine große Solidarität in der österreichischen Bevölkerung. Bei einer kürzlichen Spendenaktion wurden fast 42 Millionen Euro gesammelt. Die Unterstützung für die Ukraine steht außer Frage. Österreich wird zur Erholung, Wiederaufbau und Weiterentwicklung der Ukraine beitragen. In dieser Hinsicht möchten wir bestehende und neue Partnerschaften zwischen den Regionen vertiefen. Es ist wichtig, das kollektive Potenzial von privaten Unternehmen, Institutionen und Zivilorganisationen zu involvieren. Wir unterstützen die Einrichtung eines Koordinationsmechanismus zwischen der Ukraine und seinen Partnern für die Vorbereitung und Umsetzung eines Wiederaufbauplans für die Ukraine. Der EU-Kandidatenstatus für die Ukraine und Moldawien ist ein großer Schritt in die richtige Richtung, weil wir ein Überschwappen auf andere Länder verhindern müssen. Aber wir brauchen auch eine Perspektive für den Westbalkan. Österreich hat vorgeschlagen, den Beitrittsprozess zu fördern. Die Ukraine hat bereits Fortschritte bei der Reform der öffentlichen Verwaltung gemacht, bei Antikorruption und makroökonomischer Stabilisation. Es ist essentiell, dass diese Reformen weitergehen. Meine Damen und Herren, nur gemeinsam können wir die gegenwärtige Krise überstehen. Only united we can overcome the crisis of these times. Und jetzt in die USA. Dort hat schon wieder ein Mann ein Attentat verübt. Bei der Parade zum Unabhängigkeitstag in einem Vorort von Chicago hat ein 22-Jähriger vom Dach eines Hauses auf Menschen geschossen. 6 sind dabei ums Leben gekommen, 26 sind schwer verletzt worden. Nach stundenlanger Fahndung hat die Polizei den mutmaßlichen Täter gefasst. Sein Motiv ist unklar. Es hätte im Highland Park am Vormittag eine lustige Nationalfeiertagsparade für Familien sein sollen. Doch kurz nach 10 Uhr fallen Schüsse. Mit einem leistungsstarken Gewehr, so die Polizei, feuert ein 22-Jähriger vom Dach aus wahllos auf die Menschenmenge. Ich hörte Schüsse, Nachladen und dann wieder Schüsse. Die Leute schrien und rannten. 10 Stunden danach kann der mutmaßliche Täter nach einer kurzen Verfolgungsjagd in der Nähe des Tatortes festgenommen werden. Er sagte nichts, er hatte einen sehr selbstgefälligen Blick. Er war sehr ruhig, kühl und gefasst, was merkwürdig war. Erst Ende Mai erschoss ein 18-Jähriger in einer Schule in Texas 19 Kinder und 2 Lehrerinnen. Es folgten wie immer Forderungen nach strengeren Waffengesetzen. Weitreichende Reformen scheitern aber immer wieder am Widerstand der Republikaner und am Einfluss der mächtigen Waffenlobby. Das Eis schmilzt, auch hier bei uns in Österreich. Auf 3000 Metern Höhe ist hierzulande noch nie so wenig Schnee gelegen wie heuer. GletscherforscherInnen rechnen diesen Sommer mit Schmelzraten, wie es sie noch nie gegeben hat. Welche Katastrophen die immer weiter steigenden Temperaturen auf den Gletschern auslösen können, hat sich erst am Sonntag gezeigt, und zwar in Italien. Es sind erschreckende Bilder, die uns am Sonntag aus dem norditalienischen Trentino erreichen.
Auf dem Marmolata-Gletscher löst sich eine Eisplatte und reißt mindestens 8 Menschen in den Tod. Dutzende werden am Dienstagvormittag noch vermisst. Um den Auslöser für das Unglück zu finden, muss man nicht lange suchen. Nun, das Einzige, was zweifelsfrei feststeht, laut allen Experten, ist, dass die Temperatur, die dort geherrscht hat, zu diesem Unglück geführt hat. Dazu kommt, dass wir einen schneearmen Winter hatten auf diesem Gletscher. Auch der ehemalige Extrembergsteiger Reinhold Messner warnt anlässlich des Gletscherabbruchs in Trentino vor den hohen Temperaturen. Sie würden dazu führen, dass Gletscher immer instabiler werden. Er sieht das Unglück in den italienischen Alpen als deutliche Folge des Klimawandels. GletscherforscherInnen warnen davor, dass ein ähnliches Szenario auch in Österreich wahrscheinlich ist. Die Eisdecke wird seit Jahren stetig dünner. Dazu kommt, dass die heimischen Alpen heuer besonders schneearm sind. Die Schneebedeckung ist in den Gletscherzungenbereichen bereits im März, Anfang April, so weit abgeschmolzen, dass die Sonne direkt das Eis praktisch auflöst. Alle Versuche, hier gegenzusteuern, werden nicht ausreichend sein, um das zu stoppen. Die hohen Temperaturen sind auch für den größten Gletscher Österreichs, die Pasterze am Fuße des Großglockners, schlechte Nachrichten. Noch im Sommer könnte es passieren, dass die Gletscherzunge völlig abreißt und der Gletscher in zwei Teile auseinanderfällt. Und über die Situation der Gletscher in den Alpen spreche ich jetzt mit der Gletscherforscherin Andrea Fischer von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Schönen guten Tag, Frau Fischer. Guten Tag. Plus 10 Grad hat es gehabt auf dem Gipfel der Marmolata. Dadurch ist es zu dem Gletscherbruch gekommen. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass wir solche Phänomene in nächster Zeit öfter erleben? Das Phänomen an sich wird uns wahrscheinlich besonders in diesem Sommer, aber auch in den nächsten Sommern begleiten. Wir hoffen nur, dass wir in Zukunft Personenschäden vermeiden können, dass sich dieses neue Phänomen einfach mehr Bekanntheit erreicht und dadurch die Gefahrensituationen besser identifizierbar, besser vermeidbar werden. Der Marmolata-Gletscher hat zwischen 2004 und 2015 ein Drittel seines Volumens verloren. Wie hat sich das denn ausgewirkt auf die Sicherheit am Berg? Prinzipiell ist es so, dass diese abschmelzenden Gletscher mittlerweile sehr dünn sind. Dadurch sind sowohl die Eismassen leicht labilisierbar, als auch kommt Schutt, der Jahrzehnte oder Jahrhunderte lang unter dem Gletscher begraben war, an die Oberfläche, kann dort über diese sehr steilen Eisreste abstürzen und die Naturgefahrensituation verschärft sich dadurch. An den Gletscherzungen gibt es zudem das Phänomen der Einbruchstrichter. Große Hohlräume können dort ebenfalls, wie es an der Marmolata ist, kollabieren. Nur ist die Situation dann eine andere im flachen Gelände. Die Eismassen setzen sich nicht in Bewegung, sondern kollabieren an Ort und Stelle. Das birgt lokale Gefahren. Die Gefahr verschärft sich also. Wie genau kann man denn vorhersagen, wann es zu einem Gletscherbruch kommt? Es ist uns leider noch nicht möglich, diese Art von Naturgefahr präzise auf den Punkt, sowohl an Ort und Zeit vorherzusagen, einfach aus dem Grund, dass wir wissen, dass sämtliche relevante Prozesse sich im Inneren des Gletschers abspielen und deshalb von außen nicht erkennbar sind. Wir werden diesen Sommer sicherlich sehr viel dazulernen. Ein Teil dieser labilen Flächen wird sich auch heuer im Sommer dauerhaft verabschieden. Und so wird es in den nächsten Jahrzehnten sicher zu einer Konsolidierung dieser Situation kommen. Das klingt jetzt etwas bedenklich. Die Gletscher in den Alpen sind durch die wärmeren Temperaturen in den niederen Lagen stärker vom Abschmelzen betroffen. Wie lange wird es dauern, bis es gar keine Gletscher mehr gibt? Es ist zu erwarten, dass von den 4000 Gletschern der Alpen zu Ende dieses Jahrhunderts nur mehr etwa ein Viertel oder etwas weniger davon übrig ist. Es kommt darauf an, für welches Klimaszenario wir uns entscheiden werden. Entscheiden wir uns für das 1,5-Grad-Szenario, also die Reduktion der Treibhausgase so, dass die Erwärmung nicht höher als 1,5 Grad Celsius im globalen Mittel beträgt. So kann man die Alpengletscher in einen Zustand bringen, wo sie sich gegen Ende des Jahrhunderts sogar wieder teilweise regenerieren können. Halten wir dieses 1,5-Grad-Ziel nicht ein, so können sie dauerhaft verschwinden. Dass aber nur noch ein Viertel der Gletscher übrig bleibt, das klingt ganz schön dramatisch. Was würde das denn fürs Klima bedeuten?
Für das Klima bedeutet das Verschwinden der Alpengletscher nicht sehr viel, weil die Alpengletscher nur sehr kleine Flächen in Anspruch nehmen im Vergleich zu den großen Eisflächen der Antarktis, der nördlichen Polargebiete. Aber wir müssen umgekehrt sagen, dass die Alpengletscher sehr sensible Zeiger für das Klima sind und dass diese Entwicklung, die wir jetzt an den Alpengletschern ablesen können, diese durchaus dramatische Entwicklung, uns schon zu denken geben könnte, welche Folgen des Klimawandels dann noch auf uns warten, die nicht so offensichtlich sind wie das Kollabieren der Alpengletscher jetzt. Was kann man denn da tun, um gegenzusteuern, damit die Alpengletscher nicht kollabieren? Im Wesentlichen bleibt uns nur auf dieses 1,5-Grad-Ziel hinzuarbeiten. Wir müssen in Kauf nehmen, dass die Alpengletscher in den nächsten 30 Jahren weiterhin kleiner werden, weil eben die heute ausgestoßenen Treibhausgase über 30 Jahre wirksam sind. Das heißt, alle unsere Maßnahmen werden sich erst für die nächste oder übernächste Generation auswirken. Es ist aber durchaus anzuraten, diese Anstrengungen in Kauf zu nehmen. Ein langfristiges Projekt, das man jetzt schon in Angriff nehmen sollte. Andrea Fischer, vielen Dank für dieses Gespräch. Danke sehr. Über die morgigen Plenartage im Parlament wird jetzt die SPÖ sprechen. Was die Sozialdemokraten sich für die Nationalratssitzungen vornehmen, das hören wir uns jetzt an. Einen schönen guten Morgen, sehr geehrte Damen und Herren, von meiner Seite. Ich werde gleich direkt in die Nationalratssitzung einsteigen. Wir werden bei der morgigen Sitzung jemanden in Sachen Teuerung in die Pflicht nehmen, der sich in den letzten Wochen, gefühlt schon im letzten Monat, vom Nationalrat versteckt hat. Und das ist der Herr Nehammer. Er ist ja eigentlich der Bundeskanzler dieser Republik, aber man hat das Gefühl, er verhält sich so, als ob ihm das alles gar nichts angeht. Man hat überhaupt das Gefühl, es ist ein bisschen eine Phantomregierung geworden, von der man zwar weiß, dass es sie irgendwie gibt, Gerüchte halber, aber die maßgeblichen Proponenten irgendwie nie auffindbar sein. Das gilt für den Bundeskanzler, das gilt für den Vizekanzler. Inzwischen werden auch schon Sendungen boykottiert, wo Termine fix ausgemacht wurden. Auch das ist meines Erachtens etwas merkwürdig. Und das in einer Zeit, wo Österreich in einer unglaublich schweren Krise steckt, in einer Krise, die so seit 1945 sicher noch nicht da gewesen ist. Wir haben Rekordteuerung in unglaublich vielen Bereichen. Die Inflation geht immer noch höher hinauf und wir haben insbesondere in Bereichen, die lebenswichtig sind, von Lebensmitteln über Energie bis zum Gas, Preissteigerungen, die nicht mehr stemmbar sind. Und ich sage Ihnen ehrlich, ich würde mich auch verstecken, wenn ich so ein sogenanntes Teuerungspaket auf die Menschen losgelassen hätte, wie diese Bundesregierung, wo kein einziger Preis gesenkt wurde bis jetzt und auch nicht gesenkt werden wird, wo man mit Einmalzahlungen in irgendeinem Monat im Herbst vielleicht etwas helfen kann, aber die höchstens dazu geeignet sind, die Schulden, die man inzwischen hat, zu tilgen. Und wo auf der anderen Seite einige Unternehmen nicht wissen, wie sie die Geldtresore noch zuhalten können, weil sie so voll sind. Nämlich jene, die von diesen Preisentwicklungen massiv profitieren. Und die große Anzahl der Menschen gegenüber, die muss ihr Konto überziehen, muss Ersparnisse angreifen, so die vorhanden sind, um überhaupt noch menschenwürdig leben zu können. Wir werden morgen den Herrn Bundeskanzler auffordern, in den Markt einzugreifen. Ich hoffe, er kommt diesmal wirklich. Wir werden den Herrn Bundeskanzler auffordern, in den Markt einzugreifen und Strompreise staatlich zu regulieren, zu deckeln, wie das in vielen anderen europäischen Ländern bereits der Fall ist. Und wir werden ihn auffordern, die Milliardengewinne der Energiekonzerne, diese Übergewinne abzuschöpfen und für die Menschen einzusetzen in Österreich. Das ist das, was jetzt rasches zu geschehen hat, gemeinsam mit dem, was wir schon immer vorgeschlagen haben, nämlich ein befristetes Aussetzen der Mehrwertsteuern in verschiedenen Bereichen mit der notwendigen Gesetzgebung,
dass dieser Preisvorteil dann auch weitergegeben wird an die Konsumentinnen und Konsumenten. Das hat man in Deutschland zuerst gesehen, dass das nicht so gut geklappt hat, wie dann die Kartellverfahren eingeleitet wurden, hat es geklappt. Wir haben diese gesetzlichen Möglichkeiten, selbstverständlich. Wir wollen, dass Mieterhöhungen rückgenommen werden. Wir wollen eben, dass Preisdeckeln eingezogen werden. Und wir wollen auch das Aus für dieses Merit-Order-Prinzip, dass die Strompreise so hinauftreten, dass das teuerste Kraftwerk den Preis bestimmt. Das geht so nicht weiter und das ist unserer Ansicht nach zu beenden. Weil das alles würde helfen, die Preise endlich runterzukommen und zu bekommen. Und Preise runterbekommen ist das Wichtigste für die Konsumentinnen und Konsumenten, für die Menschen, die heizen, die fahren wollen, die Lebensmittel kaufen wollen, aber auch für unsere Industrie, insbesondere für die energieintensive Industrie. Diese Preise ruinieren auf Dauer die Wettbewerbsfähigkeit unserer Spitzenunternehmen. Bei mir in der Obersteiermark sagt jeder, die Obersteiermark ist inzwischen das metallurgische Kompetenzzentrum Europas. Ja, ist es. Mit Stahlwerken, Walzwerken, Schienenerzeugung, Drahterzeugung und das auf einem Niveau, wie es sonst wahrscheinlich nirgends gibt in ganz Europa. Die sind aber abhängig von einem vernünftigen Gaspreis. Und man kann Hochöfen auch nicht einfach so ausschalten, sollte das Gas ausgehen. Und das ist das nächste Problem. Auch bei der Gasversorgung, nicht nur beim Preis, wird seit Monaten beobachtet. Aber leider nur beobachtet. Ich kann mich gut erinnern, Anfang März hat die Umweltministerin beteuert, Gasversorgung in Österreich ist gesichert. Im April ist der Herr Nehammer nach Russland gefahren und bei diesem etwas seltsamen Besuch hat er uns versichert, die Gasversorgung ist sichergestellt. Das hat der Herr Putin versprochen. Hallo, Herr Putin, was ist jetzt? Lang hat das Versprechen an den Herrn Nehammer nicht gehalten. Und noch vor kurzem im letzten Hauptausschuss, letzte Woche, hat die Ministerin Gewessler behauptet, man liege bei der Bevorratung von Gas und der Sicherung der Energieversorgung im Plan. Unsere Speicher seien zu 40% voll. Das hat sie dem Parlament erzählt. Und nur einige Tage später, nach intensiven Recherchen von einigen Journalistinnen, ist plötzlich alles anders. Scheinbar ist es so, dass von diesen angeblichen 40% uns nur ein Viertel gehört und der Rest nicht verfügbar ist. Anscheinend ist es so, dass jetzt nicht mehr eingespeichert wird, sondern das Gas abfließt und auch diese 40% sinken. Und dieses Viertel, das angeblich uns gehört, reicht nur mehr genau aus, das haben unsere Expertinnen und Experten versucht zu berechnen, gibt da vielleicht eine kleine Unschärfe noch, aber eigentlich reicht das nur mehr aus, um die Haushalte zu versorgen. Das ist der letzte Teil des Notfallsplans. Es reicht aber dann nicht mehr aus, Strom zu produzieren, es reicht dann nicht mehr aus, die Industrie am Laufen zu halten. Das ist die Situation, in der wir durch das ständige Beobachten, durch das ständige Zuschauen und das ständige Nichtstun und einige Showreisen gekommen sind. Das ist wirklich dilettantisch, was hier die Regierung gemacht hat. Und man sieht ja in unserer Nachbarschaft, dass es nicht so sein muss. Seit Monaten bemühen sich andere Länder um Zusatzgaslieferungen. Den Deutschen ist es gelungen, den Italienern ist es gelungen. Bei uns hat man einige Mitglieder der Regierung ins Ausland geschickt, sind dann nette Fotos produziert worden und sonst ist nichts geschehen. Und wir haben jetzt auch seit 4 Monaten, wieder im Vergleich zu den Deutschen, keine einzige Maßnahme seitens der Regierung gesehen, die dazu führt, dazu auffordert, etwas bewegt dazu, dass Energieeffizienz in Österreich stärker betrieben wird. Die Deutschen machen das ganz massiv. Bei uns war die einzige Aufforderung, die wir bekommen haben, beim Kochen den Deckel auf den Topf zu geben.
Aber da gibt es viel mehr. Da braucht es eine gemeinsame Anstrengung der Bundesregierung, der Landesregierung, mit den Gemeinden, mit der Wirtschaft, mit den Sozialpartnern, um hier was auf die Beine zu stellen. Das passiert in Deutschland. Bei uns passiert nichts. Und ein Punkt, der auch immer wieder thematisiert wird, aber eben nur thematisiert wird, ist der Ausbau der erneuerbaren Energie. Es ist heute der 5. Juli. Am 7. Juli 2021 haben wir unsere Zweidrittelmehrheit für den Beschluss des Erneuerbaren Ausbaugesetzes zur Verfügung gestellt. Vor einem Jahr. Und wissen Sie, was in diesem einem Jahr passiert ist? Kein einziges Windrad ist aufgestellt worden, weil die notwendigen Verordnungen von der Umweltministerin nicht erlassen wurden. Ein Jahr keine Verordnungen. Das ist halt auch nicht das, was man sich unter hohem Tempo vorstellt. Andere Länder haben sich beteiligt an LNG-Terminals und profitieren jetzt davon. Andere Länder haben relativ früh überlegt, wie man andere Kraftwerke wieder einsetzen kann. Bei uns ist scheinbar ideologiegetrieben alles verzögert worden, was in diese Richtung gegangen ist. Ich kann mich gut erinnern, bei einem der ersten Gespräche dieser Krisengruppe in der Bundesregierung, wo auch die Opposition eingeladen wurde, was eigentlich mit dem Kraftwerk Mellach ist, das war jetzt schon Monate her, die Auskunft war, das kann nicht mehr eingeschaltet werden, das ist weg. Da hätte man sich schon bemühen können und überlegen, wie es geht. Nicht erst jetzt, wo man dann keine Kohle bekommt. Und dass wir seit 550 Tagen kein Klimaschutzgesetz haben und kein Energieeffizienzgesetz, sei nur am Rande erwähnt. Ich habe Angst, ich sage Ihnen das offen, ich habe Angst, dass diese Preise, die es jetzt gibt, auf Dauer nicht mehr zu stemmen sind, jetzt schon nicht mehr zu stemmen sind. Und ich habe Angst, dass die Untätigkeit der Bundesregierung dazu führt, dass Österreich eines der wenigen Länder sein wird, wo unter Umständen das Gas zu Neige geht. Diese Regierung, das ist der sprichwörtliche Anti-Midas. Bei Midas ist alles zu Gold geworden, das er angegriffen hat. Ist vielleicht auch nicht wirklich gut, aber es war so. Bei dieser Regierung wird nichts, was sie angreift. Das ist vielleicht noch schlechter. Wir werden natürlich nicht locker lassen, aber die Möglichkeiten einer Opposition sind naturgemäß begrenzt. Deshalb mein Appell. Und es gibt zwei Neuwahlanträge in diesem Plenum, die von der Regierung vorsichtshalber ganz nach hinten geräumt werden, dass sie Ihnen, geschätzte Damen und Herren, von den Medien nicht allzu viel auffallen. Aber sie sind trotzdem da. Und mein Appell an die Regierung, treten Sie endgültig beiseite, machen Sie den Weg frei dafür, dass die Menschen in Österreich entscheiden können, wie es mit dem Land weitergeht, weil nichts wäre schlimmer als das Weiterbestehen dieser Phantomregierung. Ein zweiter Punkt, der meines Erachtens auch wesentlich ist und den ich auch ansprechen möchte, wir, die SPÖ, ist für eine Stärkung des Rechnungshofs, ist für mehr Transparenz, ist für mehr Demokratie in diesen Bereichen. Dafür haben wir uns immer eingesetzt, insbesondere in den Diskussionen rund um das Parteiengesetz. Wir haben vor 1,5 Monaten an die anderen Clubs geschrieben, was wir für wichtig halten würden. Von diesen 5 Punkten sind im Wesentlichen 4,5 erfüllt. Es wird in Zukunft eine Zweidrittelbestellung der Rechnungshofspräsidentin geben, des Präsidenten geben. Das Parlament hat mehr Möglichkeiten, Prüfungen zu beauftragen. Das heißt, diese Blockademöglichkeit durch Regierungsparteien fällt in Zukunft weg. Und es kommt endlich Licht ins Dunkel dessen, was in den Ministerien geschieht. Auch das kann in Zukunft angeschaut werden, nämlich die ganzen Studien, Gutachten, Umfragen etc. Und was nicht unwichtig ist und eine Umgehungsmöglichkeit eigentlich schließt, auch die
anderen wahlwerbenden Parteien, Namenslisten etc. unterliegen jetzt der Rechnungshofprüfung. Ich darf Ihnen aber auch nicht verhehlen, dass es im materiellrechtlichen Teil dieses Vorschlags Lücken gibt. Lücken, die es insbesondere der ÖVP immer noch ermöglichen, Dinge zu tun, die in den letzten Wochen und Monaten aufgekommen sind. Ich verspreche Ihnen eines. Wir werden jetzt bis zum Donnerstag, wo das beschlossen wird, alles tun und auch versuchen, mit anderen Parteien das umzusetzen, um diese Lücken zu schließen. Sollte das nicht gelingen, werden wir die Ersten sein, wenn wir dazu in der Lage sind, das heißt nach Neuwahlen, diese Lücken sofort zu schließen. Herzlichen Dank. Danke. Herr May, bitte, an der Erste. Zwei Fragen an Herrn Leipzig. Sind Sie in Ihrem Statement erwähnt, nur 25% Gage Österreich zur Verfügung? Wie soll man da jetzt umgehen? Soll die dritte Stufe, die Alarmstufe, ausgerufen werden oder nicht? Wie soll man da von Seiten der Regierung umgehen? Und die zweite Frage, erlauben Sie mir dann nachher noch zu zitieren. Der Herr Gauder von der ÖVP hat zum TASMO-Stand Stellung genommen und hat gesagt, die Seilbahnen, ich weiß nicht, ob Sie das Zitat kennen, Sie lächeln, die Seilbahnen sind das Wichtigste und ich zitiere das ganz kurz. Und wenn heute in die Frage gestellt wird, ob Seilbahnen, Schneeanlagen, ob das sicherheitsrelevante Einrichtungen sind und wir die auch versorgen müssen im Herbst, dann sage ich Ihnen, Freunde, ich schaue nicht zu, wie das Wasser an mir vorbeirinnt und Strom für die Stadt produziert wird und wir sitzen am Trockenen. Dann werden wir uns zu wehren müssen, wissen, den Strom, den wir hier produzieren, den werden wir auch hier verwenden. Was haben Sie zu dem Zitat? Ja, der Herr Hörl ist ja bekannt für seine etwas überbordenden Sprüche und Ansichten manchmal. Ich glaube, die Seilbahnen sind jetzt nicht das Relevanteste, sondern dass alle Menschen in der Lage sind zu heizen, wenn es notwendig ist, dass die Wasserversorgung funktioniert, dass der Strom funktioniert, dass sie essen können. Das ist das Wesentliche. Und ich denke, die Meinung des Herrn Hörl ist eher eine Einzelmeinung, insbesondere in der ÖVP auch eine Einzelmeinung. Was war jetzt die erste Frage? Die erste Frage war Gas, 25%, wie Sie gesagt haben, die uns zur Verfügung stehen. Soll die dritte Stufe, Alarmstufe jetzt ausgerufen werden? Wie ist da die Sicht des Regierungsrates? Das kann ich jetzt so, ohne alle Daten zur Verfügung zu haben, nicht zu Ende beurteilen. Aber was auf jeden Fall sein muss, ist, dass man sofort jetzt beginnt, was man verschlafen hat bis jetzt, nämlich Gas zu besorgen, Gas am Weltmarkt zu besorgen. Erstens. Zweitens zu schauen, dass man mit diesen Terminals zu einer Einigung kommt und sich beteiligt. Drittens dafür zu sorgen, dass jetzt Alternativen zur Gasversorgung rascher umgesetzt werden. Viertens dafür zu sorgen, dass endlich ja das Hingehen zu erneuerbarer Energie funktioniert, dass diese Verordnungen erlassen werden, dass das rasch geht. Und fünftens sich eingestehen, dass man es versumpert hat, wenn Sie mir diesen Begriff gestatten, und daraus die Konsequenzen zu ziehen und zu sagen, es sollen in Zukunft andere sich um dieses Land kümmern. Bei der Plenarvorschau des stellvertretenden Clubobmanns der SPÖ, Jörg Leichtfried, geht es vor allem ums Gas. Und Helmer Poschner, er sagt, die Regierung hat da lange Zeit zugeschaut und zwar nur zugeschaut. Stimmt das denn? Hätte die Regierung mehr machen können, um eine sich androhende Gaskrise zu verhindern? Das sehen auch einige Experten so. Denn Tatsache ist, dass etliche EU-Staaten haben schon frühzeitig, nämlich im März, damit begonnen zu schauen, wo sie alternativ noch Gas herbekommen können und haben versucht, noch Gas einzukaufen. Italien zum Beispiel, in Algerien, andere Länder haben geschaut, dass sie aus Norwegen noch was bekommen, aus den USA was bekommen. Da war Österreich nicht so aktiv, muss man ehrlicherweise sagen. Man hat sich mehr darauf verlassen, auf diesen EU-Arbeitskreis zur Gasbeschaffung, der aber wesentlich mehr Zeit braucht, ehrlicherweise. Und jetzt ist die Situation doch schon etwas schwieriger geworden. Und es wird auch nicht so offen kommuniziert in Österreich. In Deutschland, wenn man das vergleicht mit der deutschen Bundesregierung, der Wirtschaftsminister Habeck, der spricht da wirklich Tacheles. Der sagt, ja, wir haben da ein Problem, es ist schwierig. In Österreich versucht man mehr, den Ball flach zu halten. Das
stimmt schon. Und wenn man jetzt aufrufen würde, zum Beispiel auch zum Energiesparen, das könnte jetzt noch gut helfen, denn die österreichische Regierung will diese Kampagne im Herbst erst machen. Aber wenn man jetzt seine Wohnung, sein Haus noch dämmen will oder verschiedene Maßnahmen ergreifen will, dann wäre es wichtig, das jetzt vor dem Sommer noch in Angriff zu nehmen oder im Sommer in Angriff zu nehmen. Weil wenn man im Herbst damit startet, dann ist man vielleicht erst so weit, da ist schon 2023. Eine entscheidende Rolle hat die SPÖ beim Parteiengesetz gespielt. Darüber hat Jörg Leifried jetzt gar nicht so viel gesprochen. Aber die Sozialdemokraten haben sich da recht lang bitten lassen. Aus welchem Grund? Naja, man darf nicht vergessen, in der SPÖ ist dieses Gesetz auch nicht so unumstritten. Da gibt es auch nicht nur Fans. Und da wird den Parteien doch sehr genau auf die Finger geschaut vom Rechnungshof. Der Klubobmann, stellvertretende Klubobmann Leichtfried, der betont zwar gebetsmühlenartig, man ist für offen, man ist für Transparenz, man will, dass das passiert, aber es gibt auch andere Kräfte in seiner Partei und es hat jetzt doch einige Zeit auch gedauert, bis man da so weit war, um die Zustimmung zu geben. Also das war sicher auch von vielen Konflikten begleitet innerhalb der Sozialdemokratie. Diese Zustimmung hat die SPÖ zunächst daran geknüpft, dass die Rechnungshofspräsidentin ausgetauscht werden soll. Was hat denn die SPÖ gegen Margit Kraker? Sie behauptet, sie hat nichts gegen Margit Kraker. Und Margit Kraker gilt auch als sehr untadelige Person, die den Parteien sehr genau auf die Finger schaut mit ihren. Es gibt ja unzählige Rechnungshofberichte, die sehr unangenehm sind, vor allem auch für die Regierung unangenehm sind. Und sie hat da diesbezüglich wirklich den Ruf einer absoluten Sauberfrau. Die SPÖ hat so argumentiert, sie hat gesagt, wenn dieses Parteiengesetz so streng und so scharf ist, dann sollte man doch auch die Rechnungshofpräsidentin mit einer Zweidrittelmehrheit ausstatten. Das steht nämlich in dem Gesetz drin, dass die Rechnungshofpräsidentin oder der Rechnungshofpräsident in Zukunft mit einer Zweidrittelmehrheit gewählt wird. Und das sollte man jetzt gleich über die Bühne gehen lassen. Also man sollte sie abwählen und dann wieder wählen. Aber damit hat sich die SPÖ keinen Gefallen getan, weil dann eben die Befürchtung war, dass Margit Kraker vielleicht abgesetzt wird. Ja. Die SPÖ beteuert, nein, ist auf keinen Fall ihre Absicht. Aber das war ein bisschen ein Schuss ins Knie, ehrlicherweise. Also das war keine so gute Idee, das vorzubringen. Und deswegen hat sie dann letztlich auch diesen Vorschlag zurückgezogen und die SPÖ wird im Parlament dem Parteiengesetz zustimmen. Die SPÖ wird zustimmen, das Gesetz wird damit die erforderliche Mehrheit bekommen. Eine Partei, die FPÖ, stimmt aber nicht zu. Warum? Das wollen wir dann besprechen, wenn sich gleich Herbert Kickl zu Wort melden wird, um eine Plenarvorschau auf den kommenden Tag zu geben. Fürs Erste sage ich vielen Dank, Helmer Poschner. Danke auch. Hat Österreich genug Gas, falls Putin den Gashahn zudreht? Wie können wir die Speicher bis zum Winter ausreichend anfüllen? Darüber berät heute die Regierung. In unserer Meldungsübersicht erfahren Sie mehr zu diesem und zu anderen wichtigen Themen des heutigen Tages. In den USA ist es gestern bei einer Parade anlässlich des Unabhängigkeitstags zu einem Schussattentat gekommen. Mindestens 6 Personen kommen ums Leben, mehr als 20 werden verletzt. Ein 22-jähriger Verdächtiger wurde festgenommen. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. US-Präsident Joe Biden fordert nach dem Angriff erneut schärfere Waffengesetze. Die Regierung berät heute über die österreichischen Gasvorräte. Denn das Speicherziel von Energieministerin Leonore Gewessler steht momentan auf der Kippe. Die Speicher in Österreich sind zu 45% derzeit gefüllt. Unser Ziel ist 80% vor der Heizsaison. Dazu müssten noch 32.000 Gigawattstunden eingespeichert werden. In den letzten Tagen ist die Speichermenge auf unter 100 Gigawattstunden pro Tag gesunken. Die Lage dürfte sich jetzt stabilisiert haben. Trotzdem wird diskutiert, die zweite Alarmstufe des Gasnotfallplans auszurufen. Heute unterzeichnen die BotschafterInnen der NATO-Staaten die Beitrittsprotokolle für Finnland und Schweden. Damit wird die nächste Hürde Richtung Beitritt genommen. Die beiden Länder können dann bereits an allen NATO-Treffen teilnehmen, aber noch nicht mitstimmen. Dafür müssen zuerst die Regierungen aller 30 NATO-Mitglieder dem Beitritt zustimmen.
Heute ziehen Regenschauer und Gewitter durch. Zumindest zeitweise kommt auch die Sonne hervor. Mit Nordwestwind gehen die Temperaturen auch im Osten und Süden deutlich zurück. Eine Mischung aus Sonne, Wolken und Regenschauern ist auch in den kommenden Tagen zu erwarten. Bei teils lebhaftem Nordwestwind wird es dabei nicht allzu heiß. Auch die NEOS wollen jetzt über die kommenden Plenartage und das geplante Parteienfinanzierungsgesetz sprechen. Wir schalten uns dazu und hören uns das an. Danke, Julian. Ja, schönen guten Vormittag. Schönen Vormittag von meiner Seite. Wir haben ein letztes Plenum vor der Sommerpause vor uns und es gibt eine Sache, die uns dort besonders beschäftigt, wie auch die letzten Monate schon, und das ist die Frage der Reform des Parteiengesetzes. Ich mag vielleicht vorweg sagen, dass wir überzeugt davon sind, dass wir NEOS einen riesigen Anteil daran haben, dass es überhaupt hier zu einer Reform kommt, weil seit unserer Gründung es für uns eine Sache gibt, die essentiell ist, und das ist umfassende Transparenz bei der Parteienfinanzierung, das ist umfassende Transparenz bei Einnahmen als auch bei Ausgaben, und wir leben das 365 Tage im Jahr vor, sowohl in der Partei als auch in den Landesorganisationen, als auch natürlich bei allen uns zugeordneten Vereinen. Sie können, wie wir immer sprichwörtlich, also nicht sprichwörtlich, aber quasi symbolisch sagen, jede Wurstsemmel auf unserer Homepage nachlesen. Sie können nachlesen, wo, welches Geld wir einnehmen und welches wir ausgeben. Und wieso braucht es, abgesehen davon, dass wir über Jahre jetzt hier intensiven Druck gemacht haben, auch eine Reform des Parteiengesetzes und eine Reform der Parteienfinanzierung und der Transparenz diesbezüglich. Das liegt insbesondere daran, und wir erinnern uns alle an diese unsägliche Nacht auf Ibiza, als HC Strache und Johann Gutenus darüber geredet haben, wie man am Rechnungshof vorbei Spenden lukrieren kann, wie man am Rechnungshof vorbei Gelder für Parteien in Wirklichkeit lukrieren kann und dementsprechend in Wirklichkeit nichts anderes tut, als illegale Parteienfinanzierung zu betreiben. Und jetzt haben wir das über Wochen, über Monate mit den Regierungsparteien gemeinsam verhandelt, und ich kann vorweg sagen, dass ich diese Verhandlungen als was sehr Positives wahrgenommen habe. Es ist eine Seltenheit im österreichischen Parlament, dass man so intensiv gemeinsam verhandelt, und ich glaube und habe das auch gestern im Ausschuss gesagt, dass es ein Positivbeispiel für gelebten Parlamentarismus ist, wie man nachhaltig sinnvolle Lösungen zustande bringen kann, wenn man gemeinsam versucht, Lösungen zu finden. Und da gibt es ja viele Dinge, die an diesem Gesetz, das jetzt vorgeschlagen wird, positiv sind. Sei es das Wesentliche, was wir auch immer gefordert haben, das originäre Einsichtsrecht des Rechnungshofes, sodass der Rechnungshof wirklich direkt in die Parteifinanzen hineinschauen kann und entsprechend Prüfkompetenzen hat. Es ist relevant, dass es umfassende Sanktionen gibt. Hier haben wir auch selbst sehr viel eingebracht, dass dann, wenn die Wahlkampfkostenobergrenze überschritten wird, hier es massive Sanktionen geben kann. Sie erinnern sich an die berühmte Wahlkampfkostenobergrenzenüberschreitung der ÖVP. Statt 7 Millionen hat man knapp 13 Millionen ausgegeben. Sowas wäre in Zukunft mit bis zu 200% des Überschreitungsbetrages, sprich, wenn die 6,8 Millionen Euro mehr ausgeben, würden sie quasi doppelt so viel auch an Sanktionen bekommen. Sowas wäre in Zukunft wohl nicht mehr möglich, dass solche Wahlkampfkostenüberschreitungen auch passieren. Wir haben darüber hinaus sehr klar geregelt, dass Unternehmen, wo es eine Beteiligung der öffentlichen Hand gibt, in Zukunft keine Spenden mehr tätigen dürfen. Das Vermögen der Bundespartei muss entsprechend transparent offengelegt werden. Es gibt Wahlwerbungsberichte, wo festgelegt ist nach der Wahl und wo transparent ausgewiesen werden muss, wo die Kosten auch waren und was an Geld ausgegeben wurde. Und es muss auch während einem Wahlkampf klar transparent nachgewiesen werden, was für Spenden eingenommen werden. Es gibt positive Dinge bei Inseratentransparenz, und auch durch unsere Mithilfe ist zum Beispiel und insbesondere das Modell Vorarlberger Wirtschaftsbund, dass man hier quasi über Inserate entsprechende Einnahmen hat und die dann nachher an die Partei weitergibt. Oder auch, und das war uns auch wichtig, dass Vorfeldorganisationen in Zukunft nicht mehr über Mitgliedsbeiträge hier Geld einnehmen können und die dann weitergeben und das nicht transparent ausweisen. Auch das wird verhindert. Sie sehen, es gibt sehr viel Positives an diesem Parteiengesetz, und das ist etwas, was ich schon gesagt habe, was ich grundsätzlich als positiv sehe, dass man hier versucht hat, eine gemeinsame Einigung zustande zu bringen, bis hin, und da bin ich sehr froh, dass die SPÖ dem jetzt auch zustimmen wird, dass es in Zukunft so ist, dass
der Rechnungshofpräsident, die Rechnungshofpräsidentin in Zukunft mit einer Zweidrittelmehrheit gewählt wird. Ich erachte die Forderung, die da letzte Woche aufgestellt wurde, nach einer Abwahl von Margit Kracker als einigermaßen absurd und bin sehr froh, dass die SPÖ hier davon abgegangen ist. Also alles in allem gibt es sehr, sehr viele positive Dinge, die in diesem Parteiengesetz sind. Und es gibt leider eine große Lücke, eine immense Lücke, für die wir noch kämpfen werden, dass die geschlossen wird, weil ich nicht nachvollziehen kann, dass man sie bis jetzt nicht schließen wollte. Worum geht's? Es geht um nichts anderes als Vereine im Umfeld von politischen Parteien. Und wer sich an Ibiza zurückerinnert und alles das, was danach gekommen ist, der weiß, dass genau hier Umgehungskonstruktionen gewählt wurden mit Vereine, die gegründet wurden, wo Veranstaltungen stattfinden hätten sollen und stattgefunden haben, wo Geld gespendet wurde und das am Rechnungshof vorbei. Und genau diese Vereinskonstruktionen wären durch dieses Parteiengesetz nicht endgültig beendet. Es ist zwar vorgesehen, dass in Zukunft Vereine, die statutarisch mit Parteien verankert sind und auch Vereine, die mit Vereinen statutarisch verankert sind, die wiederum mit Parteien statutarisch verbunden sind, dass das in Zukunft offengelegt werden soll. Was aber nicht offengelegt werden soll, und das erachten wir als massives Problem, sind Vereine, die nur so in irgendeiner Art und Weise mit der politischen Partei verbunden sind. Und da geht es nicht, wie irrtümlicherweise von den Regierungsparteien immer wieder angesprochen, um irgendwelche Kegelvereine. Selbstverständlich wollen wir die nicht ins Parteiengesetz mit hineinnehmen, aber es geht um Vereine, die natürlich offenkundig in einem Naheverhältnis zu politischen Parteien stehen und die natürlich immer Einfallstor für auch verdeckte Parteienfinanzierung sein können. Und Sie kennen vielleicht die Liste von Martin Thür, die ist wohl nicht vollständig, aber sie ist sehr lang, über Vereine im Umfeld von politischen Parteien. Es gibt allein 857 Vereine im Umfeld der ÖVP, also das sind nur die, die Martin Thür gefunden hat. Es gibt 287 bei der SPÖ, 97 bei der FPÖ, 63 bei den Grünen und 13 bei uns NEOS. Und jetzt kann ich Ihnen nur versuchen, anhand von vier politischen Parteien zu zeigen, wie absurd die Regelung ist, wenn ich eben nicht auf eine faktische Verbundenheit und eine faktische Überschneidung mit der politischen Partei abziele. Ich habe das Statut der SPÖ ausgehoben und da gibt es eine lange Liste an Vereinen, die Delegierte an den Bundesparteitag schicken können. Da gibt es sehr viel unterschiedliche. Und wenn man sich nur die Liste von Martin Thür anschaut, wie viele Vereine denn im Umfeld der SPÖ sind, die offensichtlich oder höchstwahrscheinlich nicht statutarisch verbunden sind mit der SPÖ, dann bleibt hier große Sorge zurück. Da gibt es Chorgemeinschaften, da gibt es eine Gesellschaft für sozialdemokratische Medienpolitik, die zumindest meines Wissens nicht statutarisch mit der SPÖ verankert ist. Es gibt die Red Panther, das ist der Bikerclub des Pensionistenverbandes, keine Ahnung, ob der statutarisch verbunden ist mit der SPÖ. Es gibt einen Verein namens Die Frau und ihre Wohnung, auch da weiß niemand oder ich zumindest nicht, ob entsprechend hier eine statutarische Verankerung ist. Es gibt einen Verein zur Förderung progressiver Jugendkultur auf der Landstraße. Ist ein offensichtlich Subverein der jungen Generation Landstraße. Auch hier keine Ahnung, ob es eine statutarische Verbindung gibt. Und es gibt Vereine namens Rainbow Rose. Hier geht es um die Förderung von LGBTI-Rechten in Europa. Auch das ein hehres Motiv, aber ich würde mal zumindest bezweifeln, ob es eine statutarische Verankerung gibt. Also allein das nur die Vereine im SPÖ-Umfeld, die wir auf die Schnelle gefunden haben, wo es keine oder höchstwahrscheinlich keine statutarische Verankerung gibt. Wo es sicher keine statutarische Verankerung gibt, und das haben wir ja schon in den letzten Wochen besprochen, ist dieser Oberösterreichische Seniorenbund 2.0 oder wie auch immer genau heißt. Da gibt es ja zwei, wie wir uns erinnern. Und da gibt es eine Stellungnahme des Parteianwaltes der ÖVP, wo explizit ausgesprochen wird, dass dieser zweite Oberösterreichische Seniorenbund, der da in den MPO-Fonds hineingegriffen hat, weder Bestandteil der Partei ÖVP ist, noch Bestandteil des anderen Oberösterreichischen Seniorenbundes. Sprich, hier ist ein Verein, der den gleichen Obmann hat, den gleichen Geschäftsführer, den gleichen Sitz, das gleiche Logo und von dieser Parteigesetznovelle nicht umfasst wäre. Hier ist weiterhin die Tür offen für entsprechende illegale Parteienfinanzierung oder irgendwas dergleichen, weil diese Vereine nicht beinhaltet werden. Und um vielleicht ein drittes Beispiel zu nennen, was uns selbst betrifft, unsere Wirtschaftskammerfraktion, die UNOS,
die bis vor kurzem auch das gleiche Büro geteilt haben wie die Neos-Bundespartei, in deren Vorstand zwei Neos-Nationalratsabgeordnete sind. Auch die sind nach dem neuen Parteiengesetz nicht als parteinahe Organisation zu werten, obwohl sie bei Wirtschaftskammerwahlen sogar unter dem Titel Neos angetreten sind. Natürlich kann man bei unseren Vorfeldorganisationen nachlesen, welche Spenden eingenommen wurden, welche Gelder ausgegeben wurden. Aber ich meine, es ist doch einigermaßen absurd, dass eine Wirtschaftskammerfraktion, die offenkundig eine Nähe zu uns Neos hat, von diesem Parteiengesetz nicht umfasst wäre. Und last but not least, Sie erinnern sich sicher an das Ibiza-Video, Sie erinnern sich an den berühmten Verein Austria in Motion. Auch der hat keine statutarische Verbindung zur FPÖ gehabt. Es wäre weiterhin möglich, auch über solche Vereine entsprechende Gelder zu lukrieren. Und sie müssten nicht in einem Rechenschaftsbericht veröffentlicht werden. Das erachte ich als ein Problem, solange solche Umgehungskonstruktionen noch offensichtlich möglich sind. Und das bin ja nicht nur ich, der das kritisiert, sondern auch die diversen Expertinnen und Experten. Solange solche Umgehungskonstruktionen weiterhin möglich sind, ist es für uns nicht möglich, dieser Novelle des Parteiengesetzes zuzustimmen. Es sind aber noch 2 Tage bis zur Beschlussfassung. Wir sind schon mehrmals auf die Regierungsparteien zugegangen und haben ihnen Vorschläge gemacht, wie man das lösen kann. Ich erachte die Ausrede, dass das nicht lösbar ist, als nichts anderes als eine Ausrede. Es ist lösbar, man muss es nur wollen. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich glaube, dass so eine umfassende Novelle des Parteiengesetzes, und ich habe schon angesprochen, wie viel Positives da drinnen ist, wenn man so eine Novelle vorbeiziehen lässt und vergisst, die eine relevante Sache zu lösen, nämlich indem, wie man Umgehungskonstruktionen über Vereine in Zukunft verhindert, dann ist das nicht nur schade, es ist doch ein ernsthaftes Problem, weil natürlich das Fenster hier über Jahre wieder zugehen wird, dass man sich damit auseinandersetzt, wie man in Österreich illegale Parteienfinanzierung verhindert. Unsere Hand ist weiterhin ausgestreckt. Wir werden weiterhin auf die Regierungsparteien zugehen, um dieses Problem zu lösen, denen Vorschläge schicken. Und ich hoffe, dass wir es schaffen, bis zum Donnerstag hier noch zu einem Ergebnis zu kommen, weil eine Parteiengesetznovelle, die weiterhin solche Umgehungskonstruktionen möglich macht, ist keine umfassende Novelle. Dankeschön. Ich habe schon eine Frage jetzt dazu, zu dieser Vereinskonstruktion. Jetzt haben wir gesehen im Laufe der letzten Jahre, dass über Vereine ja alles Mögliche von Parteien abgerechnet wird. Aber ist das nicht irgendwie einmal dann auch ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, wenn man da, ich weiß nicht, Chorvereine, Motorradvereine hat? Glauben Sie allen Ernstes, dass da die große Parteienfinanzierung für Parteien funktioniert in diesem Ausmaß? Und kann man da nicht wirklich also irgendwelche anderen Konstruktionen finden, um zu sagen, Quersubventionierungen soll es da nicht geben. Und diese armen Vereine, die da so quasi Mini-Dinge veranstalten, mit 10 Teilnehmern, lasst man in Ruhe. Das ist die eine Frage. Entschuldigung. Und die zweite heute, abseits des Themas, heute findet dieser Gasgipfel statt. Haben Sie da noch Vertrauen, so quasi, dass die Regierung da noch zu einer Lösung kommen wird? Da vielleicht zur ersten Frage, also ich wollte diesen Vereinen, die ich bei der SPÖ hier aufgezählt habe, gar nichts unterstellen. Es war eine schnelle Recherche, wie viele Vereine es hier gibt und welche zumindest nicht so wirken, als ob sie statutarisch verbunden sind. Selbstverständlich soll es solche Vereine weiterhin geben. Ich habe schon gesagt, es geht uns nicht um irgendwelche Kegelvereine, wo zufälligerweise lauter SPÖ-Mitglieder oder ÖVP-Mitglieder mitmachen und vielleicht auch im Vorstand sind. Die Vorschläge, die wir immer machen, da zielt es darauf ab, dass es offensichtliche Überschneidungen gibt, sei es in den Organen, sei es bei den leitenden Angestellten, sei es beim Sitz. Und darüber hinaus ist uns wichtig, dass man natürlich diejenigen, die offenkundig keine Parteipolitik machen, dass man die außen vor lässt. Das könnte man lösen. Hier gibt es unterschiedliche Lösungsvorschläge. Und mir ist nur wichtig, dass es eben in Zukunft nicht mehr möglich ist, über irgendeinen Verein, der in der Nähe einer politischen Partei ist, hier illegale Parteienfinanzierung zu machen. Sie sind ja auch lang genug schon Beobachterin. Man muss nur irgendeinen Verein finden. Und wir waren ja damals auch nicht, oder es war uns auch nicht bewusst, wie absurd denn diese Auswüchse sind. Und die Vereine, die im Umfeld der FPÖ damals gefunden wurden, waren ja auch irgendwelche Vereine. Und dort hat man versucht, Veranstaltungen zu machen, um Parteipolitik zu machen. Also selbstverständlich
Die ganzen Vereine sollen gerne weiter existieren und ihrer Tätigkeit nachkommen. Es darf nur nicht passieren, dass dort weiterhin ein Einfallstor für illegale Parteienfinanzierung ist. Ich würde dieses Einfallstor gern schließen und ich glaube, dass es auch im Sinne der Bundesregierung wäre. Zur zweiten Frage des Gasgipfels. Also ich freue mich mal, dass es den heute gibt. Das ist einmal was Positives. Wir fordern schon seit Wochen und Monaten ein, dass die Bundesregierung hier offen und transparent kommuniziert und der Bevölkerung auch klar zu verstehen gibt, wie es denn weitergeht, was die Optionen für den Herbst sind. Ich glaube, das ist einerseits etwas, was die Bevölkerung braucht und was natürlich insbesondere auch die Industrie braucht, weil die wissen muss, wie sie nachhaltig hier weiterhin produzieren können. Ich habe das Krisenmanagement bis jetzt als monatelange Showpolitik empfunden. Wir haben es nicht geschafft, die Lieferkapazitäten aus nicht-russischen Quellen auszubauen und zu sichern. Sie kennen den Vergleich zu Deutschland. Der deutsche Wirtschaftsminister Habeck hat es geschafft, die Abhängigkeit von russischem Gas in Deutschland von 55 auf 35% zu senken. In Österreich ist die Abhängigkeit noch gestiegen. Insofern, glaube ich, braucht es dringend einen langfristigen Plan, wie man aus russischem Gas aussteigt. Und ich hoffe, dass auf diesem Gipfel ernsthaft was passiert, dass hier ein Plan vorgelegt wird, dass auch ein Notfallplan vorgelegt wird und dass hier transparent mit der Bevölkerung und mit den Betrieben auch kommuniziert wird danach. Versteckte Parteienfinanzierung über Vereine soll künftig nicht mehr möglich sein, fordert Nikolaus Scherak von den NEOS. Helmer Poschner, die NEOS schreiben sich Transparenz immer ganz groß auf ihre Fahnen. Trotzdem sind sie bei diesem Parteiengesetz kritisch. Aus welchem Grund? Sie loben es schon, weil natürlich das neue Parteiengesetz, das ist so streng wie kein Parteiengesetz davor, muss man sagen. Aber geht es trotzdem nicht weit genug, weil sie finden, dass es erhebliche Lücken hat. Konkret geht es da um Vereine im Umfeld von Parteien. Es gibt bei den meisten Parteien doch zahlreiche Vereine, aber das fängt an bei Kegelclubs über Chorvereinigungen bis hin zu Bikervereinigungen von Pensionistenverbänden, zum Beispiel in der SPÖ. Aber er meint eben, dass es da Geldflüsse geben könnte und dass man da genauer hinschauen müsste und dass man die Vereine mit einbeziehen soll. Da muss man natürlich aufpassen, dass man einerseits nicht übers Ziel schießt und jeden Kegelclub quasi verdächtigt. Aber was schon auch stimmt, es gab es in der Vergangenheit auch, dass über Vereine Geld geflossen ist. Aber da den Mittelweg zu finden, das ist jetzt nicht so leicht. 2 Tage hätte man noch Zeit, um nachzuverhandeln. Und die NEOS hoffen darauf, dass bis Donnerstag, wenn das nämlich im Parlament abgestimmt wird, dass da noch Änderungen einfließen in dieses Gesetz. Bei den Wahlkampfkosten nehmen es manche Parteien nicht ganz so genau. Sie warten sehr lange, um die Kosten bekannt zu geben nach dem Wahlkampf. Manche überschreiten die Wahlkampfkostenobergrenze und nehmen die Strafe bewusst in Kauf. Wie sieht es denn da bei den NEOS aus? Ja, die NEOS, die sehen sich da selber als Saubermann, Sauberfrau-Partei und tatsächlich kann man auf der Homepage alles genau nachlesen. Welche Spenden gab es? Wer hat gespendet? Also die haben schon ein sehr präzises Bild ergibt sich, woher das Geld kommt. Und das ist auch ein Teil ihrer Politik. Sie sagen, seht her, wir sind so sauber und wir stellen alles online. Und daher fordern wir auch, dass Dinge wie das Parteiengesetz, dass das sehr präzise formuliert wird und dass möglichst viel eingeschlossen wird in dieses Gesetz und möglichst keine Umgehungen möglich sind. Nicht alle Parteien finden, dass dieses Gesetz präzise genug ist. Wir kommen jetzt gleich zur letzten noch fehlenden Parlamentspartei. Vielen Dank für die Analyse, Helmer Poschner. Gerne. Ja, eine Partei hat uns heute noch keinen Ausblick auf die kommenden 3 Tage im Nationalrat gegeben und das ist die FPÖ. Was die im Parlament vorhat und was sie von den Plänen der Regierung hält, das hören wir uns jetzt an. Ja, ich darf Sie auch ganz herzlich zur heutigen Pressekonferenz begrüßen. Ich glaube, wir haben uns jetzt ein bisschen länger nicht in diesem Rahmen gesehen und umso mehr freue ich mich, dass Sie heute so zahlreich anwesend sind. Danke für Ihr Kommen. Wie Sie alle wissen, ich war unterwegs, also nicht in Kiew und nicht in Moskau und nicht in Brüssel, sondern ich war in Österreich unterwegs und während der ÖVP-Bundeskanzler, wie soll man das sagen, einen Hollywood-Schauspieler und Kaffeekapselvertreter gedatet hat und sich ihm regelrecht an den Hals geworfen hat und während der Wiener SPÖ-Bürgermeister und sein Team der Öffentlichkeit eingestehen mussten,
dass Sie zu blöd dafür sind, einen falschen von einem echten Bürgermeister zu unterscheiden, und das im nüchternen Zustand, sage ich dazu. War ich draußen bei der österreichischen Bevölkerung. Ich war auf Tuchfühlung mit den Menschen. Und ich habe da sehr, sehr viel an wichtigen Eindrücken mitgenommen. Ich habe dort bei jeder einzelnen der sehr, sehr vielen Veranstaltungen, die wir in fast allen Bundesländern abgehalten haben, ganz viel Unterstützung und ganz viel Zuspruch erfahren von Seiten der Bevölkerung. Und ich möchte die Gelegenheit der heutigen Pressekonferenz auch gleich nutzen, den Menschen da draußen ein großes Dankeschön zu sagen. Dankeschön für die Zeit, die Sie mir geschenkt haben. Danke für die Offenheit, mit der Sie mir gegenüber Ihre Probleme auch artikuliert haben. Danke für Ihr Vertrauen in die freiheitliche Politik und danke, dass ich viel mitnehmen und viel lernen durfte auf dieser Tour. Und ich kann den Menschen versprechen, wir werden Sie nicht enttäuschen. Wir werden für Sie da sein. Wir wissen, dass wir Sie zu vertreten haben, und das ist das Gegenteil von dem, was die Regierung tut. Die macht nämlich nichts anderes, als die Menschen jeden Tag aufs Neue zu verraten. Ich bin auf dieser Tour sehr, sehr oft darauf angesprochen worden, dass wir Wort gehalten haben als Freiheitliche Partei. Wir haben Wort gehalten als Verteidiger der Grund- und Freiheitsrechte, als Verteidiger der Menschenrechte, als Verteidiger des Rechts über die körperliche Selbstbestimmung im Zusammenhang vor allem auch mit dem Großangriff in Form der Zwangsimpfung auf dieses Recht. Und wir haben auch Wort gehalten im Kampf gegen diese Unterdrückung der Menschen und gegen die Spaltung der Gesellschaft. Und das, was die Bevölkerung hier erlebt hat, das war das Zusammenwachsen von vier Parteien eigentlich zu einer Einheitspartei, die in ganz grundlegenden Interessen gegen die österreichische Bevölkerung agiert. Also, dass zwei Regierungsparteien gemeinsame Sache machen, auch wenn sie sich noch so wenig über den Weg trauen, das ist ja okay, nicht? Also, das ist zu erwarten. Aber dass dann zwei Oppositionsparteien sich hier auch noch einbinden und dann insgesamt eine Einheitspartei bilden gegen die österreichische Bevölkerung, das kommt bei den Menschen nicht besonders gut an. Und ich würde den Politikern dieser Einheitspartei, denen würde ich den Rat geben, es sind ja diejenigen im Übrigen, die in diesen Beliebtheitsrankings, die die Medien immer publizieren, ganz weit vorne sind, denen würde ich empfehlen, hinauszufahren zur Bevölkerung und sich den Sorgen und Nöten der Menschen zu stellen, wenn sie sich das trauen. Ich bin gespannt, ob es entsprechende Initiativen gibt, sich ihnen wirklich von Angesicht zu Angesicht gegenüberzustellen. Aber ich muss ihnen eine Reisewarnung mitgeben, wenn sie das tatsächlich planen, weil an ihrer Stelle würde ich mich da auf einen riesengroßen Shitstorm einstellen. Und ich glaube, der erfolgt zu Recht. Ich glaube, das könnten Erweckungserlebnisse der ganz besonderen Art werden für die Vertreter von ÖVP und Grünen und von SPÖ und NEOS. Von dieser Möchtegern-Elite, möchte ich fast sagen, die immer glaubt, gescheiter zu sein als die eigene Bevölkerung und die Menschen auf Dauer für dumm verkaufen zu können. Dann würden sie nämlich hören von der Bevölkerung, dass sie mit einer schon fast unglaublichen und unheimlichen Treffsicherheit Politik machen, die aber schnurstracks an dem vorbeigeht, was die Menschen eigentlich an Erwartungshaltungen gegenüber der Politik haben. Und ich habe auf dieser Tour hunderte Geschichten gehört, voller Betroffenheit, erschütternd, zutiefst bewegend. Ich bin auf Verzweiflung gestoßen, auf blankes Unverständnis und auch auf einen Riesenzorn gegenüber einer politischen Kaste, gegenüber dieser selbsternannten Elite, die glaubt, dass man die Menschen nach Strich und Faden belügen kann. Und das jüngste Beispiel dafür ist ja die Aussage des Herrn Nehammer, der noch gar nicht so alt ist. Das ist nur ein Beispiel für viele, die man da bringen könnte, dass die Gasversorgung in Österreich gesichert ist. Meine Damen und Herren, wir werden diesem Phänomen heute noch auf den Grund gehen in einem nationalen Sicherheitsrat, den wir einberufen haben. Er wird heute um 18 Uhr stattfinden und da erwarte ich mir dann eine ehrliche Auskunft von Seiten der Regierenden, wie es tatsächlich um die Situation in Österreich bestellt ist. Ich will von den Herrschaften wissen, welche bilateralen Initiativen Österreich gesetzt hat, um die Katastrophe, die Energiekatastrophe im kommenden Herbst und im kommenden Winter zu verhindern. Hat man da irgendwas unternommen oder ist man da sozusagen im Blindflug gemeinsam mit der Europäischen Union unterwegs? Ich möchte wissen, warum in Österreich noch nicht eine höhere Alarmstufe ausgelöst worden ist als in Deutschland, wo ja bei uns die Abhängigkeit vom Gas eine größere ist. Ich möchte wissen, was diese Lustreisen nach Katar und in die Emirate auch tatsächlich gebracht haben an der Energiefront und so weiter und so weiter. Also da gibt es viel aufzuklären. Ich glaube, ich werde dort in betretene Gesichter schauen. Nun,
Ich sage das deshalb, was ich hier auf dieser Tour erlebt habe, weil es für uns den Arbeitsauftrag ergibt. Nicht nur für die kommenden parlamentarischen Tage, sondern natürlich auch für das zweite Halbjahr. Wir werden weiterhin alles unternehmen, um dem Corona-Totalitarismus den Kampf anzusagen. Ich freue mich, dass wir jetzt eine Gesetzesvorlage im Plenum zur Beschlussfassung bekommen, die also jetzt das Aus für die Impfpflicht vorsieht. Ich werde dem mit Begeisterung zustimmen und ich werde mit Begeisterung den Reden lauschen, die dieselben Abgeordneten dann halten werden von Seiten der ÖVP und von Seiten der Grünen, die vor ein paar Monaten noch das genaue Gegenteil erklärt haben. Ich glaube, da werden wieder sehr, sehr viele Menschen zuschauen. Wir geben uns aber damit nicht zufrieden, sondern wir haben auch einen entsprechenden Initiativantrag eingebracht. Da geht es um die Abschaffung des Covid-19-Maßnahmengesetzes. Das muss der logische nächste Schritt sein. Das Covid-19-Maßnahmengesetz, das ist das Gesetz, das die Möglichkeit zu Lockdowns regelt, zu 2G-Regelungen etc. etc. Das ist also sozusagen die gesetzliche Grundlage für die Diskriminierung von allen Ungeimpften oder Genesenen. Das ist ein Notstandsgesetz, dass es nicht mehr braucht, weil es keinen Notstand gibt. Und deswegen werden wir hier einen entsprechenden Initiativantrag auch Frist setzen, damit wir ihn möglichst schnell zur Beschlussfassung bringen können. Und wir haben eine weitere Forderung im Zusammenhang mit der Corona-Politik der Regierung. Der Gesundheitsminister ist gefordert und er kann das mit einem Federstrich tun. Er ist jetzt gefordert, Covid-19 von der Liste der anzeigepflichtigen Krankheiten zu streichen. Ja, das ist im Epidemiegesetz so vorgesehen. Runter mit Covid-19 von der Liste der anzeigepflichtigen Krankheiten. Dann wird es genau behandelt wie jede andere Krankheit auch. Dann machen wir das, was andere Länder auch machen. Ich bin gespannt, ob es hier eine Beweglichkeit von Seiten der Regierung gibt. Immerhin gibt es ja in der Zwischenzeit prominente Vertreter der Österreichischen Volkspartei, wie den oberösterreichischen Landeshauptmann Stelzer, der das ja auch fordert, wenn er sagt, die Quarantäneregeln müssen fallen. Der zweite wesentliche Themenbereich ist rasche und sofortige Hilfe für die österreichische Bevölkerung im Zusammenhang mit der Teuerungswelle. Und da rede ich von Soforthilfe, meine sehr geehrten Damen und Herren. Da rede ich von Dingen, die unmittelbar spürbar werden. Und da rede ich von einer Hilfe, die was anderes ist als diese Zettelwirtschaft und Antragstellerei, die aus einem souveränen Untertanen Bittsteller machen will. Das ist ja der Zugang der Regierung zu all diesen Dingen. Wir werden daher wieder unsere Punkte des Entlastungspakets, vor allem auch betreffend die Preisdeckel bei Grundnahrungsmitteln, bei Benzin, bei Diesel, bei den Energiepreisen einbringen. Ein weiterer wesentlicher Punkt ist der Schutz Österreichs, unserer Neutralität, unseres Wohlstands, unserer Wirtschaft und unserer Arbeitsplätze vor der größten wirtschaftlichen Katastrophe seit dem Zweiten Weltkrieg, die droht, wenn man dieses Eskalationsszenario im Zusammenhang mit der Sanktionspolitik weiter betreibt. Das ist keine Schwarzmalerei, sondern das sind die realistischen Szenarien. Wenn man also hier weiter versucht, Russland in die Knie zu zwingen und damit riskiert, vollkommen von der Gasversorgung abgeschnitten zu werden. Also wir fordern einen Ausstieg aus diesen Sanktionen, weil letzten Endes die Opfer dieses Wirtschaftskriegs, die Österreicherinnen und Österreicher sind, genauso im Übrigen wie hunderte Millionen Bürger anderer Staaten in Europa, die sich alle die Frage stellen, wozu das Ganze? Was bringt's und was kostet's? Und diese Rechnung, die muss man sich einmal ehrlich stellen. Und Sie wissen, dass die Bedrohungslage in der Zwischenzeit so ist, dass wir nicht nur mehr davon reden, dass die Geringverdiener, die wenig Geld zum Leben haben, hier Gefahr laufen, vollkommen unter die Räder zu werden, sondern in der Zwischenzeit reden wir bei der galoppierenden Inflation auch davon, dass es in Zukunft keinen Mittelstand mehr geben wird, wenn man hier nicht auf die Notaustaste drückt. Wir werden das also politisch weiter forcieren. Einen Partner hätten wir ja, die Ungarn haben ja da einen vernünftigen Zugang zu den Dingen, dann wären wir schon zu zweit, wenn sich die österreichische Regierung einmal dazu durchringen könnte, die eigene Bevölkerung ins Zentrum ihrer Bemühungen zu stellen. Und ich bin mir sicher, es wären dann bald 3, 4 oder 5, ich kenne das von der Migrationspolitik, es ist nur wichtig, dass 1 oder 2 beherzt vorausgehen, dann kann man auch auf europäischer Ebene viel Positives bewegen. Ich nenne das eine Partnerschaft der Vernunft und die möchte ich an die Stelle der Allianz der moralisierenden Heuchler setzen, die sich da gebildet hat. Die glauben, dass die Bevölkerung dann den Preis für ihr Moralingefasel zahlen muss in Form einer galoppierenden Inflation.
Wir werden uns auch dafür einbringen, im Zuge der Plenartage, dass es ein Veto gegen jede Form der Aufnahme von Beitrittsverhandlungen für weitere EU-Staaten gibt. Die Europäische Union ist offenbar größenwahnsinnig geworden und fährt einen Kurs der permanenten Selbstüberforderung. Ich glaube, dass diejenigen, die diese Projekte betreiben und unterstützen, dass die einmal mit den Bürgern draußen reden sollen, bevor sie das nächste Mal mit Klitschko, Selenskyj oder sonst irgendjemanden telefonieren. Und, das ist ein ganz großes und brennendes Problem in Österreich, wir werden einen sofortigen Asylstopp fordern. Also ein Asylstopp-Paket wird von uns eingebracht werden mit mehreren Punkten, weil ich glaube, das ist notwendig. Hier haben wir eine ganz, ganz große Krise und eine ganz dramatische Problemlage, die nur überdeckt wird durch die anderen Krisen, die es in diesem Land gibt. Ich habe ja die Funktion des Innenministers immer so verstanden, dass man als Innenminister ein Heimatschutzminister sein muss. Das ist auch der Grund, warum ich für den Herrn Bundespräsidenten eine so große Belastung bin. Also jeder, der die Bevölkerung entlasten will, ist für den Bundespräsidenten eine Belastung. Die ÖVP interpretiert das Innenministerium offenbar anders. Für die Schwarzen ist es ein Heimatzerstörungsministerium. Und ich würde als Innenminister keinen einzigen Asylantrag mehr annehmen, außer von jemandem, der Bürger eines unmittelbaren Nachbarlandes ist und dort sind keine Asylanträge zu erwarten. Und ich sage es Ihnen ganz ehrlich, die Europäische Union könnte mir in dieser Situation den Buckel hinunterrutschen. Jetzt geht es darum, das Heimatrecht für die Österreicher endlich einmal durchzufechten, auch in einer Auseinandersetzung auf europäischer Ebene, wenn das notwendig ist. Es reicht mit diesen Ankündigungen am laufenden Band. Jetzt ist Ausschluss und fertig. Der Bogen im Bereich der Asylanträge, der Neuzugänge ist überspannt. Ja, meine Damen und Herren, ich habe das deshalb jetzt vorweggenommen, bevor ich auf die Details oder auf das eine oder andere Detail eingehe, weil es wahrscheinlich die letzte Pressekonferenz ist, die wir jetzt vor der Sommerpause im parlamentarischen Zusammenhang machen. Und es ist daher auch ein kleines Resümee, genauso wie es ein kleiner Ausblick auf die kommende parlamentarische Arbeit ist. Und jetzt zu morgen. Übermorgen und dem dritten Parlamentstag. Naja, ich habe ja schmunzeln müssen, als ich gesehen habe, dass die Österreichische Volkspartei eine Aktuelle Stunde einberuft mit dem Thema rasche und wirkungsvolle Entlastung für die Menschen in schwierigen Zeiten. Also wenn sie diesen Titel ernst nimmt, dann muss die Österreichische Volkspartei morgen etwas auf den Tisch legen, was wir noch nicht kennen. Weil das, was wir bisher haben, erfüllt in keinerlei Hinsicht den Anspruch dieses Titels. Das, was wir bisher haben, ist ein Kassieren im Hier und Jetzt und sofort, weil jeden Tag die Menschen zahlen und Opfer dieser Inflation sind. Und das, was die Regierung als Entlastungspaket bezeichnet hat, das ist nichts anderes als ein bürokratisches Monster, wo man zitzerlweise ein bisschen was von dem zurückbekommt, was man jetzt zahlt. Das ist das Gegenteil von rasch und unbürokratisch. Und wie gesagt, es wird eine lustige und lebhafte Debatte werden, weil wir der Regierung hier auch den Spiegel des Versagens vorhalten werden. Ein Wort zum Thema Parteiengesetz, weil das auch im Raum steht. Es war ja eigentlich nicht anders zu erwarten, möchte ich sagen, und es wäre fast eine Überraschung gewesen, wenn die SPÖ nicht zum Ende des ersten Halbjahres dann noch einmal einen ordentlichen Umfaller hinlegt. Das hat sie jetzt getan mit ihrer Zustimmung zu diesem neuen Parteienfinanzierungsgesetz. Die SPÖ hat sich jetzt einmal mehr entschlossen, der ÖVP und den Grünen auch in diesem Bereich noch die Räuberleiter zu machen. Anders kann man das gar nicht bezeichnen. Und sie stimmen jetzt einer Alibi-Reform zu, wo man den Anschein erwecken will, als wären die Zügel jetzt straffer gezogen. In Wahrheit ist das Gegenteil der Fall. Und ich finde das deshalb so bedauerlich, weil ich glaube, wir werden nicht mehr so schnell über ein Parteienfinanzierungsgesetz verhandeln. Das war eine große Chance, hier tatsächlich auch der Erwartungshaltung der Bevölkerung gerecht zu werden, mehr Transparenz zu schaffen, die Käuflichkeit der Politik hintanzuhalten. Und das, was jetzt passiert, das ist das genaue Gegenteil. Sie wissen, dass es ja bisher eine Spendenobergrenze, das wurde 2019 beschlossen, von 750.000 Euro gibt. Also mehr darf eine Partei an Spenden nicht einnehmen pro Jahr. Das war
wurde damals übrigens gemeinsam mit der SPÖ auch beschlossen. Wir waren da auch dabei. Jetzt in der neuen Regelung hat man das quasi beseitigt und eine Finanzierungsmöglichkeit für Parteien geschaffen, die abenteuerlich ist. Es ist nämlich jetzt nahestehenden Organisationen und Personenkomitees erlaubt, unbegrenzt an Parteien zu zahlen. Und das ist natürlich ein totaler Rückschritt, muss man an dieser Stelle sagen. Und da müssen doch alle Alarmglocken läuten, wenn der unabhängige Parteientransparenzsenat, also diejenige Institution, die eingerichtet wurde, um die Transparenz der Parteien in Sachen Finanzierung zu überprüfen, hier sagt, da macht man kreative Umwege zur Vermeidung der Anwendung der Spendenregelungen auf. Ja? Also das ist ein brutaler Rückschritt, der hier getätigt wird. Aus Sicht der ÖVP ist das verständlich. Die Österreichische Volkspartei hat ungefähr 850 Vereine in ihrem Umfeld. Also da kommt dann schon was zusammen, ja? Wenn alle diese 850 Vereine dann dazu verwendet werden können, in die Partei hineinzuzahlen. Und die ÖVP weiß offenbar auch, erstens, dass sie Schulden hat wie der berühmte Stabsoffizier und zweitens, dass es bei den Wahlen ja mit der Parteienfinanzierung nicht besser werden wird. Es ist damit zu rechnen, dass es eine ordentliche Wählerwatschen für die Volkspartei gibt. Damit gibt es weniger Parteienförderung, damit gibt es weniger Einnahmen und hier macht man sich eine Hintertür auf, um das zu kompensieren. Ich glaube, dass das auch das Motiv der Grünen gewesen ist. Die werden auch eine Wählerschlappe kassieren und auch hier braucht man dann Geld und dort sind es halt dann die Personenkomitees, die dann quasi diese Einspeisfunktion in die Partei übernehmen sollen. Und ich glaube, letzten Endes hat sich in der SPÖ dann auch die Gedankenwelt des Wiener Bürgermeisters durchgesetzt, weil ich glaube, das, was wir von der ÖVP auf Bundesebene kennen, läuft wahrscheinlich bei der SPÖ in Wien nicht viel anders mit den Vereinen und Quersubventionierungen. Und ich glaube, das wäre auch an der Zeit, da einmal ordentlich hineinzuschauen und aufzuräumen. Unser Gegenmodell liegt am Tisch, das ist ganz klar, ein Verbot aller Parteispenden. Es geht darum, die Einflussnahme von Spendern auf die Politik zu verhindern. Das ist das, was die Erwartungshaltung der Menschen ist. Keine käufliche Politik. Wenn jemand spendet, dann bedeutet das immer auch eine gewisse Abhängigkeit vom Spender. Das kann man nicht wollen. Noch dazu in einem Staat, wo wir mit einem ganz besonders üppigen Parteienfinanzierungssystem ausgestattet sind. Und das, was wir des Weiteren haben wollen, das ist eine Entpolitisierung der Institution Rechnungshof. Wir wollen einfach mehr Unabhängigkeit und mehr demokratische Legitimation für den Rechnungshofpräsidenten oder die Rechnungshofpräsidentin. Und das soll dadurch geschehen, dass es eine Zweidrittelmehrheit gibt. Eine Zweidrittelmehrheit für die Wahl und eine Zweidrittelmehrheit auch für die Abwahl. Weil wenn ein Rechnungshofpräsident mit einfacher Mehrheit abgewählt werden kann, dann kann er immer mit der Regierungsmehrheit abgewählt werden. Und das bedeutet natürlich immer tendenziell auch eine Abhängigkeit. Und ehrlich gesagt verstehe ich nicht, warum es nicht möglich sein soll, zumindest eines der höchsten Ämter in dieser Republik, und der Rechnungshof übt eine wichtige Kontrollfunktion aus, so zu bestimmen, dass nicht eine Regierungsmehrheit allein hier darüber bestimmt, wer Präsident ist. Des Weiteren verlangen wir einen Rechnungshof-Kontrollautomatismus. Wir wollen haben, dass der Rechnungshof dem Nationalrat jährlich verpflichtend einen Bericht vorlegt, und zwar darüber, ob es potenzielle Personal- und Sachspenden von Ministerien und von politischen Kabinetten an die Parteien gibt. Weil die Regierungsparteien sitzen in den Ministerien und in den Kabinetten auf enormen Ressourcen finanzieller Art und personeller Art, und es soll ausgeschlossen werden, dass es hier sozusagen zu missbräuchlicher Verwendung dieser Ressourcen kommt, dadurch, dass dort einfach Parteiarbeit gemacht wird. Und das gilt für den PR-Bereich, das gilt zum Beispiel für Social-Media-Aktivitäten. Und ich glaube, dass ein solcher jährlicher Bericht, wo der Rechnungshof die laufende Aktivität in einem Jahr beobachtet, dass das ein sehr, sehr gutes präventives Instrument auch sein könnte, um hier einen Missbrauch zu verhindern. Ganz kurz noch zum Thema. Auch Herbert Kickl von der FPÖ spricht hier über verdeckte Parteienfinanzierung und Helmer Poschen, auch er dürfte dagegen sein, aber die FPÖ ist die einzige Partei, die das Parteiengesetz der Regierung nicht unterstützen wird. Mit welcher Begründung?
Ja, das stimmt. Sie lehnen es komplett ab. Sie sehen auch nicht einige positive Seiten, weil es doch im Großen und Ganzen wesentlich schärfer ist als das bisherige. Der Rechnungshof kann viel genauer hinschauen, kann sich die Parteikassen und die Bücher der Parteien viel genauer anschauen. Die Freiheitlichen sehen aber viele Probleme. Sie sagen, es gibt Umgehungskonstruktionen. Dann wollen Sie auch noch Details, wie zum Beispiel, was machen die Ministerbüros. Also Sie wollen sich viel mehr anschauen und sagen, das reicht Ihnen nicht. Und aber es ist auch in der DNA der FPÖ, dass man dagegen ist, auch wenn es manche positive Punkte gibt. Aber Sie lehnen es komplett ab und Sie sagen, Sie werden am Donnerstag ganz bestimmt nicht zustimmen. Da reichen Ihnen auch irgendwelche Nachverhandlungen nicht. Vielen Dank für diese schnelle Analyse, Helma Poschner. Wir sehen uns dann am Ende der Sendung wieder zum Roundup. Jetzt widmen wir uns aber internationalen Themen. Vielen Dank für die Analyse. Sehr gerne. In der Ostukraine rückt die russische Armee weiter vor. Die Region Luhansk ist jetzt komplett unter russischer Kontrolle. Zur gleichen Zeit wird in der Schweiz der Wiederaufbau der Ukraine nach dem Krieg geplant. VertreterInnen von 40 Ländern der EU und der UNO beraten darüber, wie das Land unterstützt werden kann. Hier könnte man das tägliche Sterben in der Ukraine leicht vergessen, vor der malerischen Kulisse des Luganosees. Und doch ist es sehr präsent, auch in der Person des ukrainischen Regierungschefs Denis Schmyhal. Diese Wiederaufbaukonferenz soll aber keine Geberkonferenz sein. Es soll eine Art Leitfaden für die Zukunft erarbeitet werden. Die staatliche Existenz der Ukraine steht auf dem Spiel, sagt die EU-Kommissionspräsidentin. Der Kreml will die Ukraine militärisch, politisch, ökonomisch zerstören. Das werden wir niemals zulassen. Der zugeschaltete ukrainische Präsident spielt gewohnt gekonnt auf der emotionalen Klaviatur, wenn er betont, der Wiederaufbau ist eine Aufgabe für die gesamte demokratische Welt, die von sich sagt, wir sind zivilisiert. Dafür wird man viel Geld brauchen, hunderte Milliarden Euro. Noch aber tobt der Krieg in der Ostukraine. Vor allem der Raum Slowjansk-Kramatorsk, ein wichtiger Stützpunkt für die ukrainische Armee im Donbass, wird von der russischen Artillerie unter Feuer genommen, nachdem die Region Luhansk erobert wurde. Der russische Präsident gratuliert seiner Armee zur Befreiung von Luhansk bei einem Treffen mit dem Verteidigungsminister. Die militärische Spezialoperation im Donbass geht weiter, betonen beide. Das ist in Lugano weit weg und doch so nah. Wendet sich das Blatt im Donbass, dem umkämpften Gebiet im Südosten der Ukraine? Ist der Krieg womöglich bald entschieden? Darüber spreche ich jetzt mit dem Russland-Experten Gerhard Mangott. Ich freue mich, dass er zu mir geschaltet ist. Schönen guten Tag, Herr Mangott. Guten Tag. Wie zufrieden kann denn Wladimir Putin mit dem momentanen Kriegsverlauf sein? Im Augenblick machen die russischen Streitkräfte tatsächlich Vorstöße, langsam zwar, aber systematisch, wenn auch mit hohen Verlusten an Soldaten und an Kriegsmaterial. Aber nun ist die Provinz Luhansk erobert, jetzt sind noch etwa 40% des Territoriums der Provinz Donetsk zu erobern. Dann wäre eigentlich ein Kriegsziel der russischen Seite erreicht, den Donbass, wie die russische Seite sagt, zu befreien, weil dort angeblich ein Völkermord der ukrainischen Regierung an den Russen und Russischsprachigen stattgefunden habe. Was würde es denn für diesen Krieg bedeuten, wenn der gesamte Donbass an Russland fiele? Ich kann mir vorstellen, dass Russland dann eine einseitige Waffenruhe anbieten würde. Zum einen hängt das damit zusammen, dass die russischen Streitkräfte vermutlich nach der Eroberung des gesamten Donbass nicht mehr in der Lage sind, wirklich große Offensiven noch zu starten, weder Richtung des Flusses Dnieper noch im Hinblick auf die Hafenstadt Odessa. Und zweitens, wenn Russland eine einseitige Waffenruhe anbietet, dann bringt es die Ukraine unter Zugzwang. Es würde für die russische Seite positiv sein, denn dann würde die Frontlinie zu einer Waffenstillstandslinie. Dann könnte Russland die Kontrolle über diese Regionen im Donbass konsolidieren. Die Ukraine will das und wird das natürlich nicht akzeptieren und der Krieg geht weiter. Aber das könnte im Westen Diskussionen auslösen, ob die ukrainische Weigerung, auf eine Waffenruhe einzugehen, wirklich richtig ist. Oder es könnten sich dann Stimmen mehren, die sagen, nein, die Ukraine jetzt in der militärischen Defensive soll dieses Angebot annehmen.
Wladimir Putin und der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko scheinen sich sehr nahe zu stehen und man befürchtet schon länger eine Einmischung von Seiten Belarus in diesen Krieg. Für wie wahrscheinlich halten Sie das denn? Das halte ich nicht für sehr wahrscheinlich. Es gibt Berichte über Desertionen aus den belarussischen Streitkräften und Unmut darüber, dass die Armee in diesem Ukraine-Krieg eingesetzt werden könnte. Es wäre für Lukaschenko also ein Wagnis, die belarussischen Truppen in die Ukraine zu entsenden. Das könnte zu einer Destabilisierung im Inneren führen. Und Lukaschenko braucht neben Russland natürlich auch seinen eigenen Sicherheitsapparat zur Aufrechterhaltung seiner Macht. Zum Zweiten, es gibt im Norden der Ukraine keine Front. Russland hat sich dort ja zurückgezogen. Also es ist nicht zu erwarten, dass die belarussischen Streitkräfte allein dort wieder eine Front eröffnen würden. Also insgesamt sehe ich einen solchen Einsatz als eher unwahrscheinlich an. Der ist ja aus Sicht von Russland derzeit auch gar nicht notwendig. Militärisch läuft für Putin alles glatt, aber in anderer Hinsicht nicht so sehr. Denn der Westen rückt immer weiter zusammen. Finnland und Schweden werden wohl jetzt der NATO beitreten. Wie wird denn Russland darauf reagieren? Nun, Putin selbst hat sehr still darauf reagiert, hat gesagt, das ist nicht von großer Bedeutung, außer die NATO würde in Finnland und Schweden Militärbasen stationieren, wo NATO-Soldaten und militärische Infrastruktur gelagert sind. Da würde die russische Seite, so Putin, reagieren. Und sie würde natürlich nicht mit einer militärischen Offensive reagieren. Dazu hat sie weder die Kraft, noch hätte sie die Chance und die Aussicht, eine solche Offensive auch erfolgreich durchzuführen. Aber was wohl passieren würde, dann wäre eine deutlich stärkere nukleare Präsenz Russlands in der Ostsee, nicht nur in der Exklave Kaliningrad, sondern auch was die russische Marine und strategische U-Boote in der Ostsee betrifft. Das wäre dann wohl die Konsequenz. Atomwaffen haben natürlich ein hohes Einschüchterungspotenzial. Mit dem sogenannten Gashahn hat aber Putin auch ein mächtiges wirtschaftliches Instrument in der Hand. Wenn jetzt bald wirklich gar kein Gas mehr nach Europa fließt, dann könnte das eine Wirtschaftskrise bei uns zur Folge haben. Wieso kann denn Putin solche Folgen so scheinbar leicht auslösen, während Russland die ganzen Sanktionen unbeschadet übersteht? Oder täuscht dieser Eindruck nur? Ich denke, dieser Eindruck täuscht, vor allem wenn man kurzfristig die Konsequenzen beobachtet. Aber mittel- bis langfristig werden die Konsequenzen der Sanktionen schon erheblich sein. Es ist nur so, dass das Ölembargo der EU noch nicht in Kraft ist und dass Russland sinkende Exportmengen in die EU eben auf anderen Märkten, in China und in Indien, verkaufen kann. Das heißt, es gibt viele Staatseinnahmen aus dem Ölexport. Und das könnte Putin in Versuchung bringen, einen Gaslieferstopp durchzusetzen. Das könnte etwas sein, dass nach der Wartung von Nord Stream 1 die Lieferungen nicht wieder aufgenommen werden. Er weiß, welche Schockwellen das sozial und wirtschaftlich für viele Staaten in Europa bedeutet. Und sein Ziel ist es eben, deutlich zu machen, der westlichen Bevölkerung deutlich zu machen, dass die Sanktionen eben einen Preis haben, dass Russland vergelten könne. Und er will damit die Stimmung in der westlichen Bevölkerung verändern, zu Ungunsten einer weiteren Unterstützung der Ukraine in diesem Krieg. Wie schätzen Sie das ein? Wird Putin wirklich so weit gehen, den Gashahn vollkommen zuzudrehen? Nun, ich kann es nicht mehr ausschließen. Es hat heute vor einer Stunde der frühere Präsident und jetzige stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates Russlands, Dmitri Medvedev, auf seinem Telegram-Kanal angekündigt, dass Japan kein Öl und kein Gas mehr aus Russland bekommen werde. Also das klingt nach einem Gas- und Öllieferstopp gegenüber Japan. Und was gegenüber Japan möglich ist, könnte unter Umständen auch gegenüber Europa eingesetzt werden und möglich sein. Und Europa ist sehr schlecht darauf vorbereitet. Das sind ja düstere Aussichten. Vielen Dank trotzdem, Gerhard Mangold, für Ihre Zeit und für Ihre Einschätzung. Sehr gerne. Und wir bleiben im Ausland. In Australien kämpft man seit Tagen mit schweren Überschwemmungen. Sydney und die umliegenden Gebiete werden evakuiert. Das und mehr sehen Sie jetzt in unserer Meldungsübersicht. Wegen der anhaltenden Wasserknappheit in 5 Regionen ruft Italiens Regierung gestern Abend den Notstand aus. Der Ausnahmezustand gilt bis Ende des Jahres in der Lombardei, dem Piemont, der Emilia-Romagna, Venetien und dem Friaul. Diese Regionen sind am stärksten von der Dürre betroffen. Rom stellt mehr als 36 Millionen Euro zur Verfügung, um die Folgeschäden des Wassermangels zu bekämpfen. Inmitten der Sorgen um die europäische Gasversorgung streiken seit gestern Abend die norwegischen Öl- und GasarbeiterInnen.
Der norwegische Energiekonzern Equinor teilt mit, dass die Öl- und Gasförderung durch die Arbeitsniederlegung gedrosselt werde. Ein geplantes stufenweises Zurückfahren der Produktion bis Samstag könnte dazu führen, dass fast ein Viertel der norwegischen Gasproduktion und mehr als ein Sechstel der Ölproduktion stillgelegt werden. Australien kämpft weiter mit den Folgen des seit Tagen andauernden Hochwassers. Die Behörden rufen 50.000 Menschen im Bundesstaat New South Wales dazu auf, ihre Häuser zu verlassen oder sich auf die Evakuierung vorzubereiten. In der Nacht retten die Einsatzkräfte 22 Menschen aus den Fluten. 19.000 Haushalte sind ohne Strom. Der Wiener Student und gebürtige Ägypter Ahmed Samir Santawi ist in Kairo zu 3 Jahren Haft verurteilt worden. Die ägyptische Regierung wirft ihm Verbreitung von Falschnachrichten vor. Der 31-Jährige forscht zu Abtreibungsrechten und hat in 2 Social-Media-Posts die Corona-Politik Ägyptens kritisiert. Er ist im Februar 2021 bei einem Heimatbesuch festgenommen worden. Für den Westbalkan hat der jüngste EU-Gipfel nur Enttäuschungen gebracht. Mit Albanien und Nordmazedonien haben die Beitrittsverhandlungen trotz mehrfacher Versprechen noch immer nicht begonnen. Dem Kosovo ist die Visaliberalisierung vorenthalten worden und Bosnien und Herzegowina haben den EU-Beitrittskandidatenstatus nicht bekommen. Dafür wären gewisse Reformen notwendig, unter anderem in der Justiz. Die österreichische Justizministerin Alma Sadic ist deshalb derzeit in Sarajevo, wo Österreich zu den Unterstützern Bosniens auf dem Weg in die EU zählt. Bosnien und Herzegowina zählt neben dem Kosovo zum Schlusslicht auf dem Weg Richtung EU. Mehr als 25 Jahre nach Kriegsende hat das Land noch nicht einmal den EU-Kandidatenstatus, den jüngst sogar die Ukraine bekommen hat. Ein Grund dafür sind die schleppenden Justizreformen. Dazu zählt der Kampf gegen die Korruption bei Richtern und Staatsanwälten. Ihre Angaben zum Eigentum werden derzeit nur bei gravierenden Verdachtsmomenten überprüft. Bei der Überprüfung von Eigentum haben wir nur sehr beschränkte Zuständigkeiten. So notiert unsere Abteilung für Integrität nur die Angaben, die Mitarbeiter der Justiz einmal pro Jahr melden. Vor mehr als einem Jahr gab es ein Gesetzesprojekt, das uns eine breite Zuständigkeit bei der Überprüfung von Eigentumsverhältnissen gegeben hätte. Leider wurde das Gesetz nicht angenommen. Ich denke, dass sich die Parlamente vor diesem Modell fürchten, weil es dann auch auf Politiker und Beamte angewandt werden könnte. Mit Halil Lagumdzija traf in Sarajevo die österreichische Justizministerin Alma Sadic zusammen. Damit soll dem Kampf um eine saubere Justiz der Rücken gestärkt werden. Mit dem bosnischen Justizminister Josip Grubischer unterzeichnete sie eine Vereinbarung über Zusammenarbeit. Wien will Sarajevo bei den Reformen unterstützen. Die Justizverfahren in Bosnien und Herzegowina dauern 3-mal so lang wie die österreichischen Verfahren der Justiz, obwohl hier überdurchschnittlich mehr Justizbeamtinnen und Beamte arbeiten. Das heißt, hier gibt es noch viel Potenzial nach oben und genau da wollen wir auch als österreichische Regierung, als Justizministerium auch unterstützen. Und wie steht es um die Chancen für den EU-Kandidatenstatus für Bosnien? Die österreichische Bundesregierung hat sich im letzten Europäischen Rat sehr ins Zeug gelegt, dass tatsächlich der Westbalkan und insbesondere auch Bosnien und Herzegowina hier in den Fokus rückt. Und es ist tatsächlich einmalig gelungen, dass der Europäische Rat auch klipp und klar sagt, ja, wir wollen den Kandidatenstatus insbesondere Bosnien und Herzegowina zuerkennen. Und das ist wichtig, dieses Commitment ist wichtig. Und jetzt geht es darum, auch einzelne Reformen auf den Weg zu bringen, um tatsächlich auch diesen Kandidatenstatus für Bosnien und Herzegowina zu erreichen. Österreich wird alles dran setzen und mit seiner gesamten Kraft Bosnien und Herzegowina auf diesem Weg unterstützen, weil der Westbalkan und Bosnien und Herzegowina dürfen nicht auf der Strecke bleiben. Wir wollen keine Zweiklassengesellschaft beim Beitritt in die Europäische Union. 6 von 14 Punkten muss das Land erfüllen, um Beitrittskandidat zu werden. 3 betreffen direkt die Justiz. Von den 3 Punkten haben wir als Justizministerium die Strategie zur Strafverfolgung von Kriegsverbrechern verabschiedet. Bleiben noch 2 Aufgaben, eine haben wir erfüllt. Das ist die Änderung des Gesetzes über den Hohen Rat für
Richter und Staatsanwälte. Dabei geht es um die Integrität aller Mitarbeiter der Justiz. Den Gesetzesentwurf hat die Regierung verabschiedet. Ein Teil des Verfahrens im Parlament ist abgelaufen. Doch das Gesetz wurde nicht beschlossen und wieder an das Justizministerium zurückverwiesen. Dasselbe Gesetz dürfen wir nicht wieder einbringen und daher müssen wir es abändern. Der dritte Punkt betrifft Interessenskonflikte. Da haben wir als Justizministerium mit den drei wichtigsten Fraktionen und auch mit der Venediger Kommission des Europarates gesprochen. Doch wir stehen vor Wahlen und das sind turbulente Zeiten. Trotzdem werden wir versuchen, das Gesetz durch das Parlament zu bringen. Ende Oktober finden allgemeine Wahlen statt. Und große Reformen sind in Wahlkampfzeiten eher selten gesät. Ob Bosnien bis zum EU-Gipfel im Herbst die 6 Reformen umsetzt, die für den Kandidatenstatus erforderlich sind, bleibt daher abzuwarten. Bosnien und Herzegowina den EU-Beitrittskandidatenstatus weiter zu verweigern, ihn aber der Ukraine, einem Land im Krieg und mit hoher Korruption, gewährt zu haben, ist das völlig falsche Signal an den Westbalkan. Diese Region darf nicht zur geopolitischen Grauzone werden, denn das stärkt nur die Chancen, die Russland und China am Westbalkan haben. Die Klimakrise, über die wir heute schon berichtet haben, könnte eine große Rolle spielen beim dramatischen Bergunglück auf der Marmolata gestern in Südtirol. Zumindest 7 Todesopfer wurden bisher bestätigt. 13 Menschen gelten als vermisst. Sie alle waren gestern auf dem Weg zum Gipfel der Marmolata. Das ist der höchste Berg der Dolomiten. Und dabei hat sich ein riesiger Block aus Eis und Geröll aus dem Gletscher gelöst und ist hunderte Meter in die Tiefe gedonnert. Direkt auf den Hauptaufstiegsweg. Das Bild vom riesigen Loch im Gletscher sagt schon alles. Fachleute vermuten die Gletscherschmelze als eine der Ursachen. Am Wochenende wurden auf dem Gipfel 10 Grad plus gemessen. Die Rettungsarbeiten sind schwierig und gefährlich, weil das Eis jederzeit wieder brechen könnte und die Chancen, Überlebende zu finden, sind gering. 7 Todesopfer, 8 zum Teil Schwerverletzte und 13 Personen werden nach wie vor vermisst. Wer von den Eismassen mitgerissen wurde, hatte wohl keine Chance zu überleben. Eine Fläche von der Größe 2 Fußballfelder ist von der Marmolata abgebrochen. Schon ein erster Blick auf die Unglücksstelle sagt alles, es ist verheerend. Die Eismassen sind über 1200 Meter abgestürzt und haben alles mitgerissen. Am Gletscher bot sich uns ein Bild der Verwüstung. Alles liegt herum, wie Rucksäcke und zerfetzte Helme. Der Gletscher befindet sich in einem Zustand wie sonst Ende August, sagen Gletscherforscher. Zum ersten Mal wurden am Gipfel über 10 Grad Celsius gemessen. Ministerpräsident Mario Draghi gab bei seinem Besuch im Lagezentrum in Ganazzei am Fuße der Marmolata unter anderem dem menschengemachten Klimawandel die Schuld für das Unglück. Das ist ein dramatisches Ereignis, das so nicht vorhersehbar war. Aber ganz sicher hat es mit den Veränderungen in der Umwelt und mit dem Klimawandel zu tun. Die Regierung wird für die Zukunft Maßnahmen ergreifen müssen, damit solche Unglücke nicht wieder passieren oder vermieden werden können. Am Nachmittag wurde die Suche fortgesetzt. Die Zahl der Vermissten ist auf 13 gesunken. Der vermisste Österreicher hat sich inzwischen gemeldet. Das Gas könnte bei uns bald knapp werden und das wäre schon schlimm genug. In Italien aber leiden die Menschen unter Wassermangel. Die langanhaltende Dürre wird dort zum großen Problem. Deswegen greift man jetzt zu drastischen Maßnahmen. Das Trinkwasser wird rationiert. Wer seinen Garten gießt, muss mit Strafen rechnen. Matthias Linke berichtet. Das könnte heuer durchaus anders sein, denn die norditalienische Poebene mitsamt ihrem Einzugsgebiet bis in die Toskana erlebt die schlimmste Dürre seit 70 Jahren. Davon betroffen sind beliebte Reiseziele wie Verona, Pisa, aber auch die obere Adria bis Triest. Im europäischen Verbraucherzentrum spürt man die Unsicherheit. Man weiß nicht, wie sehr man eingeschränkt ist. Das heißt, kann ich jetzt duschen, kann ich jetzt, wird der Pool befüllt sein? Wie stark ist die Reglementierung vor Ort? Und da ist es wirklich wichtig, sich im Vorfeld zu informieren, damit man dann auch weiß, ich kann jetzt getrost in den Urlaub fahren und das wird in Ordnung sein.
Die Lage in Italien ist vielerorts so ernst, dass der Wasser- und Hitzenotstand ausgerufen werden soll. Ob das auch den Tourismus beeinflussen wird, ist noch nicht absehbar. Generell gilt: Es kommt immer darauf an, wie dieser Notstand ausgestaltet ist und wie sehr Verbraucher davon beeinträchtigt sind. Je nachdem hat man unter Umständen einen Anspruch auf Preisminderung oder aber sogar auf einen kostenlosen Rücktritt oder möglicherweise auch gar keinen Anspruch, weil man selber in Wirklichkeit nicht davon beeinträchtigt ist. Wegen der misslichen Lage soll in den betroffenen Regionen bis nach Rom das Trinkwasser rationiert werden, was aber hauptsächlich Landwirtschaft und Industrie treffen soll, wie Offizielle versichern. Diese Brunnen jemals abzudrehen, das schließt die Stadt Rom schon aus. Die Fontanelle sind lebensnotwendig, nicht nur bei diesen Temperaturen. Tatsächlich sind Privathaushalte und Privatpersonen die Letzten, die von Maßnahmen gegen die Wasserknappheit getroffen sein werden. Verbrauchen sie doch auch den geringsten Teil des Wassers. Wahrscheinlich ist, dass Einschränkungen, die jetzt schon in einigen Gemeinden gelten, zum Beispiel ein Autowaschverbot oder das Verbot, den Garten zu bewässern, auf ganze Regionen ausgedehnt werden, wenn nicht gar auf das ganze Land. Es müsste aber schon ganz schlimm kommen, wenn man nach einem Strandurlaub nicht mehr duschen kann, weil stundenweise das Wasser abgedreht wird. Aber auch diese Möglichkeit ist nicht vom Tisch. Für Reisende empfiehlt es sich, die Lage in Italien auf jeden Fall im Auge zu behalten. Also wenn man schon hört im Radio, Fernsehen, dass das Gebiet, wo man hinfahren möchte, besonders von der Dürre betroffen ist, dann rate ich jedenfalls den Reiseveranstalter oder den Vermieter zu kontaktieren und einmal nachzufragen, ob die eigene Reise betroffen ist, ob man Einschränkungen hat. Wenn nicht, gut, kann man hinfahren. Wenn ja, kann man überlegen, möchte man vielleicht doch stornieren und bekommt vielleicht den Reisepreis zurück oder einen Teil davon. Urlaub bleibt, was es immer war. Nur das Hoffen auf Ruhe und Erholung. Hat Österreich genug Gas, falls Putin den Gashahn zudreht? Wie können wir die Speicher bis zum Winter ausreichend anfüllen? Darüber berät heute die Regierung. In unserer Meldungsübersicht erfahren Sie mehr zu diesem und zu anderen wichtigen Themen des Tages. In den USA ist es gestern bei einer Parade anlässlich des Unabhängigkeitstags zu einem Schussattentat gekommen. Mindestens 6 Personen kommen ums Leben, mehr als 20 werden verletzt. Ein 22-jähriger Verdächtiger wurde festgenommen. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. US-Präsident Joe Biden fordert nach dem Angriff erneut schärfere Waffengesetze. Die Regierung berät heute über die österreichischen Gasvorräte. Denn das Speicherziel von Energieministerin Leonore Gewessler steht momentan auf der Kippe. Die Speicher in Österreich sind zu 45% derzeit gefüllt. Unser Ziel ist 80% vor der Heizsaison. Dazu müssten noch 32.000 Gigawattstunden eingespeichert werden. In den letzten Tagen ist die Speichermenge auf unter 100 Gigawattstunden pro Tag gesunken. Die Lage dürfte sich jetzt stabilisiert haben. Trotzdem wird diskutiert, die zweite Alarmstufe des Gasnotfallplans auszurufen. Heute unterzeichnen die BotschafterInnen der NATO-Staaten die Beitrittsprotokolle für Finnland und Schweden. Damit wird die nächste Hürde Richtung Beitritt genommen. Die beiden Länder können dann bereits an allen NATO-Treffen teilnehmen, aber noch nicht mitstimmen. Dafür müssen zuerst die Regierungen aller 30 NATO-Mitglieder dem Beitritt zustimmen. Heute geht die Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine in der Schweiz zu Ende. Der Krieg dauert zwar weiter an, klar ist aber schon jetzt, die Ukraine wird mehr als 720 Milliarden Euro für den Wiederaufbau benötigen. Das fordert der ukrainische Premierminister Denis Schmyhal. Auch Europaministerin Caroline Edtstadler von der ÖVP nimmt heute bei der Konferenz teil. Sie verspricht der Ukraine die Solidarität Österreichs. Es ist jetzt 12 Uhr und folgende Themen sehen Sie heute noch bei uns in der Sendung. Kipppunkt. Die Gletscher schmelzen im Rekordtempo und werden immer instabiler. Wie gefährlich das ist, fragen wir die Gletscherforscherin Andrea Fischer. Ukraine-Krieg. Die russische Armee erzielt in der Ostukraine Gebietsgewinne. Politikwissenschaftler Gerhard Mangot über die aktuellen Entwicklungen im Krieg in der Ukraine. Und Anpfiff. Die Frauenfußball-EM beginnt morgen mit dem Spiel Österreich gegen England. Wie stehen die Chancen der Österreicherinnen? Wir sprechen mit der stellvertretenden Chefredakteurin des Fußballmagazins Ballesterer.
Fußballfans können sich auf den morgigen Tag freuen. Da wird nämlich das österreichische Fußballnationalteam das Eröffnungsspiel der Europafrauenmeisterschaft bestreiten. Im Old Trafford Stadion in Manchester trifft die ÖFB 11 auf den Gastgeber England. Und leicht wird's wohl nicht werden. England gilt als Favorit und die Österreicherinnen müssen ohne zwei wichtige Spielerinnen antreten. In diesem Teamquartier, eine Autostunde von London entfernt, bereiten sich die ÖFB-Frauen auf das Eröffnungsspiel vor. Das Hotel liegt inmitten einer 50 Hektar großen Parklandschaft. Nach monatelanger Vorbereitung steht die Europameisterschaft also unmittelbar bevor. Die Vorfreude auf den Auftakt ist groß. Die Gruppe besteht neben Österreich und England aus Norwegen und Nordirland. Wir haben eine sehr, sehr schwere Gruppe erwischt, haben sicher mit England ein mega, mega cooles Eröffnungsspiel, aber einen sehr, sehr schweren Gegner, der aktuell einfach in der Offensive ja super drauf ist, muss man so sagen. Aber ich glaube, wir haben schon oft bewiesen, dass wir sehr, sehr gut als Mannschaft verteidigen können und dann auch für Entlastung sorgen können. Und das werden wir diesmal wieder machen. Die Anfangseuphorie wurde durch zwei personelle Ausfälle ein wenig gebremst. Mittelfeldspielerin Maria Plattner zog sich am Sonntag im Training einen Bruch des rechten Schlüsselbeins zu. Zudem fehlt auch die Corona-positive Lisa Kolb. Teamchefin Irene Fuhrmann muss nun umdisponieren. Dafür nominiert sie mit Virginia Kirchberger und Annabelle Schaschnik zwei Spielerinnen nach. Sie sollen nun Teil des großen Ganzen sein, denn dafür steht das ÖFB-Team. Eine Starspielerin sticht nicht heraus, was auch der Bundespräsident bei der Verabschiedung nach England anmerkt. Sie sind berühmt inzwischen für ihren Teamgeist, für die Energie, die sie da hineinstecken und können inzwischen wirklich stolz auf ihre Leistung sein. Wir drücken Ihnen alle Daumen, dass Sie weit kommen. Alles ist möglich. Ob eine Wiederholung des EM-Finales vor 5 Jahren möglich ist, wird man sehen. Das morgige Eröffnungsspiel wird wegweisend dafür sein. Vielleicht werden wir solche Jubelschreie auch in den kommenden Tagen in England sehen. Nicole Selmer ist Vize-Chefredakteurin des österreichischen Fußballmagazins Ballesterer. Mit ihr will ich jetzt darüber sprechen, was das österreichische Frauenfußballteam bei der Europameisterschaft erwartet. Guten Tag, Frau Selmer. Ja, hallo. Ja, was erwartet uns denn da, wenn wir morgen auf den Favoriten des Turniers gleich treffen? Ja, ein großes Spektakel vermutlich. Also das hat man im Beitrag jetzt ja auch schon gehört, das Auftaktspiel zu bestreiten gegen die Gastgeberin im Old Trafford, also einer der legendären Orte des Fußballs vor 75.000. Das Stadion ist ausverkauft, davon werden wahrscheinlich 73.000 für England sein. Das wird eine große Nummer und sicherlich sehr, sehr aufregend. Wird also wahrscheinlich auch eine Herausforderung, die Moral aufrechtzuerhalten. Auch deshalb, weil Österreich Corona- bzw. verletzungsbedingt auf zwei wichtige Spielerinnen verzichten muss. Wie schmerzhaft ist das denn? Ja, das ist natürlich schwierig. Also so wünscht man sich ja keine direkte Vorbereitung fürs Turnier. Gleichzeitig denke ich mir, die Backup-Spielerin hat Irene Fuhrmann ja von Anfang an schon nominiert. Das heißt, ein bisschen kann man damit ja auch gerechnet haben, gerade die Corona-Infektion. Das ist nicht so komplett überraschend. Ich würde mal sagen, besser jetzt als in 3 Tagen. Die letzte EM-Teilnahme Österreichs ist 5 Jahre her. Damals hat das Team einen regelrechten Hype in Österreich ausgelöst, weil es überraschenderweise bis ins Halbfinale gekommen ist. Kann das dieses Mal wieder gelingen? Es ist sicherlich schwieriger und natürlich eine ganz andere Ausgangsposition. Damals war das ja für viele daheim wirklich so aus dem Nichts und auch für viele Gegnerinnen eine große Überraschung. Also den Überraschungseffekt gibt es kein zweites Mal. Die Voraussetzungen sind jetzt ja auch medial nochmal andere. Aber ich würde sagen, das Turnier ist sehr offen. Es gibt einige Favoriten, aber keine klaren. Und selbst gegen England ist es durchaus möglich zu punkten. Also der Druck ist bei den Engländerinnen natürlich noch um ein Vielfaches höher. Die Voraussetzungen sind medial jetzt andere, sagen Sie. Man hat generell den Eindruck, dass Frauenfußball immer mehr aus dem Schatten des Männerfußballs heraustritt. Aber längst ist da noch keine Gleichberechtigung hergestellt, zum Beispiel was die Bezahlung der Spielerinnen angeht. Warum dauert das denn so lange?
Naja, man kann auch fragen, dauert es wirklich so lang? Also wenn wir in Österreich gibt es ein Nationalteam der Frauen seit 1990. Das heißt, wir reden von einer Geschichte, die gerade mal ein bisschen länger als 30 Jahre her ist. Da waren die Männer bei ihrer vorletzten WM. Also das heißt, es gibt da einfach einen wahnsinnig großen Vorsprung, einfach den der Männerfußball in jeder Hinsicht hat und den der lässt sich auch nicht komplett einholen, das ist total klar. Aber ich glaube auch, es gibt einfach es gibt große Veränderungen, sowohl was das Geld angeht, gibt es bei inzwischen der Hälfte der Verbände, die bei der EM sind, gleiche Prämien für Männer und Frauen beim ÖFB oder auch beim DFB in Deutschland nicht. Also es passiert schon auf jeden Fall sehr viel und der Blick auf die Frauen, denke ich, verändert sich auch sehr stark. In Österreich natürlich ganz stark durch die EM 2017. Also Erfolg ist da immer ein gutes Argument. Könnte Österreich da von anderen Fußballnationen etwas lernen oder was müsste passieren, damit Gleichberechtigung auch bei uns wirklich zur Gänze hergestellt wird? Ja, ich glaube, Österreich lernt schon. Also ein Trend, den wir in Europa seit ein paar Jahren sehen, ist, dass sich die großen Männerclubs auch bei den Frauen engagieren, vor allem in England und Spanien, aber auch in Deutschland, in Italien. Und das sehen wir ja auch in Österreich, also schon seit ein paar Jahren. Es gibt Spielgemeinschaften von der Wiener Austria zum Beispiel, die jetzt aber auch separat spielt. Der LASK hat ein neues Frauenteam gegründet und selbst Rapid, die sich lange da verschlossen haben, hat jetzt angekündigt, auch ein Frauenteam starten zu wollen. Also das heißt, da würde ich sagen, schaut Österreich auch durchaus sich was ab in anderen Ländern, halt in noch kleinerem Ausmaß. Alles ist möglich, hat der österreichische Bundespräsident bei der Verabschiedung des ÖFB-Teams gesagt. Hoffen wir, dass das auf den Erfolg, aber auch auf die Gleichberechtigung zutrifft. Nicole Selmer, vielen Dank für das Gespräch. Gerne, danke. In Italien wird das Wasser knapp und das Eis schmilzt. Auch hier bei uns in Österreich ist das so. Auf 3000 Metern Höhe ist hierzulande noch nie so wenig Schnee gelegen wie heuer. GletscherforscherInnen rechnen diesen Sommer mit Schmelzraten, wie es sie noch nie gegeben hat. Welche Katastrophen die immer weiter steigenden Temperaturen auf den Gletschern auslösen können, hat sich erst am Sonntag gezeigt, wieder in Italien. Es sind erschreckende Bilder, die uns am Sonntag aus dem norditalienischen Trentino erreichen. Auf dem Marmolata-Gletscher löst sich eine Eisplatte und reißt mindestens 8 Menschen in den Tod. Dutzende werden am Dienstagvormittag noch vermisst. Um den Auslöser für das Unglück zu finden, muss man nicht lange suchen. Nun, das Einzige, was zweifelsfrei feststeht, laut allen Experten, ist, dass die Temperatur, die dort geherrscht hat, zu diesem Unglück geführt hat. Dazu kommt, dass wir einen schneearmen Winter hatten auf diesem Gletscher. Auch der ehemalige Extrembergsteiger Reinhold Messner warnt anlässlich des Gletscherabbruchs in Trentino vor den hohen Temperaturen. Sie würden dazu führen, dass Gletscher immer instabiler werden. Er sieht das Unglück in den italienischen Alpen als deutliche Folge des Klimawandels. GletscherforscherInnen warnen davor, dass ein ähnliches Szenario auch in Österreich wahrscheinlich ist. Die Eisdecke wird seit Jahren stetig dünner. Dazu kommt, dass die heimischen Alpen heuer besonders schneearm sind. Die Schneebedeckung ist in den Gletscherzungenbereichen bereits im März, Anfang April, so weit abgeschmolzen, dass die Sonne direkt das Eis praktisch auflöst. Alle Versuche, hier gegenzusteuern, werden nicht ausreichend sein, um das zu stoppen. Die hohen Temperaturen sind auch für den größten Gletscher Österreichs, die Pasterze am Fuße des Großglockners, schlechte Nachrichten. Noch im Sommer könnte es passieren, dass die Gletscherzunge völlig abreißt und der Gletscher in zwei Teile auseinanderfällt. Und über die Situation der Gletscher in den Alpen spreche ich jetzt mit der Gletscherforscherin Andrea Fischer von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Schönen guten Tag, Frau Fischer. Guten Tag. Plus 10 Grad hat es gehabt auf dem Gipfel der Marmolata. Dadurch ist es zu einem Gletscherbruch gekommen. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass wir solche Phänomene in nächster Zeit öfter erleben?
Das Phänomen an sich wird uns wahrscheinlich besonders in diesem Sommer, aber auch in den nächsten Sommern begleiten. Wir hoffen nur, dass wir in Zukunft Personenschäden vermeiden können, dass sich dieses neue Phänomen einfach mehr Bekanntheit erreicht und dadurch die Gefahrensituationen besser identifizierbar, besser vermeidbar werden. Der Marmolata-Gletscher hat zwischen 2004 und 2015 ein Drittel seines Volumens verloren. Wie hat sich das denn ausgewirkt auf die Sicherheit am Berg? Prinzipiell ist es so, dass diese abschmelzenden Gletscher mittlerweile sehr dünn sind. Dadurch sind sowohl die Eismassen leicht labilisierbar, als auch kommt Schutt, der Jahrzehnte oder Jahrhunderte lang unter dem Gletscher begraben war, an die Oberfläche, kann dort über diese sehr steilen Eisreste abstürzen und die Naturgefahrensituation verschärft sich dadurch. An den Gletscherzungen gibt es zudem das Phänomen der Einbruchstrichter. Große Hohlräume können dort ebenfalls, wie es an der Marmolata ist, kollabieren. Nur ist die Situation dann eine andere im flachen Gelände. Die Eismassen setzen sich nicht in Bewegung, sondern kollabieren an Ort und Stelle. Das birgt lokale Gefahren. Die Gefahr verschärft sich. Also wie genau kann man denn vorhersagen, wann es zu einem Gletscherbruch kommt? Es ist uns leider noch nicht möglich, diese Art von Naturgefahr präzise auf den Punkt, sowohl an Ort und Zeit vorherzusagen, einfach aus dem Grund, dass wir wissen, dass sämtliche relevante Prozesse sich im Inneren des Gletschers abspielen und deshalb von außen nicht erkennbar sind. Wir werden diesen Sommer sicherlich sehr viel dazulernen. Ein Teil dieser labilen Flächen wird sich auch heuer im Sommer dauerhaft verabschieden. Und so wird es in den nächsten Jahrzehnten sicher zu einer Konsolidierung dieser Situation kommen. Das klingt jetzt etwas bedenklich. Die gletschernden Alpen sind durch die wärmeren Temperaturen in den niederen Lagen stärker vom Abschmelzen betroffen. Wie lange wird es dauern, bis es gar keine Gletscher mehr gibt? Es ist zu erwarten, dass von den 4000 Gletschern der Alpen zu Ende dieses Jahrhunderts nur mehr etwa ein Viertel oder etwas weniger davon übrig ist. Es kommt darauf an, für welches Klimaszenario wir uns entscheiden werden. Entscheiden wir uns für das 1,5-Grad-Szenario, also die Reduktion der Treibhausgase so, dass die Erwärmung nicht höher als 1,5 Grad Celsius im globalen Mittel beträgt. So kann man die Alpengletscher in einen Zustand bringen, wo sie sich gegen Ende des Jahrhunderts sogar wieder teilweise regenerieren können. Halten wir dieses 1,5-Grad-Ziel nicht ein, so können sie dauerhaft verschwinden. Dass aber nur noch ein Viertel der Gletscher übrig bleibt, das klingt ganz schön dramatisch. Was würde das denn fürs Klima bedeuten? Für das Klima bedeutet das Verschwinden der Alpengletscher nicht sehr viel, weil die Alpengletscher nur sehr kleine Flächen in Anspruch nehmen im Vergleich zu den großen Eisflächen der Antarktis, der nördlichen Polargebiete. Aber wir müssen umgekehrt sagen, dass die Alpengletscher sehr sensible Zeiger für das Klima sind und dass diese Entwicklung, die wir jetzt an den Alpengletschern ablesen können, diese durchaus dramatische Entwicklung, uns schon zu denken geben könnte, welche Folgen des Klimawandels dann noch auf uns warten, die nicht so offensichtlich sind wie das Kollabieren der Alpengletscher jetzt. Was kann man denn da tun, um gegenzusteuern, damit die Alpengletscher nicht kollabieren? Im Wesentlichen bleibt uns nur auf dieses 1,5-Grad-Ziel hinzuarbeiten. Wir müssen in Kauf nehmen, dass die Alpengletscher in den nächsten 30 Jahren weiterhin kleiner werden, weil eben die heute ausgestoßenen Treibhausgase über 30 Jahre wirksam sind. Das heißt, alle unsere Maßnahmen werden sich erst für die nächste oder übernächste Generation auswirken. Es ist aber durchaus anzuraten, diese Anstrengungen in Kauf zu nehmen. Ein langfristiges Projekt, das man jetzt schon in Angriff nehmen sollte. Andrea Fischer, vielen Dank für dieses Gespräch. Danke sehr. Wie kann Österreich bis zum Jahr 2040 klimaneutral werden? Mit dieser Frage hat sich der sogenannte Klimarat beschäftigt. Der besteht aus etwa 100 BürgerInnen aus allen Regionen und Teilen der Gesellschaft. Sie haben mehr als 90 Empfehlungen an die Politik gerichtet und die sind durchaus ambitioniert. Wir sind bereit, jetzt ist die Politik am Zug. So kann die Bilanz des Klimarats wohl zusammengefasst werden. Insgesamt 6 Wochen haben 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zusammen mit Wissenschaftlerinnen über Klimaschutzmaßnahmen diskutiert. 93 Empfehlungen an die Politik sind es geworden. Diese reichen von einem sofortigen Klimaschutzgesetz inklusive CO2-Bepreisung
über die Abschaffung von Subventionen fossiler Energien und einem massiven Ausbau des öffentlichen Verkehrs bis hin zur klimafreundlichen Bepreisung von Lebensmitteln. Zum Beispiel ein Verbot von 2 zum Preis von 1 Angeboten, denn diese führten zu Lebensmittelverschwendung, so der Bericht. Also wir wissen, dass es einen Klimawandel gibt. Wir wissen, welche Lösung es gab, damit er gestoppt werden kann. Aber es wird einfach nichts gemacht. Entscheidungsträger werden dafür gewählt, dass sie Entscheidungen treffen und nicht, dass sie Entscheidungen verzögern bzw. sich drum herum winden. Die Regierung muss jetzt handeln, die Zeit drängt, so der Appell des Klimarats bei der Übergabe. Wir sind bereit dazu, auch mitzugehen. Soll keine Ausrede sein, der Bürger macht nicht mit, wir machen mit. Und das ist uns auch wichtig gewesen, dass wir das zeigen. Da ist viel Engagement, Hirn und Herz in die Empfehlungen gegangen. Das heißt, wir werden uns jetzt jede einzelne dieser Empfehlungen auch anschauen, über den Sommer intensiv damit beschäftigen und dann wird es auch zu jeder einzelnen der Empfehlungen eine Rückmeldung geben. Lob für den Bericht kam heute von Umweltschutzorganisationen. Die Oppositionsparteien NEOS und SPÖ kritisieren anlässlich des Berichts die Regierung für zu langsames Handeln in der Klimakrise. Die FPÖ lehnt die Vorschläge weitgehend ab. Es werde auf Teuerungen und Verbote gesetzt. In Italien leiden die Menschen unter Wassermangel. Die langanhaltende Dürre wird zum großen Problem. Deswegen greift man jetzt zu drastischen Maßnahmen. Das Trinkwasser wird rationiert und wer seinen Garten gießt, muss mit Strafen rechnen. Matthias Linke berichtet. Wir sind auf Urlaub in Italien, dort ist immer wunderschön. In Caorle und Bibione, dort haben wir niemals ein Problem. Das könnte heuer durchaus anders sein, denn die norditalienische Poebene mitsamt ihrem Einzugsgebiet bis in die Toskana erlebt die schlimmste Dürre seit 70 Jahren. Davon betroffen sind beliebte Reiseziele wie Verona, Pisa, aber auch die obere Adria bis Triest. Im europäischen Verbraucherzentrum spürt man die Unsicherheit. Man weiß nicht, wie sehr man eingeschränkt ist. Das heißt, kann ich jetzt duschen, kann ich jetzt, wird der Pool befüllt sein? Wie stark ist die Reglementierung vor Ort? Und da ist es wirklich wichtig, sich im Vorfeld zu informieren, damit man dann auch weiß, ich kann jetzt getrost in den Urlaub fahren und das wird in Ordnung sein. Die Lage in Italien ist vielerorts so ernst, dass der Wasser- und Hitzenotstand ausgerufen werden soll. Ob das auch den Tourismus beeinflussen wird, ist noch nicht absehbar. Generell gilt: Es kommt immer darauf an, wie dieser Notstand ausgestaltet ist und wie sehr Verbraucher davon beeinträchtigt sind. Je nachdem hat man unter Umständen einen Anspruch auf Preisminderung oder aber sogar auf einen kostenlosen Rücktritt oder möglicherweise auch gar keinen Anspruch, weil man selber in Wirklichkeit nicht davon beeinträchtigt ist. Wegen der misslichen Lage soll in den betroffenen Regionen bis nach Rom das Trinkwasser rationiert werden, was aber hauptsächlich Landwirtschaft und Industrie treffen soll, wie Offizielle versichern. Diese Brunnen jemals abzudrehen, das schließt die Stadt Rom schon aus. Die Fontanelle sind lebensnotwendig, nicht nur bei diesen Temperaturen. Tatsächlich sind Privathaushalte und Privatpersonen die Letzten, die von Maßnahmen gegen die Wasserknappheit getroffen sein werden. Verbrauchen sie doch auch den geringsten Teil des Wassers. Wahrscheinlich ist, dass Einschränkungen, die jetzt schon in einigen Gemeinden gelten, zum Beispiel ein Autowaschverbot oder das Verbot, den Garten zu bewässern, auf ganze Regionen ausgedehnt werden, wenn nicht gar auf das ganze Land. Es müsste aber schon ganz schlimm kommen, wenn man nach einem Strandurlaub nicht mehr duschen kann, weil stundenweise das Wasser abgedreht wird. Aber auch diese Möglichkeit ist nicht vom Tisch. Für Reisende empfiehlt es sich, die Lage in Italien auf jeden Fall im Auge zu behalten. Also wenn man schon hört im Radio, Fernsehen, dass das Gebiet, wo man hinfahren möchte, besonders von der Dürre betroffen ist, dann rate ich jedenfalls den Reiseveranstalter oder den Vermieter zu kontaktieren und einmal nachzufragen, ob die eigene Reise betroffen ist, ob man Einschränkungen hat. Wenn nicht, gut, kann man hinfahren. Wenn ja, kann man überlegen, möchte man vielleicht doch stornieren und bekommt vielleicht den Reisepreis zurück oder einen Teil davon. Urlaub bleibt, was es immer war. Nur das Hoffen auf Ruhe und Erholung. Eine zentrale Rolle bei der Verteidigung der Ukraine gegen den russischen Angriff spielt der Landkreis Dnipropetrovsk. In den dortigen Spitälern werden viele verwundete Soldaten versorgt und auch wirtschaftlich zählt der Landkreis zu den wichtigsten in der Ukraine.
Unser Korrespondent Christian Werschütz ist dieser Tage in der Nähe der Front gewesen, wo die Führung der Region eine Territorialverteidigung organisiert hat. Der Krieg in der Ostukraine ist ein Abnutzungskrieg, in dem sich die Ukraine dank großer Tapferkeit und massiver westlicher Unterstützung bisher gut gehalten hat. Doch wegen ihrer massiven Artillerieüberlegenheit rücken russische Truppen langsam im Donezbecken weiter vor. Neue Stellungen zur Verteidigung werden daher bereits vorbereitet. Sie liegen derzeit noch etwa 70 Kilometer hinter der Front. Eine nicht nur geografisch zentrale Rolle bei der Verteidigung spielt der Landkreis von Dnipropetrovsk. Er grenzt an alle drei Frontabschnitte im Süden, im Osten und im Norden. Die ukrainischen Truppen halten die Positionen im Süden bei Saporischschja und im Norden bei Charkiw. Im Donezk-Becken gibt es einen Vormarsch der Russen, weil sie dort ihre Kräfte konzentriert haben. Doch das Tempo des Vormarsches der russischen Armee ist sehr langsam und mit sehr großen Verlusten verbunden. An allen Fronten im Einsatz sind auch Einheiten der Territorialverteidigung. Diese Ausbildung konnte im Raum Odessa gefilmt werden, während andere Landkreise weit restriktiver bei Drehgenehmigungen sind. Dazu zählt Dnipropetrovsk. Wie steht es um die Ausbildung dieser Einheiten? Unsere Territorialverteidigung ist bereits ziemlich gut ausgestattet. Ihre Verteidigungsfähigkeit haben wir ständig verbessert, wobei wir leider vom Staat und vom Verteidigungsministerium nichts bekommen haben. Daher fehlt es an Helmen, Schutzwesten, Medikamenten, Transportmitteln und an ausreichend Lebensmitteln. Uns ist es gelungen, die Territorialverteidigung entsprechend auszustatten. Sie war nie an Straßensperren im Einsatz, sondern wurde sofort auf Truppenübungsplätzen ausgebildet. Daher sind diese Einheiten im Vergleich mit anderen Landkreisen besser organisiert. Auch die vielen Flüchtlinge waren eine große Herausforderung für den Landkreis von Dnipropetrovsk. Wegen seiner zentralen Lage ist er auch in dieser Hinsicht das zentrale Auffangbecken. Wir liegen heute als Landkreis an der Spitze bei der Aufnahme von Flüchtlingen. Derzeit befinden sich bei uns etwa 300.000 Binnenflüchtlinge, davon offiziell 120.000 in der Stadt Dnipro. In Kryvyi Rih sind es etwa 45.000. Die grundlegende Belastung liegt bei den Städten. Wir schätzen aber, dass sich bis zu 30% der Flüchtlinge nicht registriert haben. Dazu zählen Männer, die damit der Einberufung zur Armee entgehen wollen. Aber auch Personen, die nicht auf Sozialhilfe angewiesen sind. Alles in allem schätzen wir, dass im Landkreis etwa 400.000 Binnenflüchtlinge leben. Das sind etwa 10% der Einwohner. Zum Vergleich: Am Höhepunkt der Flucht verzeichnet der Landkreis von Lemberg 200.000 Flüchtlinge. Dort sind jetzt noch 80.000, bei uns aber 400.000. Damit Sie den Unterschied verstehen, der nun bei uns herrscht. Ohne Frieden werden diese Flüchtlinge kaum zurückkehren können. Sehen Sie Chancen für Verhandlungen zwischen Kiew und Moskau? Derzeit ist es sehr schwer, darüber zu sprechen, ob Verhandlungen überhaupt möglich sind, weil die Positionen von Russland und der Ukraine völlig unterschiedlich sind. Auf jeden Fall gilt, dass je größer die russischen Verluste insgesamt sind, von militärischen über menschlichen Verlusten bis hin zu den Folgen der Sanktionen, umso geringer sind die Chancen, Russland seine Ziele in der Ukraine zu erreichen. Und umso größer sind die Chancen der Ukraine. Eine Entscheidung am Schlachtfeld ist derzeit nicht in Sicht und auch wirtschaftlich hat sich die Ukraine bisher besser gehalten als befürchtet. Ein großes Problem ist weiter die Landwirtschaft. Die neue Ernte hat bereits begonnen, doch noch immer sind die Häfen durch Russland blockiert und Exporte im kleineren Umfang nur am Landweg möglich. In Lugano in der Schweiz findet heute der Abschlusstag der Internationalen Geberkonferenz statt. Thema ist ein Wiederaufbauplan für die Ukraine. In einem ersten Abschlussstatement hat sich auch die österreichische EU-Ministerin Caroline Edtstadler zu Wort gemeldet. Ihr Statement, das sehen Sie jetzt. Hier könnte man das tägliche Sterben in der Ukraine leicht vergessen, vor der malerischen Kulisse des Luganosees. Und doch ist es sehr präsent, auch in der Person des ukrainischen Regierungschefs Denis Schmyhal.
Diese Wiederaufbaukonferenz soll aber keine Geberkonferenz sein. Es soll eine Art Leitfaden für die Zukunft erarbeitet werden. Die staatliche Existenz der Ukraine steht auf dem Spiel, sagt die EU-Kommissionspräsidentin. Der Kreml will die Ukraine militärisch, politisch, ökonomisch zerstören. Das werden wir niemals zulassen. Der zugeschaltete ukrainische Präsident spielt gewohnt gekonnt auf der emotionalen Klaviatur, wenn er betont, der Wiederaufbau ist eine Aufgabe für die gesamte demokratische Welt, die von sich sagt, wir sind zivilisiert. Dafür wird man viel Geld brauchen, hunderte Milliarden Euro. Noch aber tobt der Krieg in der Ostukraine. Vor allem der Raum Slowjansk-Kramatorsk, ein wichtiger Stützpunkt für die ukrainische Armee im Donbass, wird von der russischen Artillerie unter Feuer genommen, nachdem die Region Luhansk erobert wurde. Der russische Präsident gratuliert seiner Armee zur Befreiung von Luhansk bei einem Treffen mit dem Verteidigungsminister. Die militärische Spezialoperation im Donbass geht weiter, betonen beide. Das ist in Lugano weit weg und doch so nah. Was unvorstellbar war, ist wahr geworden. 4 Monate Krieg in der Ukraine. Österreich steht solidarisch zur Ukraine. Wir helfen, wo wir können. Österreich unterstützt die Ukraine und besonders betroffene Länder mit mehr als 80 Millionen Euro. Österreich unterstützt auch die Lieferung von nicht tödlichem militärischen Equipment durch die EU und hat mittels konstruktiver Enthaltung auch die Lieferung von tödlichem Equipment durch die EU ermöglicht. Derzeit sind über 78.000 Flüchtlinge aus der Ukraine in Österreich registriert. Was die Nahrungsmittelsicherheit anbelangt, haben die österreichischen Bundesbahnen den Transport landwirtschaftlicher Güter aus der Ukraine seit Kriegsbeginn ausgeweitet. Bis jetzt sind mehr als 130.000 Tonnen Getreide nach Zentraleuropa transportiert worden. Es gibt eine große Solidarität in der österreichischen Bevölkerung. Bei einer kürzlichen Spendenaktion wurden fast 42 Millionen Euro gesammelt. Die Unterstützung für die Ukraine steht außer Frage. Österreich wird zur Erholung, Wiederaufbau und Weiterentwicklung der Ukraine beitragen. In dieser Hinsicht möchten wir bestehende und neue Partnerschaften zwischen den Regionen vertiefen. Es ist wichtig, das kollektive Potenzial von privaten Unternehmen, Institutionen und Zivilorganisationen zu involvieren. Wir unterstützen die Einrichtung eines Koordinationsmechanismus zwischen der Ukraine und seinen Partnern für die Vorbereitung und Umsetzung eines Wiederaufbauplans für die Ukraine. Der EU-Kandidatenstatus für die Ukraine und Moldawien ist ein großer Schritt in die richtige Richtung, weil wir ein Überschwappen auf andere Länder verhindern müssen. Aber wir brauchen auch eine Perspektive für den Westbalkan. Österreich hat vorgeschlagen, den Beitrittsprozess zu fördern. Die Ukraine hat bereits Fortschritte bei der Reform der öffentlichen Verwaltung gemacht, bei Antikorruption und makroökonomischer Stabilisation. Es ist essentiell, dass diese Reformen weitergehen. Meine Damen und Herren, nur gemeinsam können wir die gegenwärtige Krise überstehen. Only united we can overcome the crisis of these times. Wendet sich das Blatt im Donbass, dem umkämpften Gebiet im Südosten der Ukraine? Ist der Krieg womöglich bald entschieden? Darüber spreche ich jetzt mit dem Russland-Experten Gerhard Mangott. Ich freue mich, dass er zu mir geschaltet ist. Schönen guten Tag, Herr Mangott. Guten Tag. Wie zufrieden kann denn Wladimir Putin mit dem momentanen Kriegsverlauf sein? Im Augenblick machen die russischen Streitkräfte tatsächlich Vorstöße, langsam zwar, aber systematisch, wenn auch mit hohen Verlusten an Soldaten und an Kriegsmaterial. Aber nun ist die Provinz Luhansk erobert, jetzt sind noch etwa 40% des Territoriums der Provinz Donetsk zu erobern. Dann wäre eigentlich ein Kriegsziel der russischen Seite erreicht, den Donbass, wie die russische Seite sagt, zu befreien, weil dort angeblich ein Völkermord der ukrainischen Regierung an den Russen und Russischsprachigen stattgefunden habe. Was würde es denn für diesen Krieg bedeuten, wenn der gesamte Donbass an Russland fiele? Und ich kann mir vorstellen, dass Russland dann eine einseitige Waffenruhe anbieten würde. Zum einen hängt das damit zusammen, dass die russischen Streitkräfte vermutlich nach der Eroberung des gesamten Donbass nicht mehr in der Lage sind, wirklich große Offensiven noch zu starten, weder Richtung des Flusses Dnieper noch im Hinblick auf die Hafenstadt Odessa. Und zweitens, wenn Russland eine einseitige Waffenruhe anbietet, dann bringt es die Ukraine unter Zugzwang. Es würde für die russische Seite positiv sein, denn dann würde die Frontlinie zu einer Waffenstillstandslinie. Dann könnte Russland die Kontrolle über diese Regionen im Donbass konsolidieren. Die Ukraine
will das und wird das natürlich nicht akzeptieren und der Krieg geht weiter. Aber das könnte im Westen Diskussionen auslösen, ob die ukrainische Weigerung, auf eine Waffenruhe einzugehen, wirklich richtig ist. Oder es könnten sich dann Stimmen mehren, die sagen, nein, die Ukraine jetzt in der militärischen Defensive soll dieses Angebot annehmen. Wladimir Putin und der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko scheinen sich sehr nahe zu stehen und man befürchtet schon länger eine Einmischung von Seiten Belarus in diesen Krieg. Für wie wahrscheinlich halten Sie das denn? Das halte ich nicht für sehr wahrscheinlich. Es gibt Berichte über Desertionen aus den belarussischen Streitkräften und Unmut darüber, dass die Armee in diesem Ukraine-Krieg eingesetzt werden könnte. Es wäre für Lukaschenko also ein Wagnis, die belarussischen Truppen in die Ukraine zu entsenden. Das könnte zu einer Destabilisierung im Inneren führen. Lukaschenko braucht neben Russland natürlich auch seinen eigenen Sicherheitsapparat zur Aufrechterhaltung seiner Macht. Zum Zweiten, es gibt im Norden der Ukraine keine Front. Russland hat sich dort ja zurückgezogen. Also es ist nicht zu erwarten, dass die belarussischen Streitkräfte allein dort wieder eine Front eröffnen würden. Also insgesamt sehe ich einen solchen Einsatz als eher unwahrscheinlich an. Der ist ja aus Sicht von Russland derzeit auch gar nicht notwendig. Militärisch läuft für Putin alles glatt, aber in anderer Hinsicht nicht so sehr. Denn der Westen rückt immer weiter zusammen. Finnland und Schweden werden wohl jetzt der NATO beitreten. Wie wird denn Russland darauf reagieren? Nun, Putin selbst hat sehr still darauf reagiert. Er hat gesagt, das ist nicht von großer Bedeutung, außer die NATO würde in Finnland und Schweden Militärbasen stationieren, wo NATO-Soldaten und militärische Infrastruktur gelagert sind. Da würde die russische Seite, so Putin, reagieren. Und sie würde natürlich nicht mit einer militärischen Offensive reagieren. Dazu hat sie weder die Kraft, noch hätte sie die Chance und die Aussicht, eine solche Offensive auch erfolgreich durchzuführen. Aber was wohl passieren würde, dann wäre eine deutlich stärkere nukleare Präsenz Russlands in der Ostsee, nicht nur in der Exklave Kaliningrad, sondern auch was die russische Marine und strategische U-Boote in der Ostsee betrifft. Das wäre dann wohl die Konsequenz. Atomwaffen haben natürlich ein hohes Einschüchterungspotenzial. Mit dem sogenannten Gashahn hat aber Putin auch ein mächtiges wirtschaftliches Instrument in der Hand. Wenn jetzt bald wirklich gar kein Gas mehr nach Europa fließt, dann könnte das eine Wirtschaftskrise bei uns zur Folge haben. Wieso kann denn Putin solche Folgen so scheinbar leicht auslösen, während Russland die ganzen Sanktionen unbeschadet übersteht? Oder täuscht dieser Eindruck nur? Ich denke, dieser Eindruck täuscht, vor allem wenn man kurzfristig die Konsequenzen beobachtet. Aber mittel- bis langfristig werden die Konsequenzen der Sanktionen schon erheblich sein. Es ist nur so, dass das Ölembargo der EU noch nicht in Kraft ist und dass Russland sinkende Exportmengen in die EU eben auf anderen Märkten, in China und in Indien, verkaufen kann. Das heißt, es gibt viele Staatseinnahmen aus dem Ölexport. Und das könnte Putin in Versuchung bringen, einen Gaslieferstopp durchzusetzen. Das könnte etwas sein, dass nach der Wartung von Nord Stream 1 die Lieferungen nicht wieder aufgenommen werden. Er weiß, welche Schockwellen das sozial und wirtschaftlich für viele Staaten in Europa bedeutet. Und sein Ziel ist es eben, deutlich zu machen, der westlichen Bevölkerung deutlich zu machen, dass die Sanktionen eben einen Preis haben, dass Russland vergelten könne. Und er will damit die Stimmung in der westlichen Bevölkerung verändern, zu Ungunsten einer weiteren Unterstützung der Ukraine in diesem Krieg. Wie schätzen Sie das ein? Wird Putin wirklich so weit gehen, den Gashahn vollkommen zuzudrehen? Nun, ich kann es nicht mehr ausschließen. Es hat heute vor einer Stunde der frühere Präsident und jetzige stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates Russlands, Dmitri Medvedev, auf seinem Telegram-Kanal angekündigt, dass Japan kein Öl und kein Gas mehr aus Russland bekommen werde. Also das klingt nach einem Gas- und Öllieferstopp gegenüber Japan. Und was gegenüber Japan möglich ist, könnte unter Umständen auch gegenüber Europa eingesetzt werden und möglich sein. Und Europa ist sehr schlecht darauf vorbereitet. Das sind ja düstere Aussichten. Vielen Dank trotzdem, Gerhard Mangold, für Ihre Zeit und für Ihre Einschätzung. Sehr gerne. Und wir bleiben im Ausland. In Australien kämpft man seit Tagen mit schweren Überschwemmungen. Sydney und die umliegenden Gebiete werden evakuiert. Das und mehr sehen Sie jetzt in unserer Meldungsübersicht. Wegen der anhaltenden Wasserknappheit in 5 Regionen ruft Italiens Regierung gestern Abend den Notstand aus. Der Ausnahmezustand gilt bis Ende des Jahres in der Lombardei, dem Piemont, der Emilia-Romagna, Venetien und dem Friaul. Diese Regionen sind am stärksten von der Dürre betroffen.
Rom stellt mehr als 36 Millionen Euro zur Verfügung, um die Folgeschäden des Wassermangels zu bekämpfen. Inmitten der Sorgen um die europäische Gasversorgung streiken seit gestern Abend die norwegischen Öl- und GasarbeiterInnen. Der norwegische Energiekonzern Equinor teilt mit, dass die Öl- und Gasförderung durch die Arbeitsniederlegung gedrosselt werde. Ein geplantes stufenweises Zurückfahren der Produktion bis Samstag könnte dazu führen, dass fast ein Viertel der norwegischen Gasproduktion und mehr als ein Sechstel der Ölproduktion stillgelegt werden. Australien kämpft weiter mit den Folgen des seit Tagen andauernden Hochwassers. Die Behörden rufen 50.000 Menschen im Bundesstaat New South Wales dazu auf, ihre Häuser zu verlassen oder sich auf die Evakuierung vorzubereiten. In der Nacht retten die Einsatzkräfte 22 Menschen aus den Fluten. 19.000 Haushalte sind ohne Strom. Der Wiener Student und gebürtige Ägypter Ahmed Samir Santawi ist in Kairo zu 3 Jahren Haft verurteilt worden. Die ägyptische Regierung wirft ihm Verbreitung von Falschnachrichten vor. Der 31-Jährige forscht zu Abtreibungsrechten und hat in 2 Social-Media-Posts die Corona-Politik Ägyptens kritisiert. Er ist im Februar 2021 bei einem Heimatbesuch festgenommen worden. Für den Westbalkan hat der jüngste EU-Gipfel nur Enttäuschungen gebracht. Mit Albanien und Nordmazedonien haben die Beitrittsverhandlungen trotz mehrfacher Versprechen noch immer nicht begonnen. Dem Kosovo ist die Visaliberalisierung vorenthalten worden und Bosnien und Herzegowina haben den EU-Beitrittskandidatenstatus nicht erhalten. Dafür wären gewisse Reformen notwendig, unter anderem in der Justiz. Die österreichische Justizministerin Alma Sadic ist deshalb derzeit in Sarajevo, wo Österreich zu den Unterstützern Bosniens auf dem Weg in die EU zählt. Bosnien und Herzegowina zählt neben dem Kosovo zum Schlusslicht auf dem Weg Richtung EU. Mehr als 25 Jahre nach Kriegsende hat das Land noch nicht einmal den EU-Kandidatenstatus, den jüngst sogar die Ukraine bekommen hat. Ein Grund dafür sind die schleppenden Justizreformen. Dazu zählt der Kampf gegen die Korruption bei Richtern und Staatsanwälten. Ihre Angaben zum Eigentum werden derzeit nur bei gravierenden Verdachtsmomenten überprüft. Bei der Überprüfung von Eigentum haben wir nur sehr beschränkte Zuständigkeiten. So notiert unsere Abteilung für Integrität nur die Angaben, die Mitarbeiter der Justiz einmal pro Jahr melden. Vor mehr als einem Jahr gab es ein Gesetzesprojekt, das uns eine breite Zuständigkeit bei der Überprüfung von Eigentums Verhältnissen gegeben hätte. Leider wurde das Gesetz nicht angenommen. Ich denke, dass sich die Parlamente vor diesem Modell fürchten, weil es dann auch auf Politiker und Beamte angewandt werden könnte. Mit Halil Lagumdžija traf in Sarajevo die österreichische Justizministerin Alma Sadic zusammen. Damit soll dem Kampf um eine saubere Justiz der Rücken gestärkt werden. Mit dem bosnischen Justizminister Josip Grubišar unterzeichnete sie eine Vereinbarung über Zusammenarbeit. Wien will Sarajevo bei den Reformen unterstützen. Die Justizverfahren in Bosnien und Herzegowina dauern 3-mal so lang wie die österreichischen Verfahren der Justiz, obwohl hier überdurchschnittlich mehr Justizbeamtinnen und Beamte arbeiten. Das heißt, hier gibt es noch viel Potenzial nach oben und genau da wollen wir auch als österreichische Regierung, als Justizministerium auch unterstützen. Und wie steht es um die Chancen für den EU-Kandidatenstatus für Bosnien? Die österreichische Bundesregierung hat sich im letzten Europäischen Rat sehr ins Zeug gelegt, dass tatsächlich der Westbalkan und insbesondere auch Bosnien und Herzegowina hier in den Fokus rückt. Und es ist tatsächlich einmalig gelungen, dass der Europäische Rat auch klipp und klar sagt, ja, wir wollen den Kandidatenstatus insbesondere Bosnien und Herzegowina zuerkennen. Und das ist wichtig, dieses Commitment ist wichtig. Und jetzt geht es darum, auch einzelne Reformen auf den Weg zu bringen, um tatsächlich auch diesen Kandidatenstatus für Bosnien und Herzegowina zu erreichen. Österreich wird alles dran setzen und mit seiner gesamten Kraft Bosnien und Herzegowina auf diesem Weg unterstützen, weil der Westbalkan und Bosnien und Herzegowina
dürfen nicht auf der Strecke bleiben. Wir wollen keine Zweiklassengesellschaft beim Beitritt in die Europäische Union. 6 von 14 Punkten muss das Land erfüllen, um Beitrittskandidat zu werden. 3 betreffen direkt die Justiz. Von den 3 Punkten haben wir als Justizministerium die Strategie zur Strafverfolgung von Kriegsverbrechern verabschiedet. Bleiben noch 2 Aufgaben, eine haben wir erfüllt. Das ist die Änderung des Gesetzes über den Hohen Rat für Richter und Staatsanwälte. Dabei geht es um die Integrität aller Mitarbeiter der Justiz. Den Gesetzesentwurf hat die Regierung verabschiedet. Ein Teil des Verfahrens im Parlament ist abgelaufen. Doch das Gesetz wurde nicht beschlossen und wieder an das Justizministerium zurückverwiesen. Dasselbe Gesetz dürfen wir nicht wieder einbringen und daher müssen wir es abändern. Der 3. Punkt betrifft Interessenskonflikte. Da haben wir als Justizministerium mit den 3 wichtigsten Fraktionen und auch mit der Venediger Kommission des Europarates gesprochen. Doch wir stehen vor Wahlen und das sind turbulente Zeiten. Trotzdem werden wir versuchen, das Gesetz durch das Parlament zu bringen. Ende Oktober finden allgemeine Wahlen statt. Und große Reformen sind in Wahlkampfzeiten eher selten gesät. Ob Bosnien bis zum EU-Gipfel im Herbst die 6 Reformen umsetzt, die für den Kandidatenstatus erforderlich sind, bleibt daher abzuwarten. Bosnien und Herzegowina den EU-Beitrittskandidatenstatus weiter zu verweigern, ihn aber der Ukraine, einem Land im Krieg und mit hoher Korruption, gewährt zu haben, ist das völlig falsche Signal an den Westbalkan. Diese Region darf nicht zur geopolitischen Grauzone werden, denn das stärkt nur die Chancen, die Russland und China am Westbalkan haben. Tom Cruise in der Wiener Staatsoper oder James Bond auf der Seebühne in Bregenz. Um den Filmstandort attraktiver zu machen, möchte die Bundesregierung die Fördermittel erhöhen. Dazu gab es heute einen Pressetermin im Bundeskanzleramt. Medienministerin Susanne Raab hat sich dabei auch zu den jüngsten Missbrauchsfällen in der Film- und Theaterbranche geäußert. Erst bei der Verleihung des österreichischen Filmpreises in Grafenegg vergangenen Donnerstag hatte eine junge, ausgezeichnete Schauspielerin bei ihrer Dankesrede öffentlich gemacht, dass sie bereits mehrfach an Filmsets und im Theater sexuell missbraucht worden ist. Wir haben viele Gespräche mit den Produzentinnen und Produzenten geführt und uns wurde vermittelt, dass natürlich gerade die letzten beiden Jahre eine schwierige Zeit waren für die Filmwirtschaft. Die Corona-Pandemie war da ein großer Hemmschuh, natürlich jetzt auch die Teuerungswelle, die selbstverständlich auch die Filmbranche trifft. Und das möchte ich ganz bewusst auch vorab ansprechen, zuletzt wurde die Filmbranche natürlich von einem massiven Skandal, einem Missbrauchsskandal auch erschüttert. Und jetzt liegt es mir natürlich fern, dass wir einfach eine ganze Branche von vornherein verurteilen. Aber dennoch ist es mir wichtig zu sagen, dass selbstverständlich dort, wo es Machtverhältnisse gibt, wo es Autoritäten gibt, diese Machtverhältnisse und Autoritäten auch ausgenutzt werden können. Und dass es dann zu solchen, zu sexuellen Belästigungen kommt, dass es zu Mobbing kommt und dass es im schlimmsten Fall auch zu sexuellem Missbrauch kommt. Und das müssen wir alle als Gesellschaft ganz klar verurteilen. Da müssen wir alle die Grenzen aufzeigen. Und da müssen wir alles tun, damit die Frauen am Ende des Tages auch zu ihrem Recht kommen. Und mir ist es wichtig, an dieser Stelle zu sagen, dass wir hier auch Rechtsschutzeinrichtungen haben, die für die Frauen hier sind. Wir haben die Gleichbehandlungsanwaltschaft, wir haben die Gleichbehandlungskommission auch in der Privatwirtschaft. Wir haben Frauen- und Mädchenberatungsstellen, 170 in ganz Österreich, die für die Frauen hier sind und die Frauen auf diesem Weg zu ihrem Recht begleiten. Und ich möchte einfach sagen, dass ich weiß, dass es viel Mut erfordert, wenn man sich hier wehrt und auch als Frau, die in der Öffentlichkeit steht, hier auch ihre Erfahrungen teilt. Aber der Mut führt natürlich dazu im positiven Sinne, dass sich auch viel mehr Frauen bestärkt fühlen, zu ihrem Recht zu kommen, aufzustehen und sich und auch ihre Rechte durchzusetzen. Deshalb finde ich solche Debatten gut und ich möchte mich auch ganz herzlich bei der Frau Staatssekretärin bedanken. Sie wird Anfang September eine Vertrauensstelle einrichten, gerade für diesen Bereich, gerade für den Bereich auch Kultur und Sport, dort, wo es auch oft körperliche Näheverhältnisse gibt, die auch hier mit ins Spiel kommen. Und ich glaube, das ist ein ganz großartiger Schritt im Sinne der Frauen in Österreich. Sagt Medienministerin Susanne Raab. Die Lage ist ernst, sagt Energieministerin Leonore Gewessler. Denn die Gasspeicher füllen sich deutlich langsamer als geplant.
Heute hat es bereits Gespräche mit den involvierten Unternehmen gegeben. Morgen Dienstag berät dazu die Bundesregierung. Wir haben uns im Gasspeicher Buchkirchen im Trattberg im Bezirk Vöcklabruck genauer angesehen, wie die Gasversorgung derzeit funktioniert. Nur wenige Kilometer von Vöcklabruck entfernt ist der Gasspeicher Buchkirchen der RAG, der früheren Rohölaufsuchungsaktiengesellschaft. Über der Erde ist nichts von einem Speicher zu erkennen. Eine größere Halle und viele Rohre, die im Erdboden verschwinden. Der tatsächliche Speicher ist nämlich ein altes Erdgasvorkommen. Da ist schon vor vielen, vielen Jahren Gas gefunden und gefördert worden. Und man hat dieses Gestein dann untersucht, ob es sich für eine Lagerstätte eignet. Das war hier in Buchkirchen der Fall. Und dementsprechend hat man dann die Obertageanlagen installiert, gebaut und jetzt können wir saisonal Gas zur Bevorratung einspeichern. Unter der Erde sind keine riesigen Höhlen oder Kavernen, sondern Sandstein, der das Erdgas aufnehmen kann. Man würde es diesem Stein nicht ansehen, aber er kann tatsächlich Gas aufnehmen, ähnlich einem Schwamm, der Wasser speichern kann. Das hier ist ein Porenspeicher. Das heißt, das ist ein natürliches Gestein. Man kann es vergleichen mit einem Sandstein. In einer Ausbreitung von ca. 5x3 Kilometer und einer Mächtigkeit, also Stärke von ca. 15 Meter. Und in diesen Poren lagert dann das Erdgas. Mit sogenannten Verdichtern wird das Erdgas aus den Pipelines auf so großen Druck gebracht, dass es 1,3 Kilometer in die Tiefe gepumpt werden kann. Gefahr für die Bewohner darüber oder die Umwelt besteht keine. Nachdem das Erdgas, ja, das vor einigen Jahren oder vor vielen Jahrzehnten eigentlich schon gefunden wurde, dort seit Jahrmillionen lagert, ist da sichergestellt, dass das Gestein und der Aufbau darüber so dicht ist, dass alles in der Lagerstätte verbleibt. Derzeit ist der Speicher Buchkirchen zu 70% gefüllt. Vor dem Winter hätten aber alle gerne volle Speicher. Nur ist die aus Russland gelieferte Gasmenge in der vergangenen Woche zurückgegangen. Auch von hohen Gasexporten von Österreich nach Italien wird berichtet. Die Bundesregierung spricht von einer ernsten Lage und verspricht eine neue Einschätzung. Landeshauptmann Thomas Stelzer erwartet sich eine Aufklärung dieser Exporte und dass der Sicherung der eigenen Gasversorgung höchste Priorität eingeräumt wird. Österreichs Gasspeicher füllen sich also langsamer als erwartet und die Regierung hat deshalb für heute einen Versorgungsgipfel einberufen. Bis Herbst sollten die Speicher zumindest zu 80% gefüllt sein, aber ob sich das ausgehen wird, ist fraglich. Mit gut gefüllten Gasspeichern will Österreich sicher durch den kommenden Winter kommen. Doch auch andere Länder speichern Gas in Österreich ein. Der Energieexperte schätzt deshalb, dass Österreich derzeit nur auf rund ein Viertel der Gasmenge zugreifen kann. Es ist ja so, dass ein großer Teil des Speichers in Österreich nie von österreichischen Kunden genutzt wurde, sondern von ausländischen Unternehmen. Und anscheinend wird von diesen Unternehmen im Moment Gas entnommen. Die Energieministerin beruhigt heute, denn auch ein Exportverbot für in Österreich gespeichertes Gas sei rechtlich möglich. Die Energielenkung bietet im Notfall Zugriff auf die gesamten Speichermengen, weil sie ein sehr weitreichendes Instrument für den Notfall ist. Derzeit sind die Speicher zu rund 45% gefüllt. Ist das Ziel 80% Speicherstand im Herbst gefährdet, will die Regierung auch für Österreich die Alarmstufe ausrufen. Unsere Sendung neigt sich dem Ende zu und an dieser Stelle lassen wir die bisherigen Themen des Tages immer Revue passieren. In unserem Roundup heute mit Helma Poschner. Willkommen zurück. Hallo. Um 14 Uhr wird die Energieministerin Leonore Gewessler über ein Thema sprechen, das uns heute schon den ganzen Tag beschäftigt, nämlich die Gaskrise, die sich androhende Gaskrise. Was ist denn zu erwarten, dass uns die Energieministerin sagen wird? Ja, die Frage wird sein, ob man noch eine weitere Alarmstufe ausruft. Alarmstufe 1 gilt bereits seit März. Alarmstufe 2 würde bedeuten, dass man noch viel genauer Vorkehrungen trifft für den Herbst. Das ist jetzt noch offen, ob das passiert, aber Faktum ist, die Lage ist einigermaßen besorgniserregend.
Die Gaslieferungen haben zuletzt immer wieder gestockt, sind deutlich unter den Erwartungen geblieben. Wir haben, wie wir gehört haben, 46% ungefähr Füllstand. Aber man darf nicht vergessen, wir können nicht auf diese gesamte Menge zugreifen, sondern auch andere Staaten lagern eben bei uns das Gas ein, wie Italien, wie Slowenien. Und da gibt es etliche Fragezeichen, wie man da weiter vorgeht. Am Abend wird noch der Nationale Sicherheitsrat auch darüber beraten, wie es in der Gasfrage weitergeht. Hoffentlich gibt es da Antworten, denn bis jetzt hat die Regierung eher versucht, da den Ball flach zu halten und zu beruhigen. Neben der Gaskrise, die so besorgniserregend ist wie kaum etwas anderes dieser Tage, da werden die anderen Krisen unserer Zeit fast schon verschwindend klein, aber die sind natürlich auch immer noch da und es ist wichtig, sich darum zu kümmern. Im Nationalrat will die Regierung ihre Pflegereform durchbringen, jetzt mit noch mehr Geld für die PflegerInnen. Was wird es bringen? Ja genau, man hat heute wurde bekannt, dass man um 50 Millionen mehr noch zur Verfügung stellt, also 570 Millionen statt 520 Millionen. Es hat ja sehr viel Kritik in den letzten Tagen und Wochen gegeben von der Caritas, von der Volkshilfe, aus den Ländern, dass bestimmte Gruppen der Pfleger nicht eingebunden waren und dass die kein Geld bekommen hätten sollen. Zum Beispiel die Behindertenbetreuer oder die Heimhilfen, das sind jene Leute, die alte Leute zu Hause betreuen, die zwar noch in ihrer Wohnung oder in ihrem Haus bleiben wollen, aber einfach Hilfe brauchen bei verschiedenen Verrichtungen. Und die waren zuerst nicht eingebunden, die hätten nicht diesen Bonus, diesen Gehaltsbonus bekommen sollen. Und heute haben die Klubobleute der Regierungsparteien bekannt gegeben, dass die auch dieses zusätzliche Monatsgehalt bekommen werden. Nicht genug eingebunden haben sich auch manche Parteien gefühlt beim Parteiengesetz, das mehr Transparenz in die Parteienfinanzierung bringen soll. Wie sieht es denn da jetzt aus? Ziehen jetzt alle Parteien bei diesem Gesetz an einem Strang? Ich würde sagen, ausreichend, um das Gesetz durchzubringen in den letzten Tagen vor der parlamentarischen Sommerpause. Es sind die Regierungsparteien sowieso an Bord, zusätzlich noch die SPÖ, die NEOS vielleicht, die wollen noch ein paar Verschärfungen. Die Freiheitlichen wollen auf keinen Fall zustimmen. Im Wesentlichen geht es eben darum, dass der Rechnungshof den Parteien viel genauer noch in die Bücher schauen kann, dass der Rechnungshof überprüfen kann, wie das jetzt mit den Geldflüssen ist und dass man auch Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind, dass man das auch noch überprüfen kann. Das war bis jetzt nicht der Fall. Also das ist schon, muss man ehrlicherweise sagen, eine deutliche Verschärfung im Vergleich zu dem, was bisher war. Das politische Saisonende im Parlament naht mit drei Nationalratstagen. Zwei wichtige Themen haben wir jetzt schon genannt, nämlich die Pflegereform und das Parteiengesetz. Was steht denn sonst noch auf dem Programm? Ja, es steht zum Beispiel noch die Abschaffung der Impfpflicht, das wird noch beschlossen. Pflege, haben Sie schon gesagt, das sind eigentlich die größten Projekte. Das Parteiengesetz, da wurde jetzt mehrere Tage drüber verhandelt. Die Abschaffung ein Tierschutzgesetz, wo die Vollspaltenböden für Schweine bis 2040 allerdings erst abgeschafft werden sollen. Ab nächstes Jahr soll man diese Ställe mit den Vollspaltenböden nicht mehr bauen dürfen. Das sind eigentlich die größten Projekte. Auch dieses Teuerungspaket wird fixiert, das einen Umfang hat von insgesamt 28 Milliarden. Da geht es darum, um einmal Hilfen für Arbeitslose, für Mindestsicherungsbezieher. Also auf jeden Fall ein riesiges Programm, 40 Punkte, aber das ist jedes Jahr so kurz vor der Sommerpause. Wird noch relativ viel reingequetscht und es ist noch viel zu beschließen, denn dann gehen die Parlamentarier fast zwei Monate in die Sommerpause, nur der U-Ausschuss tagt nächste Woche noch. Und falls eine Sondersitzung kommt, dann müssen die Parlamentarier wieder zurück ins Hohe Haus, aber ansonsten heißt es Ferien. Vorher gibt es aber noch drei proppevolle Tage, wie die grüne Klubobfrau Sigrid Maurer das formuliert hat. Drei spannende Tage auf jeden Fall. ORF3 überträgt alle drei live und kommentiert. Für die heutigen Analysen und den Besuch im Studio sage ich vielen Dank, Helmer Poschner. Danke auch. Es erkranken wieder mehr Menschen an Corona. Auch heute sind es wieder fast 10.000 Neuinfektionen. Eine neue Welle türmt sich da auf und das besorgt viele. Jetzt steigt auch wieder die Nachfrage nach den Impfungen. In Niederösterreich ist sie zuletzt um knapp 60% gestiegen.
In der vergangenen Woche haben sich in den niederösterreichischen Landesimpfzentren mehr als 7.700 Menschen gegen das Coronavirus impfen lassen. Das ist im Vergleich zur Woche davor ein Plus von 58%. Die vierte Impfung wurde mehr als 4.000 Mal verabreicht. Empfohlen wird die Auffrischungsimpfung für Personen über 65 Jahre sowie Risikopatienten. Alle anderen, die gerne gut geschützt sein möchten, ja, sollen sie sich auch holen, sollen sich impfen lassen. Man kann nicht überimpfen. Also man muss sich auf keinen Fall vor der Impfung fürchten. Der einzige Effekt ist nur, dass halt die vierte Impfung auch halt wieder an Wirksamkeit verliert über die Monate. Die Medizinerin befürwortet einen aufrechten Impfschutz. Denn wann es eine Impfung gegen die Omikron-Variante geben wird, ist zurzeit unklar. Wie das aussieht ohne Impfung, kann man sich in Hongkong anschauen, wo heuer im Frühjahr eine massive Omikron-Welle war, die mit ganz, ganz furchtbar vielen schweren Verläufen verbunden war. Also Omikron ist auch deshalb relativ sanft oder mild zu uns vergleichsweise, weil wir eben alle oder sehr viele von uns geimpft oder schon einmal durch die Krankheit gegangen sind. Und selbst wenn die Verläufe mild sind, gibt es da noch die Corona-Langzeitfolgen. Und auch unter Omikron, das wissen wir inzwischen aus einer großen Studie in England, auch unter Omikron ist mit etwa 5% Personen mit Long-Covid zu rechnen, die zumindest einmal über mehrere Wochen oder im blödesten Fall Monate sich einfach nicht gut fühlen, nicht sie selber sind, nicht leistungsfähig sind. Anmeldungen zur Impfung sind möglich, aber nicht nötig. Man kann laut Notruf Niederösterreich auch ohne Termin zu den Öffnungszeiten Mittwoch und Freitag in eines der neuen Landesimpfzentren kommen. Sollte die Nachfrage weiter steigen, werde man die Öffnungszeiten ausweiten, heißt es. Personal sei genug vorhanden. Hat Österreich genug Gas, falls Putin den Gashahn zudreht? Wie können wir die Speicher bis zum Winter ausreichend anfüllen? Darüber berät heute die Regierung. In unserer Meldungsübersicht erfahren Sie mehr zu diesem und zu anderen wichtigen Themen des Tages. In den USA ist es gestern bei einer Parade anlässlich des Unabhängigkeitstags zu einem Schussattentat gekommen. Mindestens 6 Personen kommen ums Leben, mehr als 20 werden verletzt. Ein 22-jähriger Verdächtiger wurde festgenommen, die Hintergründe der Tat sind noch unklar. US-Präsident Joe Biden fordert nach dem Angriff erneut schärfere Waffengesetze. Die Regierung berät heute über die österreichischen Gasvorräte. Denn das Speicherziel von Energieministerin Leonore Gewessler steht momentan auf der Kippe. Die Speicher in Österreich sind zu 45% derzeit gefüllt. Unser Ziel ist 80% vor der Heizsaison. Dazu müssten noch 32.000 Gigawattstunden eingespeichert werden. In den letzten Tagen ist die Speichermenge auf unter 100 Gigawattstunden pro Tag gesunken. Die Lage dürfte sich jetzt stabilisiert haben. Trotzdem wird diskutiert, die zweite Alarmstufe des Gasnotfallplans auszurufen. Heute unterzeichnen die BotschafterInnen der NATO-Staaten die Beitrittsprotokolle für Finnland und Schweden. Damit wird die nächste Hürde Richtung Beitritt genommen. Die beiden Länder können dann bereits an allen NATO-Treffen teilnehmen, aber noch nicht mitstimmen. Dafür müssen zuerst die Regierungen aller 30 NATO-Mitglieder dem Beitritt zustimmen. Heute geht die Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine in der Schweiz zu Ende. Der Krieg dauert zwar weiter an, klar ist aber schon jetzt, die Ukraine wird mehr als 720 Milliarden Euro für den Wiederaufbau benötigen. Das fordert der ukrainische Premierminister Denis Schmyhal. Auch Europaministerin Caroline Edtstadler von der ÖVP nimmt heute bei der Konferenz teil. Sie verspricht der Ukraine die Solidarität Österreichs. Das war ORF 3 aktuell für heute. Wir verabschieden uns jetzt in eine einmonatige Sommerpause. Am 8. August kommen wir zurück. Schon heute Abend um 19.18 Uhr sehen wir uns aber wieder, wenn Sie wollen, bei Österreich heute mit den wichtigsten Nachrichten aus Österreich. Bis dahin wünsche ich Ihnen einen schönen Tag mit ORF 3. Bis später.